Bitte nicht erschrecken, Ihr Fernseher ist nicht kaputt, aber so hat alles angefangen im Weltspiegel vor ziemlich genau 50 Jahren. In dieser Studiodekoration und damals 1963 natürlich noch in Schwarz-Weiß. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur langen Weltspiegelnacht. Wir feiern das Jubiläum einer Sendung, die viele von Ihnen schon seit der Kindheit kennen. Das allererste Auslandsmagazin im deutschen Fernsehen wird in diesen Tagen 50 Jahre alt. Deshalb wollen wir die nächsten 4 Stunden von jetzt an bis heute Nacht um 3.30 Uhr zurückblicken auf die frühen Sendungen, auf die bekanntesten Moderatoren, die hier an diesem Platz gesessen haben. Aber wir schauen natürlich auch nach vorne und ich gucke jetzt durch diesen schönen alten Fernseher rüber zu meinem Kollegen Bernhard Wabnitz. Ja, danke Ute Brucker. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu unserer Zeitreise 50 Jahre Auslandsberichterstattung im Weltspiegel. Unglaublich, wie sich die Welt in diesen 50 Jahren verändert hat und mit dir auch der Journalismus. Und das alles wollen wir Ihnen heute Nacht zeigen. Wir haben unsere beste Filme aus dem Archiv geholt. Wir stellen Ihnen unsere Auslandsstudios vor und schalten direkt zu unseren Korrespondenten. Mit uns im Studio sind die Reporterlegenden Gerd Ruge und Dagobert Lindlau, Moderatoren des Weltspiegels der ersten Stunde. Sie begleiten uns auf unserer Zeitreise und auch Sie, liebe Zuschauer, sind eingeladen mitzumachen. Wir freuen uns auf Ihre Glückwünsche, auf Fragen, auf Anregungen auf Facebook und Twitter. Happy anniversary, Weltspiegel. Feliz cumpleaños, Weltspiegel. تولد 50 سالگی ویش بیگل مبارک. اوکی، آی لوف یو بیستی. اوپر اتی امن فو ما او ماتان یو جیلی ویکس پیگل. هپی برثدی ولت سپیگل. نا یا خوستا فلیسیتاس ما اخ پاچا هیسکا واویتاس بل سپیگل. Weltspiegel, congratulations to you, Weltspiegel, ich bin sicher, meine Damen und Herren, Sie haben natürlich alle Gratulanten sofort verstanden. Die letzte Musik in diesem kleinen Geburtstag-Medley war übrigens die Melodie der allerersten Weltspiegelsendung am 5. April 1963. Und die Glückwünsche gebühren ganz besonders Ihnen, lieber Gerd Ruge, denn Sie haben die Sendung damals aus der Taufe gehoben und auch die allererste Sendung moderiert. Wir haben Ihnen zuliebe extra die alte Studiodekoration noch mal nachgebaut. Das Original gibt es nämlich nicht mehr. Fühlt sich's gut an? Vorzüglich. Sehr bequem, sehr angenehm, unkompliziert. Fast so wie damals. Ja. Wie kam es eigentlich zu der Sendung? Wie kamen Sie auf die Idee? Das war nicht meine Idee allein, muss man ganz ehrlich sagen. Erstmal hatte ich einen Kooperator, das war Klaus Bölling, später der Sprecher von Helmut Schmidt war, ein sehr kluger Mann. Dann hatten wir natürlich eine sehr gute Anstandsleitung in Köln, wie in Hamburg. Und die haben das dann in der ARD durchgedrückt. Man musste ja auch die Zustimmung aller anderen Sendungen haben, die nicht direkt am Weltspiegel beteiligt waren. Also insofern, bin ich sicherlich nicht allein gewesen, aber ich freue mich natürlich, dass es das Ding noch gibt. Wir kommen auch wieder in der Jetztzeit an und können, glaube ich, langsam auch wieder farbig werden. Bisher waren wir schwarz-weiß. Was wollten Sie bezwecken mit dem Weltspiegel damals? Wir wollten bezwecken, dass wir das Auslandsnetz von Korrespondenten, was ja aufgebaut wurde langsam, was es zum Teil schon an einigen Punkten gab, dass wir das besser einsetzen konnten noch als nur in der Tagesschau, in der aktuellen Berichterstattung, dass man sagen konnte, hier sind Korrespondenten, die sind vor Ort, die kennen sich in der Gegend aus, die arbeiten an einer Story länger, eine Woche, 2 Wochen, bis sie es komplett aufgebaut haben, sodass man verstehen konnte, was geschieht, was bedeutet es und was wird es in Zukunft für uns Deutsche heißen. Also das wollten wir versuchen zusammenzukriegen. Das war ja sehr wichtig. Und ja. Ist wie ja auch Sie genommen. Das damals gemacht haben, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal im Original an. Guten Abend.
Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel. An dieser Stelle werden in Zukunft regelmäßig unsere Auslandskorrespondenten in aller Welt berichten über wichtige politische Ereignisse und Entwicklungen. Der Weltspiegel ist eine Gemeinschaftssendung des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks. In Hamburg liegt die Redaktion bei Klaus Bölling, der heute für unsere erste Sendung ein Informationsgespräch mit Thilo Koch geführt hat. Das erste Fernsehgespräch über den Atlantik, geführt über einen Nachrichtensatelliten. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Die beiden sprechen mit journalistischer Offenheit über Themen, die wohl auch Außenminister Schröder für das von ihm gewünschte Gespräch mit Außenminister Rusk in der nächsten Woche auf der Liste hat. Thilo Koch in Washington. Hallo Klaus Bölling, können Sie mich wirklich sehen? Ja, wir sehen Sie ausgezeichnet und freuen uns, dass das so großartig mit dem Fernsehsatelliten geklappt hat. Wunderbar. Ich möchte Sie zuerst fragen, Thilo, ob Sie im Besitz der letzten Nachrichten aus Cadenabia und aus Bonn sind. Nachrichten von den Beratungen des Bundeskanzlers mit den Parteipolitikern der CDU und der FDP über die Frage, ob man dem Ratifizierungsgesetz über den deutsch-französischen Vertrag lediglich eine Entschließung voranstellen soll oder eine richtige Präambel. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen. Der Bundeskanzler hat den Vorschlag akzeptiert, dass man eine richtige Präambel dem Vertrag voranstellt. Und ich darf Ihnen rasch sagen, was diese Präambel vermutlich enthalten wird. Ja. Und zwar sind es vier Punkte, Thilo. Es ist der Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft, die Wiedervereinigung in Freiheit und, das ist nun für Sie drüben in Amerika von besonderer Wichtigkeit, die Fortführung der westeuropäischen Integration und schließlich die Achtung unserer Bündnisverpflichtungen gegenüber der NATO. Ja, das liegt auf der Linie dessen, was Brentano und Carstens hier in Washington gesagt haben, als die Kennedy und die Kennedy. Herr Gertruge, nach der langen, langen Einführung des Moderators kam dann die Antwort des Korrespondenten. Für Sie war das damals wahrscheinlich ein großes Abenteuer. Für uns ist es heute ein bisschen amüsant, das zu gucken, aber damals war es spannend, oder? Ja, klar. Damals war es erstmal spannend, dass man über den Atlantik hinweg so ein Gespräch führen konnte. Das hat es ja in der Tat nicht gegeben vorher. Und dann, ja, das waren neue Informationen, um die es ging, die uns ja heute egal sein können. Aber damals hat man sie natürlich aufgenommen mit Interesse, weil man es noch nicht vorher gehört hatte, nicht gesehen hatte, nicht wusste, was das bedeutet. Als ich mir die erste Sendung so angeschaut habe, war ich ein bisschen überrascht. Reportagen gab es eigentlich kaum. Stattdessen, ich sag mal, kluge Gespräche zwischen Moderatoren und Korrespondenten über die ganz großen Linien der Weltpolitik. Wenn wir das heute so machen würden, würden uns die Zuschauer wahrscheinlich davonlaufen. Konnte man damals dem Publikum noch mehr zumuten? Wahrscheinlich ja, zumal weil es auch neu war. Aber die Diskussion auch über die großen weltpolitischen Probleme war ja vorher noch nicht so gelaufen in dieser Form. Sie war dann eher gekommen in kleinen Meldungen. Hier war es eine lange ausgedehnte Geschichte. Das ging eine Weile nicht auf die Dauer. Wir haben ja auch dann angefangen aufzubauen ein Korrespondentennetz mit Korrespondenten, die lange, farbige, bewegte, aber eben auch erklärende und analysierende Berichte machen konnten. Das musste man einfach ausprobieren mit der Zeit. Technisch war das Ganze ja auch eine ziemliche Herausforderung und es lief auch nicht ganz pannenfrei ab. Nur eines, was die Nation wirklich brennend interessiert, das Jahresbudget, den Staatshaushaltsplan. Und das ist in jedem Jahr dieselbe Spannung auf die parlamentarische Enthüllung dieser Budgetgeheimnisse aus der traditionellen roten Schatulle des Schatzkanzlers, ob er nun irgendwie Selwyn Lloyd heißt, ob er Heathcote Emory heißt oder Peter Thornycroft oder Harold Macmillan oder Butler oder ob er wie in diesem Jahr Reginald McMaudlin heißt. Ja, solche Situationen sind natürlich immer schwierig für einen Moderator. Heute würde man das Schaltgespräch wahrscheinlich sehr viel früher abbrechen. Sind wir heute ungeduldiger geworden als die Kollegen damals? Ja, vielleicht damals waren wir auch unsicherer. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Ich saß da ja auch und hatte keine Ahnung. Und kommt er wieder, kommt er nicht wieder, niemand gab mir irgendein Handzeichen oder irgendwas. Da muss man abwarten, es geht, ja. Im gewissen Sinne müssen wir es heute auch machen, nur es geht heute schneller. Waren Sie nervös vor der ersten Sendung? Wahrscheinlich, ja. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielen Dank, Gertruge, für diese kleine Rückschau. Wir zeigen jetzt noch einen letzten Ausschnitt aus der Sendung, dem man auch noch mal anmerkt, dass der Weltspiegel damals eine Pionierleistung war. Ein erleichterter Moderator sagt Danke. Ja, wir verabschieden uns von Ihnen und von Ihnen, meine Damen und Herren, den Zuschauern dieser ersten Sendung. Und wir möchten uns besonders bedanken bei den Kameraleuten, Technikern, Korrespondenten, Ingenieuren in drei Erdteilen,
die diese Sendung möglich machten durch ihre Hilfe. Besonders aber bei den amerikanischen Behörden, die den Weltraumsatelliten Relay betreiben, und bei den Technikern des belgischen Fernsehens und der Eurovisionsschaltzentrale in Brüssel. Dankeschön und auf Wiedersehen. Was heute selbstverständlich ist, Live-Berichterstattung oder Live-Schalten aus Amerika, Afrika oder Asien, das war einmal eine Sensation. So wie die erste transatlantische Schalte nach Amerika im Weltspiegel, wir haben es eben gesehen. Wir schalten jetzt einmal völlig lässig und entspannt und man würde heute sagen cool, anders als vor 50 Jahren, zu Stefan Niemann, einem unserer vier ARD-Korrespondenten in Washington. Er wird uns zeigen, wie sein hochmodernes Studio heute funktioniert. Guten Abend, Stefan Niemann. Die wievielte Schalte heute ist denn unsere? Ja, leider die erste. Normalerweise schalten wir hier in der Tat ganz lässig 3-4 Mal am Tag an nachrichtenstarken Tagen. Aber heute ist es ruhig in Washington. Der Präsident gerade erst von seiner Nahostreise zurückgekommen. Der ruht sich aus hier hinter mir im Weißen Haus. Sie können es sehen. Und die Abgeordneten und Senatoren sind in den Osterurlaub verschwunden, obwohl sie es eigentlich nicht verdient hätten. Insofern ruhig hier. Sie sitzen ja in einem hochmodernen Studio. Wie läuft das denn technisch so ab? Zeigen Sie uns das doch mal. Das zeige ich Ihnen. Also erstens stehe ich, das zeige ich Ihnen gleich. Erstmal der Hintergrund, das Weiße Haus, was Sie hier sehen, das können wir so umschalten auf Kapitol, auf Tag, auf Nacht. Das ist ein elektronisch dazugefügtes Bild. Ich stehe hier eigentlich vor einer ganz anderen Wand. Und was Sie in der Tagesschau sehen, ist das hier. Was Sie in der Tagesschau nicht sehen, ist diese Perspektive. Kamerafrau Felicitas Klopp zeigt mal das Studio, wie Sie es nicht kennen. Das ist relativ groß. Wir haben hier einen Tresen für Studiogäste. Wir machen ja ganze Sendungen von hier in Washington mitunter. Und das hier ist kein Studiogast, sondern das ist Lucy, unser Lichtdouble. Die muss dann hier schon stehen, bevor die Gäste kommen, damit das Licht gesetzt werden kann. Das, wenn die Hauptstadt im Vordergrund steht, unsere Amerika-Berichterstattung. Ihn hier, Barack Obama, haben wir leider nur als Pappkamerad im Studio, aber er ist ja wiedergewählt. Er bleibt uns also erhalten und ihm gilt natürlich ein Großteil unserer aktuellen Berichterstattung. Wie schaffen Sie das denn eigentlich, Stefan Niemann, wenn das Morgenmagazin um 7 Uhr in der Früh eine Live-Schalte zu Ihnen bestellt? Dann liegt man in Washington und wahrscheinlich auch Barack Obama normalerweise im Bett. Ja, es sind lange Tage, aber wir sind viele. Man schafft es nur mit vielen Kollegen, 4 Korrespondenten, 5 Producer, mehrere Kamerateams. Wir teilen uns den Tag auf. Das Mittagsmagazin ist in der Tat morgens um 7 hier, Ortszeit. Und fürs Nachtmagazin muss man bis Mitternacht wach sein, wenn man da noch live schalten will. Aber wir verlassen uns ja auch nicht nur auf die eigenen Bilder. Wir sind auch in enger Kooperation mit den amerikanischen Networks. Ich zeige dir mal, wo unsere Bilder herkommen, hier hinter diesem schwarzen Vorhang, damit es nicht spiegelt. Das ist der Feed Room hier, der sogenannte. Ich klopfe mal. Hillary Gallasch, eine unserer Producerinnen, die hat ihren Blick die ganze Zeit auf die Bilder der US-Networks. Und wenn da etwas passiert, Breaking News, wie wir das nennen, also eine Eilmeldung zum Beispiel über einen Amoklauf, dann können wir mit den Bildern der Kollegen sofort auf Sendungen gehen. Natürlich dann ein bisschen vorbereitet und geschminkt. Hier ist unsere Maske hier, dann kommt ein bisschen Puder auf die Nase. Und wenn wir eine Tagesschau machen, wird die vorher aufgenommen, zeige ich Ihnen auch kurz. Dann stehen wir in so einer Sprecherkabine hier und lesen unseren Text einfach von unserem Zettel ab, nehmen eine Tagesschau auf und überspielen die dann nach Hamburg, wo ja die Tagesschau gesendet wird. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal das Herz unserer Produktion hier, die Regie ganz schnell noch. Da laufen alle Fäden zusammen. Das ist der Master Control Room hier. Sieht ein bisschen aus wie der Leitstand eines Atomkraftwerkes oder ein Cockpit. Dirk Kuiper, unser technischer Leiter, sorgt heute dafür, dass die Bilder ganz ohne Ruckeln in Farbe und live zu Ihnen rüberkommen, Herr Wappnitz. Ein tolles Studio, Stefan Niemann. Aber eine Frage, Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Amokläufer in Deutschland. Was viele nicht verstehen, ist, dass Amerika privat so hoch gerüstet und hoch bewaffnet ist und dass die Waffen nicht verboten werden. Wie leben Sie damit? Ja, das ist ein komisches Gefühl, was man natürlich weniger hier in der Hauptstadt spürt, sondern mehr, wenn wir rausgehen ins Land, nach Texas zum Beispiel, wo viele der waffennärrischen Amerikaner leben, die dieses Recht nicht aufgeben wollen. Das sind dann die Erlebnisse, die auch uns Korrespondenten und den Teams natürlich am meisten Freude machen. Dafür ist der Weltspiegel da. Das ist ja unser Korrespondentenmagazin, unsere Königsklasse. Und deswegen gratulieren wir alle hier aus Washington ganz herzlich zum 50. Geburtstag und produzieren gern schon nächste Woche dann wieder für den Weltspiegel. Danke, Stefan Niemann. Und es gibt weitere Glückwünsche. Ich finde es eine tolle Sendung. Ich sehe in Amerika gerade, dass solche Sendungen weitestgehend abgeschafft werden. Also die CNN stellt gerade seine gesamten Auslandsreporte ein. Finde ich ganz schade.
Also für Leute, die sich interessieren für das, was in der Welt los ist, ist eine großartige Sendung. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Das heißt, dass mich eigentlich der Weltspiegel ziemlich lang oder ich den Weltspiegel ziemlich lang begleitet habe. Man ist einfach ein wichtiger Punkt und eine wichtige Nachricht. Und man, ja, ich finde den Weltspiegel so eine feste Geschichte. Ich wünsche dem Weltspiegel, dass er nicht nur, also dass er weitere 50, 100 Jahre bestehen hat und dass es viele, viele Zuschauer gibt, die sich dafür interessieren. 50 Jahre habt ihr geschafft beim Weltspiegel und ich sehe im Moment keinen Grund dafür, warum ihr nicht die nächsten 50 Jahre auch noch gut durchhalten solltet. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten 50 Jahren und toi, toi, toi für die nächsten 50 Jahre. Ja, danke schön, Armin Rohde. Und zurück hier im Studio zum Weltspiegel-Erfinder Gerd Ruge. Herr Ruge, wir haben eben die moderne Technik in Washington gesehen. Damals, als Sie angefangen haben, war das nicht noch ein ganz anderes Arbeiten? Hatten Sie vielleicht mehr Zeit zum Nachdenken, bevor Sie live geschaltet wurden? Ein bisschen mehr Zeit, ja. Das erste war natürlich das Problem, dass man die Schaltung hinkriegen musste. Das kostet ja auch schon Zeit zunächst mal, immer am Anfang. Und dann konnte man anfangen zu arbeiten. Dann hatte man den Vorteil, in Washington war es nicht so da, aber in Amerika, aber in Russland und anderen Gebieten, dass man telefonisch nicht richtig erreicht werden konnte. Es gab ja keine Handys und dergleichen mehr. Man hatte manchmal 3-4 Tage Zeit, ohne von der Redaktion was zu hören. Ohne gestört zu werden. Und wenn Sie so wollen, konnte in der Zeit darüber nachdenken, was man macht und in der Arbeit das einteilen. Das war auch ganz schön. Aber natürlich ist es klar, dass man... Und wenn man schneller arbeiten konnte, schneller gearbeitet hat. Sie selbst waren ja in den 50er Jahren zuerst Hörfunkkorrespondent in Moskau, aber als Sie den Weltspiegel erfunden haben, da hatte die ARD auch bereits die ersten Fernseh-Auslandsstudios aufgebaut. Ich will mal eben rübergehen zu meinem Kollegen Bernhard Wabnitz, der da drüben schon an der großen Weltkugel wartet, die wir aufgebaut haben. Bernhard Wabnitz, heute hat die ARD 25 Fernseh-Auslandsstudios, aber was waren denn eigentlich die ersten Studios? Aber ist es nicht was Schönes, dass wir im digitalen Zeitalter einen Globus im Studio haben? Ja, wir machen ja auch ein bisschen Rückblick heute. Die ersten Studios, das war natürlich das Studio in Washington. Das war schon immer eines der wichtigsten Studios. Vielleicht ist es etwas komisch, aber es wurde zur gleichen Zeit das Studio in Stockholm gegründet. Das lag damals daran, ein bisschen Fernsehgeschichte, dass die ersten Studios der NWDR eingerichtet hatte, aus dem dann später der NDR und der WDR hervorging. Und dann haben wir ein Studio, vielleicht sollten Sie es einmal kleben, ja. Utebrucker, in Paris. Das war natürlich nach den vielen Kriegen von 1870, 14, 45 sehr wichtig, wie die Aussöhnung auch, ne? mit uns geht. Bestimmt auch schon. London. Und dann natürlich ein wichtiges Studio war auch Rom, denn Italien gehörte wie Deutschland, Frankreich zu den Gründungsvätern der Europäischen Union. Adenauer, de Gasperi und Schumann, das sind die Namen. Und dann, und das mag überraschend klingen, hatten wir ein Studio in Neu-Delhi, gleich von Anfang an, also unmittelbar nach der Unabhängigkeit Indiens, nachdem es sich von England in Anführungszeichen befreit hat. Eine sehr weise und weitsichtige Entscheidung, denn Indien ist nicht nur die größte Demokratie der Welt, sondern mit China zusammen auch, wenn man so will, eines der starken Wachstumszonen der Welt. Und dann gab es natürlich, das lasse ich Sie wieder kleben, bitte schön, nämlich Tokio. Tokio. Schätzungsweise. Und ausgerechnet im Gründungsjahr des Weltspiegels, 1963, wurde das Studio in Tokio eröffnet. Damals schaute die Welt erstaunt auf das japanische Wirtschaftswunder. Unser Korrespondent lüftet das Geheimnis der Arbeitsmoral in japanischen Firmen. Disziplin, Gehorsam, Unterordnung, eher Kasernenhof als Büroetage. Nach dem Motto, du bist nichts, deine Firma ist alles. Aus dem Industrieland Japan, meine Damen und Herren, hier ein kurzes Streiflicht über die Firma Kurita in Osaka, Japans zweitgrößter Stadt. Sie beschäftigt rund 1500 Arbeitnehmer und ihre eigene Werksfahne weht über Verwaltungsgebäuden und Produktionshallen. Und in der landschaftlich schönen Gegend am Biwa-See unterhält Kurita & Company ein betriebseigenes Schulungslager. In diesen Wochen das Ziel der gerade frisch von der Schulbank gekommenen neuen Lehrlinge des Unternehmens. Beim Eintritt in das Lager hört für diese 17- und 18-Jährigen die unbeschwerte Freiheit ihrer Jugend auf und sie lernen sich einzufügen in den Gruppengeist und die Betriebssolidarität der Firma, der sie sich für ihr ganzes Leben verschrieben haben. Stammarbeiter werden in Japan, ähnlich wie in Deutschland, die Beamten auf Lebenszeit angestellt. Und als erstes erhalten sie auf der Kammer die Werksuniform angepasst. Weil sie auf Lebenszeit angestellt werden, erwartet die Firma von diesen Jugendlichen Treue. Und vom Präsidenten der Firma wird ihnen diese Treue mit Treue gedankt.
Nicht Tarifverträge bestimmen also hier das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer, sondern gefühlsmäßige patriarchalische Bande. So ist es, man darf wohl sagen, in den meisten japanischen Betrieben, auch heute noch, trotz radikal links eingestellter Gewerkschaften. Diese Form des Feudalismus ist für diese jungen Menschen im übervölkerten Japan eine Art Lebensversicherung. Ohne solche Betriebstreue gäbe es heute wahrscheinlich kein japanisches Wirtschaftswunder. Aber sie nimmt in einigen Unternehmen eigentümliche militärische Formen an. Kurita und Company drillt seine Lehrlinge vormilitärisch. 6 Uhr ist Wecken, danach Frühsport. Andere Firmen schickten die Schulentlassenen in diesem Jahr sogar zunächst einmal in die Kasernen. Bis zu 30 Tagen dauert solch ein halbmilitärisches Training. Es geht dabei nicht um Buchführung oder handwerkliche Fertigkeiten, sondern nur darum, die jungen Leute körperlich fit zu machen und ihnen Disziplin, Gehorsam und Einordnung in die Betriebsgemeinschaft beizubringen. Thema des Unterrichts: Wie werde ich ein guter Diener meiner Firma? Für Japaner ist Betriebstreue nur eine von vielen Gehorsamsformen. Die konfuzianische Tradition spielt dabei eine große Rolle. Wer ein solches Gemeinschaftsleben mit hartem körperlichem Training und preußischer Disziplin 4 Wochen lang mitgemacht hat, ist für gewerkschaftliche Parolen schwer zugänglich. Ein Werksoldat fragt nicht jeden Tag nach Überstundenzuschlägen und einer vernünftigen Urlaubsregelung. Kritiker dieses Systems, das Japan politisch und wirtschaftlich groß gemacht hat, das sollten wir nicht übersehen. Kritiker also behaupten, bei solch feudalistischer Gesinnung sei es nicht verwunderlich, warum in Japan in manchen Bereichen der Industrie die Löhne heute immer noch so niedrig seien. Bei all dem Drill, bei Sport und Spiel geht es um Mannschaftsgeist, um Gruppenbewusstsein. Etwas zynisch gesagt, du bist nichts, deine Firma ist alles. Nach solchen Trainingswochen in Lagern, Kasernen oder was auch vorkommt, in Tempeln, ist der junge Japaner ein verlässliches Mitglied der Firma geworden. Vergessen sind die sozialrevolutionären Sturm- und Drangjahre von Oberschule und Universität. Der junge Japaner lebt wieder eingefügt in der Ordnung einer Gemeinschaft, deren Gesetzen er freiwillig und gern gehorcht. Ja, so sahen Beiträge also damals aus. Gesprochen hat nur der Korrespondent. Interviews zum Beispiel mit den Arbeitern gab es gar keine. Seither hat sich viel verändert bei unserer Arbeit und auch in Japan. Das ARD-Studio in Tokio leitet heute unser Kollege Philipp Abresch. Ihn haben wir gebeten, in einer modernen Webdesign-Firma nachzuschauen, wie die japanische Unternehmenskultur heute aussieht. Aber vorher stellt er uns noch kurz das ARD-Studio vor. Dies ist der vielleicht verrückteste Zebrastreifen der Welt. Wer morgens müde zur Arbeit trottet, der ist spätestens hier hellwach. Shibuya in Tokio, hier muss ich mich jeden Morgen durchwühlen. Meine Kollegen auch, zum Beispiel Johannes Anders, unser Kameramann. Komm, wir gehen zur Arbeit. Darf ich vorstellen, unser Studiotechniker Björn Atzler. Unser Cutter, Oliver Krau. Darf ich vorstellen, unsere Producerin Mariko Azumi. Gestatten, Yoko Tahara macht bei uns Übersetzung und Buchhaltung. Darf ich vorstellen? Kazuo Hirose, seit fast 40 Jahren unser Fahrer, nicht nur auf dem Fahrrad. Das hier ist Yuki Otsuka, die schmeißt unser Büro, Reiseabrechnung, Schriftverkehr mit Hamburg, alles was auf dem Papier geschieht. Und das ist unser Studio in Shibuya, von hier aus entdecken wir Ostasien. Musik
Einen guten Morgen wünscht der Mann im Nadelstreifen. Dann geht sie los, die Frühgymnastik. Zur Klaviermusik aus der Konserve tanzen eine Champagnerflasche, ein Shiitake-Pilz, eine Aubergine und ein paar Langeweiler in normaler Business-Kluft. So sieht sie aus, die neue japanische Firmenkultur. Wenn jeder nur steif im Anzug rumsitzt, sagt Takashi Suzuki, da kommt doch keine Stimmung auf. Mit so einem Pilz auf dem Kopf wird doch alles gleich viel lockerer. Außerdem ist so ein Kostüm im Winter schön warm. Wir sprechen viel mehr miteinander. Zum Beispiel, welches Kostüm ziehst du denn heute an? Und wenn wir erst mal reden, dann geht es auch schnell um die Arbeit. Alle können lachen und ich kann ein bisschen runterkommen, wenn ich im Stress bin. Ich stelle mir einfach vor, Junge, guck dich doch mal an. Du sitzt hier im Auberginenkostüm. Der Auberginenmann ist einer von 45 jungen Mitarbeitern bei Gap Rise, der Webagentur. Im Chor lesen sie die 10 Gebote ihrer Firma ab. Sehr japanisch zwar, trotzdem bricht das Unternehmen mit starren Arbeitstraditionen. Und die komischen Klamotten sollen dabei helfen. Hier haben wir eine goldene Buddha-Maske. Damit wird es surreal, nicht wahr? Schauen Sie mal. Und dann dieser gelbe Jumper zieht man direkt über die Unterwäsche. Da sehen Sie aus wie Bruce Lee in leuchtend gelb. Dieses Muskelshirt, wenn sich jemand überfallen will, lassen Sie einfach die Muskeln spielen. Dann rennt der Böse weg. Und dieses Kostüm hat gerade jemand angehabt, die Champagnerflasche, sehr beliebt. Da ploppt sogar der Korken. Wir glauben eines, wenn Sie am Schreibtisch auch mal lachen können und nicht immer nur an Pflicht und Disziplin denken, dann macht das Arbeiten viel mehr Spaß. Spaß bei der Arbeit. In japanischen Unternehmen ist das nicht immer selbstverständlich. Das Land hat enormen Reichtum erwirtschaftet, auch mit einem simplen Deal. Ein Job auf Lebenszeit, gut bezahlt. Dafür aber sollen sich die Mitarbeiter aufopfern. Überlange Arbeitszeiten, absolute Treue und bitte keine Fragen stellen. Die Firma ist deine Familie. In den Wiederaufbaujahren nach dem Krieg sind die Firmen für viele Japaner zu einem neuen Zuhause geworden, sagt der Journalist Shigeo Abe. Die Unternehmen haben Wohlstand garantiert und so ist diese hundertprozentige Opferbereitschaft entstanden. Erst jetzt in den letzten Jahren kommen Zweifel auf an dieser Arbeitskultur. Denn Japan hat 20 Jahre wirtschaftlichen Stillstand hinter sich. Und das liegt wohl auch an der besonderen Firmenkultur hinter diesen Fassaden. Lange Arbeitszeiten hinterlassen ausgepowerte Menschen. Die strikten Hierarchien verhindern überfällige Innovationen. Und es kommt noch schlimmer, Gesetze werden gebrochen. 20 Jahre lang konnte der Elektronikkonzern Olympus unentdeckt seine Bilanzen fälschen. Erst der Journalist Shigeo Abe hat den Fall durch einen anonymen Tipp angestoßen. Fast alle im Unternehmen hatten aus Treue dicht gehalten. Fast alle. Olympus hat einen Fehler gemacht, einen Geschäftsführer aus dem Ausland einzukaufen, der Brite Michael Woodford. Er hatte sich nie als Teil dieser japanischen Familie gefühlt und er hat den Skandal dann ins Rollen gebracht. Steuerfahnder rücken an. Innerhalb kürzester Zeit bringt ein Ausländer ans Licht, was die japanischen Firmenchefs jahrelang verheimlicht hatten. Durch beharrliches Fragen stellen. Olympus dankt es ihm auf seine Art und setzt Michael Woodford vor die Tür, nach nur 2 Wochen auf seinem Posten. Der Fall Olympus wurde öffentlich als Sonderfall dargestellt. Aber viele japanische Firmen pflegen eine ähnliche Kultur, meint Shigeo Abe. Da tobt ein Kampf zwischen den wenigen, die aufklären wollen, und den vielen, die noch immer alles tun, was der Vorgesetzte von ihnen verlangt. Zurück zum Shiitake-Pilz und der Aubergine. Am Abend schimmert typisch japanischer Arbeitseifer durch gemeinsames Aufräumen. Und trotzdem will die junge Firma vieles anders machen als die etablierten Unternehmen.
Wir brauchen keine Ja-Sager, sondern eigenständige Köpfe. Die Unternehmen sollten dankbar sein für solche Mitarbeiter. Denn am Ende wollen wir doch Geld verdienen. Und dafür müssen wir uns immer neu erfinden. Der Tag kann lang sein für japanische Arbeitnehmer. Erst wenn der Chef geht, dürfen auch die anderen verschwinden. Takashi Suzuki, der sonst im Pilzkostüm steckt, wünscht sich einen radikalen Wandel in den Unternehmen. Dass die starren Strukturen endlich aufgebrochen werden. Auch um mitzuhalten mit der Konkurrenz in China und Korea. Wenn sich nichts ändert, dann hat Japan keine Zukunft. Es geht dann dem Ende zu. Die jungen Leute haben das aber begriffen und ich auch. Und deshalb bin ich mir sicher, bringen wir unsere Wirtschaft irgendwann wieder auf die Beine. Ein bisschen Aufbruch in Japan. Inemuri nennen Japaner das Nickerchen in der Bahn, tief schlafen, aber rechtzeitig aufwachen. Eine schöne Überlebensstrategie nicht nur für die Arbeitnehmer, vielleicht auch für Japans große Unternehmen. Nach dieser Zeitreise ins ferne Japan begrüße ich einen Kollegen, den viele von Ihnen ganz bestimmt kennen. Dagobert Lindlau, herzlich willkommen in Ihrem Weltspiegel. Sie waren Moderator dieser Sendung und zwar für 12 lange Jahre in der Zeit von 1975 bis 87. Nachdem der Weltspiegel 63 gegründet wurde, es war ja zuerst der NDR und der WDR, die die Moderatoren stellten. Dann kam 75 Sie dazu, der Bayerische Rundfunk und der damalige Süddeutsche Rundfunk. Wie kam es, dass Sie damals Weltspiegel-Moderator wurden? Ja, wie es dazu kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich damals noch ein paar Haare mehr hatte als heute. Nein, ich habe ja auch als Reporter sehr viel im Ausland gearbeitet und da war es ganz natürlich, dass jemand, der Auslandserfahrung hatte, als Reporter dann auch moderiert hat. Das war damals sehr oft der Fall. Das ist heute manchmal arbeitsteilig, aber früher war das eben so. Wie empfanden Sie das, als auf einmal der Ruf kam, jetzt sind Sie nicht nur Reporter, sondern jetzt heißt es auch, die Sendung moderieren und damit auch die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen, die Sie sonst nur sozusagen in Anführungszeichen als Reporter kannten? Das fand ich wunderbar. Das Einzige, was nicht so schön war, war, dass man 35 Sekunden für eine Moderation hatte, auf die man sich vielleicht einen Tag oder zwei Tage vorbereitet hat. Und wie packen Sie Ihr Wissen und das Telefonat mit dem Reporter und alles zusammen in 36 Sekunden? Liebe Zuschauer, Dagobert Lindlau war aber nicht nur Moderator, sondern er sagt es eben schon als echter Vollblutkorrespondent und Journalist, auch verantwortlich für viele investigative Fernsehberichte. Er hat Bücher geschrieben und Theaterstücke. Er war Chefreporter beim Bayerischen Rundfunk in München, immer mit vollem Einsatz. Wir haben ein schönes Beispiel dafür aus dem Jahre 1967 im Archiv gefunden. Das ist San Franciscos Golden Gate Bridge. Vor ein paar Minuten hat hier ein junger Mann seinen Wagen geparkt und seinen Führerschein auf den Vordersitz gelegt und dann ist er über das Geländer gesprungen. Man hat ihn noch nicht gefunden, denn die Strömung hinaus auf den Pazifik ist ziemlich stark. Der Grund war ein sogenannter Bum Trip, ein LSD-Rausch, der nicht in schönen Erlebnissen geendet hat, sondern in panischer Angst. Die Musik, die Sie gerade aus dem Autolautsprecher hören, ist nicht zufällig. Es ist einer der vielen Hits, die hier gesungen und über Radiostationen verbreitet werden und in denen Drogen wie Marihuana und LSD verherrlicht werden. Soziologisch stammen die Hippies aus der oberen Mittelklasse. Die meisten sind überdurchschnittlich begabt. Die ordentlichen Bürger waren lange der Meinung, lasst sie doch sterben in ihrem Schmutz, wenn sie nicht mehr zu uns gehören wollen. Aber seit wohlerzogene Kinder aus den besten Familien ins Lager der Hippies gehen, fährt gelegentlich draußen ein Rolls-Royce vor und der Chauffeur bringt einen Umschlag mit Dollarnoten für die Klinik. Mitten im Hippie-Gebiet hat einer der geachtetsten Psychiater von San Francisco eine Klinik improvisiert, die sich ihrem Leben anpasst. Das ist einer seiner freiwilligen Helfer. 100 Patienten jeden Tag, durchschnittlich 10-15% davon haben Gelbsucht, ungefähr 10% haben Geschlechtskrankheiten, eine ganze Menge haben Erkältungen und ähnliche Krankheiten.
Der Golden Gate Park ist sozusagen der grüne Gürtel und das Gebiet, in dem die Hippies wohnen. Viele von ihnen wohnen sogar im Golden Gate Park, in den Büschen, übernachten hier. Sehr kalt ist und die Polizei lässt sie dabei ganz in Ruhe, denn San Francisco ist trotz allem, was man hört, die liberalste amerikanische Stadt. Es ist jetzt die Frage, wie LSD wirklich aussieht. Man kann es an sich hier an jeder Straßenecke kaufen, wenn man nicht gerade wie ein Bulle aussieht. Wir werden es jetzt einmal versuchen. Vorne sehe ich zwei, die sehen ein bisschen danach aus. Hi. Glaube. Hey, honey. Want a dollar? All right. Das Ergebnis. Das Licht halten bitte. Sind zwei Pillen. Ja. Ich sehe gerade, eine ist purpur, das heißt eine besonders starke Dosis. Und die andere ist offenbar für Anfänger. Das ist eine, die kenne ich, das ist eine schwächere Dosis, die für 6 Stunden Rausch ausreicht. Habe ich das eben richtig verstanden, Herr Lindlau? Sie kannten die schwächere Variante. Heißt das, Sie haben sie probiert? Haben Sie LSD genommen? Nein, LSD habe ich nicht genommen, auf Anraten des Psychiaters Alexander Mitscherlich. Aber ich muss sagen, es war eine wichtige Erfahrung für mich, denn ich habe fast alles andere genommen, um es auszuprobieren. Und ich mochte nichts davon. Ich wollte es nie mehr haben und mir sagt das High von Drogen überhaupt nichts. Sie bewegen sich da ja in einem Fahrzeug, das heute wahrscheinlich Kultstatus hat. Mustang. Wie war das damals? Der alte Mustang. Hm. Ja, da legten wir natürlich los, den Sunset Boulevard rauf und runter. Wir waren ja ein ganz junges Team, mich eingeschlossen, und wir wollten was sehen von der Filmmetropole. Und das kann man eigentlich nur, wenn man einen einigermaßen vernünftigen Schlitten fährt. Sie galten in der Branche vor allem aber auch als journalistischer Kampfhund, wenn man das mal so sagen darf. Was hat Sie angetrieben? Neugierde. Neugierde und wieder Neugierde, wie andere Menschen leben, wie sie handeln, warum sie handeln, wie sie handeln. Das hat mich eigentlich immer interessiert und fasziniert. Ein anschauliches Beispiel für diesen journalistischen Kampfgeist ist ein Beitrag von Ihnen aus Rumänien, den Sie im Jahr 1988 für den Weltspiegel gemacht haben. Ein Sturm der Entrüstung haben Sie damals ausgelöst. Ja, und zwar von rechts und links. Deswegen schauen wir uns den Beitrag mal an. Ja. Gottlob ist ein kleines Dorf im Banat, ungefähr 3000 Einwohner. Und eine deutsche Nachrichtenagentur hat gemeldet, dass dieses Dorf entweder schon zerstört ist oder zerstört werden wird, um mehr Anbaufläche zu gewinnen. Eigentlich haben wir gefürchtet, statt einem Dorf das vorzufinden. Und so sieht es wirklich aus. Normales Dorfleben, vielleicht etwas ruhiger. Viele Deutsche sind weggegangen, aber auch Angst gibt es. Etwas Wahres muss doch an den Schreckensmeldungen sein, die deutschsprachige Sender verbreiten. Ja, ich glaube es. Einer sagt ja, der andere sagt nein. Jetzt, wie es ihm wirklich ist, kann ich Was nicht sagen. Was glauben Sie denn? Ich glaube, das wird nicht zustande kommen. Damals hieß die Aussage Ihres Berichtes, wir sahen es eben, die Dörfer stehen noch. Und es gab einen Sturm der Entrüstung. Was war damals los? Ja, also da haben die Dissidenten, die mit Recht gegen Ceausescu kämpften, der ja wirklich eine scheußliche Diktatur dort führte, dass die etwas hochgekocht haben, was eigentlich der Versuch war, die Verelendung des Landes zu verhindern und die Landflucht aufzuhalten. Also eine Systematisierung der Dörfer, damit man besser drin wohnen konnte. Was natürlich in einem totalitären System nicht ohne Zwang vonstatten geht. Aber nicht den Charakter hatte, den die Dissidenten uns geschildert haben. Aber das Interessante war, dass die ARD, die natürlich diesen Konflikt ahnte, der Fritze Pleitgen, der damals zuständig war im WDR, der sagte mir, also dir ist schon klar, dass du das Gegenteil behauptest in dem Bericht, was die gesamte westliche Presse schreibt. Sag ich, ja, das ist mir klar. Garantierst du mir mit deinem Wort, dass es stimmt, was drinsteht? Sag ich, ja, das mache ich. Sagt er, gut, dann strahlen wir es aus. Das fand ich fantastisch eigentlich damals, dass das noch ging.
Agobert Lindlau, darf ich Sie kurz unterbrechen? Nachdem Sie das gesagt haben, würde Sie besonders freuen. Der deutsche Außenminister und der deutsche Verteidigungsminister haben Glückwünsche für uns. Weltspiegel macht neugierig auf die Welt. Und wir neigen ja in Deutschland manchmal dazu, uns sehr mit uns selbst zu beschäftigen, auch nicht zu erkennen, wie gut es uns hier in Deutschland wirklich geht. Und da ist Weltspiegel so ein Augenöffner. Diese Sendung ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk vom Feinsten. Teure Auslandskorrespondenten müssen in kurzer Zeit Außen- und Sicherheitspolitik in deutsche Wohnstuben bringen und erklären. Und das gelingt großartig. Das ist das, was öffentlich-rechtliches Fernsehen ausmacht, dass wir bei allem Interesse auch zu unterhalten, eben halt auch informieren darüber, was in der Welt passiert. Und das gehört für mich zu den Sendungen, die man eigentlich nicht verpassen sollte. Ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, die kriegt man nicht mehr raus. Das ist die Melodie natürlich. Und so weiter. Das bleibt irgendwie ein Leben lang. Also ich bin froh, dass wir die Sendung haben. Ich weiß nicht, ob man Empfehlungen abgeben darf an Intendanz und Programmdirektoren. Lassen Sie es mal nur im Programm. Dankeschön für diese Rückenstärkung von höchster Stelle. Das hören wir zwischendurch auch mal ganz gerne. Wir drehen die Weltkugel mal ein wenig weiter. Vorhin haben wir ein wichtiges ARD-Studio in Asien bereits vorgestellt. Wir haben auch schon kurz über Washington geredet. Denn seit 1951 gibt es unser Studio in Washington, das aber nicht nur über die Politik, sondern aus ganz Amerika berichtet. Es ist seither bis heute eines der wichtigsten Studios in der ARD. Wir suchen das. Da haben wir es. Okay. Und wahrscheinlich nicht nur, weil das Weiße Haus nicht weit weg ist, sondern weil es halt aus Amerika sehr viel zu berichten gibt. So ist es. Aber egal, aus welchem Studio die Beiträge kommen für den Weltspiegel, wir als Redakteure und Moderatoren freuen uns immer am allermeisten, wenn wir Reportagen über außergewöhnliche Menschen sehen. Als im Januar 2012 in den USA der Streit um das Gesundheitssystem richtig am Siedepunkt war, hat Udo Lilischkis aus dem ARD-Studio Washington für uns einen ganz besonderen Arzt porträtiert. Trefft mich um sieben, hatte der alte Doktor vorgeschlagen, seit er seine Frau in ein Altenheim bringen musste. Frühstück Dr. Cecil Walks hier alleine. Er ist ein besonderer Arzt. Als kleiner Junge habe ich von Albert Schweitzer gelesen, erzählt Cecil. Der wurde mein großes Vorbild. Und als Arzt habe ich nie jemanden abgewiesen, ob er nun Geld hatte oder nicht. Hier im Industriegürtel von Ost-Texas gibt es viele Lungenleiden und Krebs, meint Cecil, aber jeder Vierte ist hier ohne Krankenversicherung. Die Leute dürfen einfach nicht krank werden, die müssen arbeiten, um zu überleben. Hafenarbeiter, Pizzabäcker, Millionen haben nicht einmal Anspruch auf die staatliche Gesundheitsfürsorge. Sie kommen hierher. Er ist für viele die letzte Hoffnung. Cecil hat vor 24 Jahren seine Privatpraxis aufgegeben, um für ein kleines Festgehalt der Bezirksklinik seinen Albert-Schweitzer-Traum wahrzumachen. Die schweren Fälle versucht er an Kliniken zu vermitteln. Doch Wirtschaftskrise und zynische Politiker zwingen ihn jetzt immer öfter, Menschen tatenlos beim Leiden und Sterben zuzuschauen. Paul Senegal ist einer von ihnen. Vor zwei Jahren hatte der kräftige End-30er noch einen Job als Hafenarbeiter. Er war kerngesund. Doch dann begannen seine Beine zu zittern. Ein Nervenleiden. Doktor, ich konnte doch beim letzten Besuch zumindest noch auf meinen Beinen stehen. Das geht auch nicht mehr. Können Sie gar nicht mehr stehen? Die kurze Vorführung beantwortet alle weiteren Fragen. Seit zwei Jahren kann Dr. Walks keinen Facharzt überreden, zumindest die Ursachen des Nervenleidens zu finden. Paul ist mit seinem Rasenmäher zur Klinik gekommen. Seine Schwester hat ihm $2 für Benzin zugesteckt. Er hat ein Auto, aber die Krankheit lässt Paul langsam erblinden. Er findet das Schloss kaum. In der Kaffeedose sind seine wichtigsten Dokumente. Die hat er immer dabei. Pauls weiterem Verfall müssen sie hier hilflos zusehen.
Fachärzte und Kliniken weigern sich immer öfter, ihre bedürftigen Patienten für die kleinen Regelsätze zu behandeln. Die US-Bürger wissen gar nicht, dass es so viele Arbeiter gibt, die überhaupt keine Versicherung haben, denen absolut niemand hilft. Tatsächlich, jeden zweiten hilfesuchenden Patienten muss auch Dr. Walks ablehnen, denn das Fürsorgeprogramm des Bezirks ist nur für die Allerärmsten. 20% der Armutsgrenze. $191 im Monat. Sogar einer Familie, die nur $500 verdient, würde er also nicht helfen können? Es ist ein zynisches System. Er mag nicht mehr darüber reden. Paul braucht 40 Minuten für den Weg nach Hause. Er hat sich selbst die Garage seiner Schwester ausgebaut, als er noch Auto fahren und arbeiten konnte. Seine langjährige Partnerin lebte hier mit ihm, Freunde schauten vorbei. Doch dann kam diese mysteriöse Krankheit, die sein Leben veränderte. Und seitdem ist er 24 Stunden in diesem Raum gefangen, lebt und schläft auf dieser Couch. Es ist einsam geworden, niemand besucht ihn jetzt mehr. Es riecht im Zimmer. Das ist meine Urinflasche. Zur Toilette im ersten Stock schafft er es nicht mehr ohne Hilfe. Doch seine Schwester will er nicht belasten mit seiner Krankheit. Sie hat eigene Sorgen. Und die Freundin hat er selbst weggeschickt. Ich kann doch nicht von ihr verlangen, hier zu leben. Ich sagte, such dir einen anderen, der für dich sorgen kann. Was steht in diesem Brief hier? Ich soll ihn wohl zurückschicken, aber ich kann doch nichts mehr lesen oder schreiben. Die Ablehnung seiner Behindertenrente. Die Behörde fordert Diagnosen, genau die also, die ihm Ärzte bisher verweigerten. Ich will einfach wieder normal sein. Ich schäme mich so für mich selbst. Port Arthur. Nachmittags kommt Dr. Walks hierher, in die zweite Bezirksklinik. Sie hat Hepatitis C, doch niemand zahlt die teuren Medikamente. Auch in dieser Klinik kann der Arzt, der Albert Schweitzer bewundert, nicht viel mehr tun als diagnostizieren und trösten. Die meisten seiner Patienten sind arm, aber nicht arm genug. Das hier müsste ziemlich schnell entfernt werden. Es hat sich über ein Jahr hinweg entwickelt. Das ist bedrohlich, das macht uns Angst. Ihr Problem ist, zusammen verdienen sie zu viel für unser Programm. Wir müssten uns scheiden lassen. Ich mache mir solche Sorgen um meinen Mann. Wir sind seit 22 Jahren verheiratet, katholisch, und ich will mich nicht scheiden lassen, nur damit mein Mann die medizinische Hilfe bekommt, die er braucht. $1,000 hätte die Entfernung des Melanoms vor einem Jahr gekostet. $1,000, die niemand zu zahlen bereit war. Dr. Walks weiß, dass es jetzt vermutlich zu spät ist. Ein Todesurteil. Wie hält er solche Situationen aus, wollen wir wissen, Tag für Tag hilflos zuschauen. Es gibt einfach nicht viele Ärzte, die diesen Job machen wollen, also komme ich weiter her. Wie alt ist er? Da weint auch der Doktor. 76 ist er, viel zu alt, aber er will seine Patienten nicht im Stich lassen. Wir suchen eine Lösung. Ob Sie ihm das noch glauben, Sie waren schon so oft hier. Dienstende. Fast. Seit Monaten hat Dr. Walks versucht, einen Patienten zu kontaktieren, bei dem vor über einem Jahr Darmkrebs diagnostiziert wurde. Nach all dieser Zeit habe ich Angst, dass, wenn es zu spät behandelt wurde, der Krebs inzwischen seine Lymphknoten und andere Organe befallen hat. Sie suchen das Haus des Mannes. Ist er vielleicht schon gestorben? Auch für ihn hatten sie vergeblich nach einem Platz in einer Krebsklinik gesucht. Doch weil er Behindertenrente bekommt, zahlt ihn niemand für seine Operation.
Er ist es. Horace lebt. Als sein bösartiges Geschwür damals aufbrach, erzählte er, wäre er fast verblutet. Jetzt kam er in die Klinik. Jetzt mussten die Ärzte ihn retten, laut Gesetz, mit einer Notoperation. Die sagten, das sei aber alles, was sie für mich tun konnten und dass mein Fall unheilbar ist. Sie haben zwar sofort operiert und zunächst mein Leben gerettet, aber sie geben mir nur noch 3 Monate. 6'3. Er ist 63 Jahre alt, das ist doch kein Alter. Irgendwie hätten sie ihm doch helfen müssen. Das ist wieder so ein typischer Fall, wie wir sie dauernd haben. Die Ärzte, zu denen Horace damals ging, als ein Eingriff ihn noch retten konnte, verlangten $300 für die erste Untersuchung. Schon die hatte er nicht. Die Notoperation jetzt, als alles zu spät war, kostete 60.000. Horace hatte von Anfang an keine Chance. Und Dr. Cecil Walks hat zwar das große Herz seines Vorbilds Albert Schweitzer, doch das lässt ihn nur noch mehr leiden an diesem zynischen Gesundheitssystem. Dank der großzügigen Spenden unserer Zuschauer konnte Dr. Walks viel für seine armen Patienten tun. Aber Weltspiegelberichterstattung heißt natürlich auch, den Mächtigen dieser Welt auf die Finger zu schauen. Da interessieren nicht die Selbstbespiegelungen der PR-Agenturen, sondern wir wollen hinter die Kulissen schauen. Oft ist das ganz schön schwierig. Aber Ina Ruck hat im Herbst 2010 in Russland einen echten Volltreffer gelandet, als sie Wladimir Putins PR-Maschinerie aufs Korn nahm. Doch zunächst stellen wir Ihnen kurz unser ARD-Studio in Moskau vor. Kutuzovski Prospekt, Haus 7-4, das ist die Adresse des ARD-Studio Moskau, seitdem es hier in Moskau ein ARD-Studio gibt. Und das ist lange, seit den tiefen Sowjetzeiten. Schon in den 50ern kam der erste Korrespondent her, der hieß Gerd Ruge und war überhaupt der erste ausländische Korrespondent, der in Moskau akkreditiert wurde. Wir haben also Tradition. Und ein bisschen sowjetisch sieht es hier immer noch aus, nicht gerade die schickste Adresse, aber dafür eine mit Aussicht. Schräg gegenüber liegt der Regierungssitz, das Weiße Haus. Und direkt vor unserer Tür rast täglich Wladimir Putin vorbei, auf dem Weg in den Kreml. Längst nicht nur über Politik berichten wir. Heide Rasche vom Hörfunk kennt sich jetzt auch mit Meteoriten aus. Der Meteoroid hat insgesamt einen Sachschaden von 1 Milliarde. Die 3 Korrespondenten für Radio und Fernsehen, dazu Kamerateams, Techniker, Producer, Cutter, fast 40 Mitarbeiter, die meisten sind Russen. Dass alle gleichzeitig hier sind, kommt niemals vor. Immer ist irgendwer irgendwo auf Reisen. Das ist Russlands berühmtestes Auto. Ein Lada, Modell Kalina Sport. Mit exklusiv ausgestattetem Salon. Alles in schickem Gelb, sagt der Reporter. Komplett vaterländische Produktion. Wir sind nicht in einem Werbefilm, sondern in den Hauptnachrichten des russischen Fernsehens. Selbst die Musikauswahl wird vorgestellt. Die Beatles, russischer Rock und Volksmusik. Und das ist Russlands berühmtester Fahrer, Wladimir Putin und der gelbe Kalina, ein Roadmovie aus Sibirien. Der Regierungschef fährt durch sein Land, über die neue sibirische Autobahn, 2000 Kilometer. Und das Fernsehen ist immer dabei. Manchmal dürfen Journalisten einsteigen und Putin erzählt, wie gut er den Kalina findet. Auch die neue Autobahn sei gelungen. Abend für Abend laufen diese Bilder in den Nachrichten fast eine ganze Woche lang. Die neue Trasse ist das letzte Teilstück der Ost-West-Autobahn quer durchs ganze Land. Hier im Osten Sibiriens verläuft sie parallel zur transsibirischen Eisenbahn. Mit dem Auto kann man es jetzt in gut 2 Wochen bis nach Moskau schaffen. Aber Moskau ist gefühlt weiter als der Mond. Autos sind selten und wenn man eins trifft, dann meistens ein japanisches Modell. Japan ist nah und gebrauchte Autos von dort sind selbst nach 20 Jahren noch besser als jeder russische Neuwagen, sagen die Leute hier. Auch bei Vadim ist das Steuer rechts. Die neue Autobahn findet er sehr praktisch, aber sie kommt zu spät, sagt er.
Hier fährt doch keiner mehr. Früher gab es hier lange Kolonnen mit Gebrauchtwagen. Wir haben doch alle selbst Autos aus Japan geholt. Hier hat jeder damit gehandelt. Aber das ist vorbei. Sie haben die Zölle erhöht, damit die Leute russische Autos kaufen. Der Handel lohnt nicht mehr. Vadims Geländewagenclub trifft sich an jedem Wochenende. Dann geht's runter von der Straße, rein ins Gelände, rein in den Dreck, wie sie das nennen. Manchmal sind sie 2 Tage unterwegs in der Taiga und manchmal bleiben sie schon in der ersten Pfütze stecken. Unter der Woche arbeiten sie alle in Chita, der nächsten größeren Stadt. Sie sind Unternehmer, Berufssoldaten, Handwerker. Ein bisschen draufgängerisch, ein bisschen risikofreudig, ein eingeschworener Club. Und bis vor kurzem dachten sie, der Putin, das ist ein Kerl genau wie wir. Deshalb hatten sie sich hier an die Straße gestellt, als Putin unterwegs war und auf ihn gewartet. Im Fernsehen hatten sie gehört, dass er anhält und mit den Leuten redet. Die Autobahn war komplett gesperrt, erzählen sie. Es war gar nicht so einfach, hierher zu kommen. Die haben mit Bulldozern sogar die Waldwege umgegraben und überall Wälle aufgeschüttet, entlang der ganzen Trasse, damit bloß keiner zu nah rankommt. Wir haben ja bis zuletzt gehofft, dass er anhält. Wir hatten Tee fertig und den Grill aufgebaut. Wir dachten, vielleicht können wir ihn einladen. Stattdessen kommt plötzlich so ein junger Mann aus dem Wald, im schwarzen Anzug und mit einem Funkgerät. Der war völlig entsetzt, dass wir hier standen. Und dann hat er uns Anweisungen gegeben. Wegschicken konnte er uns ja nicht mehr. Im Wald sind Scharfschützen, hat er gesagt. Keine abrupten Bewegungen, Arme unten lassen, bloß nicht winken. Und keine Kameras. Gefilmt haben sie doch, mit dem Telefon. Und ohne ihr kleines Video hätte wohl niemand erfahren, mit welchem Gefolge der gelbe Kalina unterwegs war. Mehr als 100 Begleitfahrzeuge haben sie gezählt. Übrigens fast alles teure ausländische Modelle. Und dass da nicht nur ein gelber Kalina war, sondern für alle Fälle noch ein zweiter, das hätte auch niemand erfahren. Und dann kam sogar noch ein Dritter auf dem Abschleppwagen. Der ist ja schon kaputt. Über ihr Internetvideo lacht längst halb Russland. Aus Moskau verirrt sich selten jemand in diese Gegend. Erst recht keiner der Mächtigen. Der letzte war Zar Nikolaus II. Vor 100 Jahren war der hier, erzählen sie im Dorf Aksjonovo-Silova. Dementsprechend ist der Empfang für den gelben Kalina. Das Fernsehen ist dabei. An den Besuch eines Zaren erinnert die Szenerie auch diesmal. Viel anders dürfte es damals nicht zugegangen sein. Das Volk trägt seine Sorgen vor, der gute Zar hört zu. Die Wasserpumpe sei kaputt, sagen sie. Überhaupt werde seit Jahren gar nichts mehr repariert hier. Putin kümmert sich. Von der gemütlichen Runde im Garten der Familie Nikolajew werden die Nachbarn noch lange schwärmen. Ich denke, wir nehmen ihr Dorf in das Hausbauprogramm auf. Dann bekommen sie viel Geld. So viel Geld, dass alle Probleme gelöst sind. Sie werden den Ort schon in 2 Jahren nicht wiedererkennen. Dabei leben sie hier auch nicht schlechter als anderswo in der Gegend. Das Wasser holen sie aus dem Brunnen, geheizt wird mit Holz. Doch jetzt bekommt Aksjonovo-Silova eine Schwimmhalle und ein nagelneues Sportzentrum. Und die Schule wird auch renoviert. Glück gehabt, sagen sie hier. Putin hätte schließlich auch in einem anderen Dorf halten können. Die Nikolajews, in deren Garten Putin war, sind jetzt selbst berühmt. Und jedem, der sie danach fragt, zeigen sie ihr neues Ausstellungsstück. Die Lokalzeitung war schon da, das Fernsehen sowieso. Und Albina Nikolajewa spult ihren Text längst völlig routiniert ab. Auf diesem Bänkchen saßen wir. Wladimir Putin und ich. Er ist so gesellig und gutmütig, ein ganz einfacher Kerl. Und wenn man es nicht wüsste, man würde nicht glauben, dass er Regierungschef ist. Wenn es nach ihnen ginge, wäre Putin sowieso längst wieder Präsident. Die Herzen in Aksjonovo-Silova hat er im Sturm genommen.
Putin ist längst wieder unterwegs, anderswo nach dem rechten Sehen. Die Lada Kalina übrigens ist ausverkauft. Und zwar auf Monate. Eine klasse Story und ich freue mich, dass die klasse Frau, die sie gemacht hat, heute auch mit uns das Weltspiegeljubiläum feiert. Ina Ruck, herzlich willkommen. Ina, Putin hat euch also nicht eingeladen, ihn auf dem Wahlkampf zu begleiten, oder wie war das? Nee, hat er nicht, hat er tatsächlich nicht. Das kommt selten vor. Er inszeniert sich ja gerne in solchen Situationen. Da sind dann immer nur ausgewählte russische Leibkameraleute dabei, die ihn dabei filmen dürfen, wie er Tiger jagt oder mit den Kranichen fliegt, aber sicher nicht die ARD. Die ist nicht wichtig genug? Ja, genau. Die ausländischen Medien, nicht nur wir, sondern grundsätzlich die ausländischen Korrespondenten, sind in der zweiten Reihe aus Sicht des Kreml. Wichtig sind die eigenen. Du ziehst ja in dem Beitrag eine direkte Linie vom Zaren zu Putin. Hat das russische Volk so eine Sehnsucht nach dem starken Mann immer noch? Das sagt man immer so und damit erklärt man immer, dass es so ist, wie es ist. Und man sagt, die sind nicht demokratiefähig, die brauchen den starken Führer. Ich glaube, das ist so nicht. Natürlich sind sie noch nicht so weit. Sie haben auch keine Tradition eines Systems, in dem sie nicht den starken Mann hatten. Aber ich glaube, das mit der Sehnsucht wird so ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, die wären genauso fähig, eine Demokratie zu bilden, wenn man sie denn richtig ließe. Du warst ja schon sehr oft und sehr lange in Moskau. Auch zu Zeiten von Gerd Ruge sind Reporter wie Gerd Ruge und Dagobert Lindlau Vorbilder für dich, journalistisch? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe als Kind, ich bin auch so ein Mensch, die schon sehr früh angefangen hat, Weltspiegel zu sehen und Nachrichten zu gucken, zum großen Erstaunen meiner Eltern, die sich dafür gar nicht so interessierten. Und natürlich sind das Vorbilder gewesen und natürlich besonders Gerd Ruge, weil der hat natürlich noch gerade in dem Gebiet gearbeitet, was mich interessiert hat. Und dieses sich selbst zurücknehmen und sich selber nicht so wichtig nehmen und nicht in jedem Bild rumlaufen und nicht sagen, ich sehe die Welt so, sondern einfach die Leute sprechen lassen, sich für die Leute interessieren, das ist was ich ganz toll finde und was man nicht so häufig sieht. Eins gab es ja zu Ruges Anfangszeiten noch gar nicht, das Internet. Ist das für euch heute eine große Errungenschaft, gerade in solchen Ländern, in denen sich die Opposition schwer tut? Es ist vor allem immens wichtig. Also ich verbringe ungelogen 2 bis 3 Stunden jeden Tag damit, die russischen Blogs und Seiten zu lesen. Man erfährt plötzlich Dinge aus dem weiten Russland und auch aus anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, an die man früher gar nicht so rankam, an die Informationen. Und da passiert das Leben, da organisiert sich die Opposition. Klar, das ist ganz, ganz wichtig geworden. Auch deine Quellen. Auch meine Quellen. Also die Jungs mit dem gelben Lader hätten wir ohne Internet natürlich nie gefunden, klar. Danke, Ina. Wir sprechen nachher gleich noch in der größeren Runde weiter. Das Internet wird für uns Fernsehmacher hier in den Heimatredaktionen auch immer wichtiger als Verbreitungsweg für unsere Sendungen. Der kleine Imagefilm, den wir vorher über das ARD-Studio Moskau gesehen haben, den können unsere Zuschauer zum Beispiel auf der Weltspiegelseite anklicken. Und nicht nur das. Facebook, Social Media und Co., das alte Schlachtroß Weltspiegel, ist im Netz gar nicht von vorgestern. Weltspiegel im Web 2.0. Das heißt zum Beispiel Fernsehen, wann und was ich will. Und das als Podcast auch unterwegs. Hinterher den Lieblingsfilm bewerten oder kommentieren. Weltspiegel im Internet ist sowas wie der Bonustrack zur Sendung. Da lernt der Korrespondent den Gangnam-Style und zwar von Weltstar Psy persönlich. In Videoblogs erzählen Korrespondenten, was neben den Nachrichten noch so passiert. Und in den Studioporträts lassen sich die Teams bei der Arbeit über die Schulter schauen. Im Fernsehen wird er 50, auf Twitter ist der Weltspiegel noch jung. Das Stichwort allerdings gibt es schon lange. Also die Geschichte der Facebook-Seite des Weltspiegels muss ich jetzt mal kurz erzählen. Vor ungefähr 2 Jahren war ich privat auf Facebook unterwegs und plötzlich kam die Meldung rein, willst du ein Fan des Weltspiegels werden? Klar, dachte ich, bin ich ja schon, ist ja unsere eigene Sendung. Aber wer fragt mich da? Wer betreut eigentlich diese Facebook-Seite des Weltspiegels? Wir haben uns dann im Kreis der Redakteure unterhalten und wir in Stuttgart dachten, vielleicht sind es die Kölner Kollegen, die wiederum dachten, es wären die Hamburger. Ende vom Lied, es war keiner von uns, sondern die Facebook-Seite ist von einem echten Fan gegründet worden. Er ist momentan beruflich in den USA unterwegs und deshalb bin ich jetzt über Skype mit ihm verbunden. Hallo Martin Schäfer in Los Angeles. Hallo, Moka.
Martin, wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen, eine Weltspiegel-Fanseite auf Facebook zu gründen? Also ich bin schon sehr, sehr lange Fan der Sendung Weltspiegel, seit ich so 10-12 Jahre alt bin, immer im Fernsehen. Und dann kam das irgendwann auf mit der Social-Media-Geschichte. Und irgendwann gab es auch diese Seiten. Und dann dachte ich mir, Mensch, es gibt keine Weltspiegelseite bei Facebook und ich wollte Leute darauf aufmerksam machen, dafür sensibilisieren, gerade junge Leute, die auch in den sozialen Medien unterwegs sind. Und habe dann gedacht, dann mache ich es halt einfach. Und bin dann zur Tat geschritten und habe sie dann irgendwann auch übergeben. Unsere Online-Kollegen haben ja nach dem Urheber der Seite geforscht eine Weile und dann haben Sie sich gemeldet und inzwischen wird die Seite von redaktioneller Seite aus betreut, hier aus München. Sind Sie damit zufrieden, wie wir Ihr Werk fortgesetzt haben? Ja, absolut. Also das war immer mein Ziel, dass es eigentlich irgendwann mal vielleicht die offizielle wird. Ich habe mir das aber nie erträumt sozusagen. Das haben sie sehr gut gemacht. Jetzt sind es über 25.000 Fans. Es ist implementiert auf der Seite, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Und sehr gut. Ja, gefällt mir sehr gut. Über 25.000 Fans, sagen Sie. Wie sehen Sie eigentlich die Zukunft des Weltspiegels? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche, dass es den Weltspiegel weiterhin gibt natürlich, weitere 50 Jahre hoffentlich, dass ich den mit meinen Enkeln vielleicht sogar noch schauen kann. Und deshalb war es eben auch ein Wunsch von mir, den ein bisschen moderner zu gestalten und das ihn weiter voranzubringen, dass er eben aktuell bleibt auch. Ne? Ich wünsche dem Weltspiegel alles Gute weiterhin. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Danke, Martin Schäfer nach Los Angeles. Sehr gerne. Wir haben hier übrigens auch im Studio Kollegen aus unserer Online-Redaktion sitzen, die ständig ihre Fragen und Kommentare sammeln. Die Kamera zeigt sie uns jetzt gerade mal. Die ganze lange Nacht über sind sie für die Internet-User bereit und arbeiten an der Sendung mit. Wann immer Sie eine Frage hier zu uns ins Studio stellen wollen, einfach entweder auf der Weltspiegel-Seite oder bei Facebook posten oder twittern. Die Kollegen drüben reichen uns dann die Fragen weiter. Wer sich im Netz an unserer langen Weltspiegelnacht beteiligt, kann übrigens auch was gewinnen. Die zwei glücklichen Sieger aus unserem Gewinnspiel dürfen nach London reisen und unser dortiges ARD-Studio exklusiv besuchen. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt's jetzt hier im Film. So sehen Sie uns, wann immer aktuell hier was passiert in London. Was Sie aber nicht sehen, ist, dass das hier gar nicht Big Ben ist, sondern einfach eine grüne Filzwand, die im Übrigen regelmäßig gebügelt werden muss, damit sie überhaupt funktioniert als Projektionsfläche. Und hinter dieser Kamera steht gewöhnlich Erik, unser wirklich fantastischer Kameramann. Wenn ein bisschen mehr Zeit ist, dann gehen wir aber auch raus mit den Schalten. Ganz sicher raus gehen wir immer für die Aufsager der Tagesschau, wie hier zum Beispiel mein Kollege Frank Jahn. Der Unmut der Briten wächst. Die kleinen Leute sehen nicht ein, dass sie für die Finanzkrise zahlen sollen, die sie nicht verursacht haben. 1 to 5 mit Coldplays in dieser kleinen Sackgasse Bodensee. Und produzieren hier im Schnitt mehr als 1600 Sendeminuten pro Jahr. Gedreht wird hier übrigens mittlerweile auf Discs und damit geht man dann in den Schneideraum zu Andrea zum Beispiel, eine unserer beiden Cutterinnen, die das Ganze dann liebevoll zusammenschneidet. Meist arbeiten wir parallel und nebenan ist das Stück schon fast fertig. Hier residiert Chris, unser lokaler Cutter, seit mehr als 30 Jahren bei uns. Das Herz eines jeden Auslandsstudios aber sind die lokalen Producer und so ist das auch bei uns. Senior und Chefproducer Robert Green, der seit über 40 Jahren hier ist und noch immer nicht zum Zyniker geworden ist, obwohl er immer noch kein Deutsch spricht. Wir alle verdächtigen dich aber, dass du alles verstehst. I do when it's useful to understand it, but sometimes I don't need to, so I don't bother, but yes I do. I knew it. Und last but not least, ja, das Rote Buch der Macht, geführt von Julian und Christina, die die gesamte Organisation im Blick haben, die Drehs abrechnen, die Leitungen bestellen, all die Dinge, Lächeln dabei, die wir Korrespondenten mehr als gerne abgeben. Wir geben jetzt auch etwas ab, und zwar die Fragen unserer Zuschauer aus dem Internet hier an unsere schöne Gesprächsrunde. Diese Fragen gehen natürlich in erster Linie an unsere prominenten Gäste Dagobert Lindlau, Ina Ruck und Gerd Ruge. Aber Sie können natürlich auch Bernhard Wabnitz oder mich was fragen. Eine erste Frage habe ich schon mal mitgebracht. Sie kommt von Christine Rudorf und geht an Gerd Ruge. Haben Sie das Gefühl, mit Ihrer Arbeit etwas positiv bewegt zu haben oder sehen Sie sich nur als Informationsüberbringer?
Oh mein Gott, ja, ich hoffe, dass man ein bisschen was bewegt hat. Als Informationsüberbringer wäre ich schon ziemlich zufrieden, wenn man viel Informationen rüberbringen kann und wirklich den Leuten das gibt, worauf sie Schlüsse ziehen können, was sie verstehen können, was ihnen ihr Weltbild durchsichtiger macht und ihnen die Entscheidung erleichtert, dann ist es eigentlich schon ganz schön. Das ist gar nicht so wenig. War ich damit schon ganz zufrieden, aber alles andere nehmen wir natürlich gerne hin, wenn wir sonst noch was verändert haben. Robert Lindlau, ein Zuschauer möchte wissen, ob Sie schon mal an einer Geschichte gescheitert sind, ob Sie Angst hatten. Naja, Angst hat man öfter, aber gescheitert sind wir am indisch-chinesischen Krieg, den es nie gab. Das war vor 50 Jahren und fand in den Zeitungen statt und damals war es noch nicht üblich, dass hunderte von Fernsehteams auf Schlachtfeldern herumlatschten. Also wir waren die Einzigen, die nach Indien flogen, um diesen Krieg in der Gebirgskette des Ladakh zu drehen. Aber die indischen Kampfjets standen eingemottet am Flugplatz in Delhi. Es gab keine Verwundeten, gab keine Gefangenen. Und das Oberkommando der indischen Streitkräfte sagte in jeder Pressekonferenz kein Kommentar bei Fragen nach Ort und Zeit. Das heißt, diesen Krieg gab es nicht. Dann trafen wir eine Geologenkommission, die den Grenzverlauf, um den es ging, prüfen sollte und die sagte uns, bleibt weg, weil wir haben auch nur Wölfe gesehen. Krieg gibt es keinen. Daraufhin flogen wir wieder nach Hause. Natürlich hatten wir von da an den Ruf weg, dass wir zu feig waren, an die Front zu gehen und die Kantinenhocker in Freimann, die sagten natürlich, na die Hosen haben sie voll gehabt. Ich musste einiges anstrengen, um den Ruf wieder loszuwerden. Das Wichtige heißt es dann aber wirklich selbst vor Ort gewesen zu sein. Das heißt, die Dinge in Augenschein zu nehmen. Ja, genau. Das war's und da war nichts. Ich habe hier noch eine Frage von einem Internet-User, der nennt sich Kai Weltspiegel-Kommentar. Die geht an Ina Ruck. Zum Putin-Bericht mit dem Auto. Werden die Korrespondenten für diese Art der Berichterstattung gemobbt? Kommen sie dann hinterher schlechter an Infos? Ich glaube, der Kreml ist es gewöhnt, dass die ausländischen Korrespondenten ihn kritisieren und solche Dinge auch aufdecken. Gemobbt werden wir sicher nicht. Der Zugang zu Informationen ist schwieriger geworden, als es schon mal war, als es unter Jelzin war. Manchmal muss man sich Sorgen machen um die Menschen, wie zum Beispiel in dem Film diese jungen Blogger, die manchmal nicht wissen, dass sie sich vielleicht doch gefährden, wenn sie solche Dinge einfach offen uns erzählen. In dem Fall, denke ich, konnte man das gut verantworten, dass man sie gezeigt hat. Aber es gibt auch Situationen, wo wir Menschen nicht zeigen, also weil wir denken, wir gefährden sie. Das heißt, das Mobbing-Problem haben eher die Russen, die sich bereit erklären, uns Interviews zu geben, als dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Umgekehrt geht die Frage von Thea Drossel an Herrn Ruge und Herrn Lindlau. Haben Sie durch eine Ihrer Reportagen schon mal ein Leben gerettet? Ich glaube nicht, dass ich einen Einzelfall nennen könnte, wo ich ein Leben gerettet habe. Was wir gemacht haben, was mir auch sehr wichtig war, mehr als sozusagen private Hilfsaktionen, um die es da geht, dass man Leuten hilft mit Informationen, Leute, die Bücher geschrieben haben, die Bücher nicht ins Ausland bringen können zur Veröffentlichung, Leute, die Geschichten brauchen, mit denen sie weiterarbeiten können. Also diese Arbeit von Intellektuellen und Kollegen zu fördern. Das finde ich war mir immer sehr wichtig. Dass man ein Einzelleben rettet, ist selten. Wenn sich das anbietet. Das ist wieder so ein Fall von klassischem Understatement. Es geht um Pasternak, berühmter russischer Schriftsteller, dessen Buch sich sicher nicht ohne sie in Westen hätte erscheinen können. Ja, auch, zumindest. Ja. Also wir reden von Dr. Zhivago. Also, wir hatten ja manche Fälle, in denen wir Leuten irgendwie weiterhelfen konnten, die sich dann auch im Grunde irgendwann für uns ausgezahlt haben. Also die Leute, die auf der Kippe waren in der letzten Phase der sowjetischen richtigen Macht, denen hat man helfen können manchmal, indem man ihre Artikel, ihre Sachen brachte, indem man ihnen selber Informationen gab, weiterhin in schwierigen Situationen. Und dann nachher, als es umkippte, bei dem großen Putsch, da hatte man plötzlich eine ganze Reihe von Leuten, die nun bereit waren, uns zu helfen. Macht das auch die Freude am Beruf aus, sowas bewirken zu können? Ja, das macht natürlich Freude. Ne? Und das war ja an sich während der Putsch gewesen ganz spannend. Morgens um 7 kam die Nachricht, Putsch und so weiter, die Panzer rollten rein. Wir waren völlig überfordert mit allem. Mit einmal kamen also alle möglichen Leute an, von Russen auch. Eine Moderatorin, die vorher abgeschossen worden war, die aber uns schon ein bisschen geholfen hat und wir hatten ihr
das Leben, weitere Leben ermöglicht, indem sie für uns Filme machen konnte, was uns verboten war. Aber immerhin. Dann kamen die an und mit der haben wir das einzige Jeltsin-Interview eigentlich gemacht, das während des Putzes gemacht wurde. Und ähnliche Sachen, das gibt es schon. Und außerdem kamen andere natürlich auch an, Ina Rupp kam. Die nächste Frage geht ja auch an Ina Rupp, sie passt zum Thema. Sie ist von Sven Hoffmann. Mhm. Er möchte wissen, wie schwer ist es in Diktaturen, eine ehrliche und nicht staatsfreundliche Meinung hören zu können? Und wie gehen Sie mit der Angst der Interviewten vor der Staatsmacht um? Das eine habe ich eben ja schon einigermaßen beschrieben. Russland ist keine Diktatur. Da muss man noch mal ganz klar schon sagen, da ist also so schlimm ist es nun nicht. Es ist ein autoritär gelenkter Staat. Es gibt die Möglichkeit, sich zu äußern. Mittlerweile immerhin im Internet, in vielen Zeitungen. Wir haben andere Länder in unserem Berichtsgebiet, wo es noch gefährlicher ist. Weißrussland, da treffen wir uns zum Teil mit Informanten, mit nach abenteuerlichen Versteckspielen und Verabredungen ohne Involvierung eines Telefons, wo man sich wirklich über verschiedene Menschen verabredet, dann in irgendeinem unkenntlich gemachten Auto trifft und die Menschen dann interviewt, so dass es nicht klar ist, wo man sie interviewt hat. Weil wir ganz klar wissen, wir gefährden, wenn wir zu viel über sie preisgeben. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Da ist man auch sehr gefordert in der eigenen Urteilskraft. Und manchmal muss man eine ganz tolle Story dann auch sein lassen, weil man weiß, wenn man sie machen würde, würde man jemanden gefährden. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Hm. Nach dieser ernsten Runde kommen wir zu etwas ganz anderem. Nämlich es wird an uns die Frage gestellt, was denn auf Drehreisen alles so schief gehen kann und was unsere Korrespondenten nie vergessen werden. Wir haben mal ein paar Pleiten, Pech und Pannen zusammengestellt. Nein, jetzt höre ich gerade, die Leitung steht doch. In diesem Sinne, Thomas Aders live in Copiapó. Guten Abend. Wie haben die eingeschlossenen Männer im Bergwerk denn auf diesen ersten Durchbruch reagiert? Gibt es da schon Reaktionen? Nein, wie Sie sehen, Affentheater in der Affenhitze. Für Buddhisten und für Hindus sind Affen durchaus ein klein bisschen heilig. Man findet Affen in Tempeln und an Pagoden. Wir stellen vor, die Menschen in der Stadt der Affen. In Warschau ist unser Korrespondent Ulrich Adrian zugeschaltet. Herr Adrian, wie überraschend kam denn die Kaczynski-Entscheidung? Also für mich kam sie überhaupt nicht überraschend. Die Conti würde dann schnell Giuseppe, ja? So, läuft's wieder? Wenn ich jetzt also ihn angreifen will und zu ihm sage Geld oder das Leben, dann schießt er... Herr Liliszkis kann uns leider nicht hören. Wir versuchen innerhalb der Sendung natürlich nochmal zu ihm zu schalten und machen weiter mit. Aber ich sehe kein Bild, ich sehe Werbung hier. Entschuldigung. In kaum einem anderen Land Asiens ist so viel traditioniert. Lustig ist das Korrespondentenleben, aber nicht immer. Denn wann sind Auslandskorrespondenten gefordert? Oft lautet die Antwort, wenn es irgendwo knallt. Naturkatastrophen, Krisen, Konflikte und eben manchmal auch Kriege. Die gibt es auf unserer Weltkugel an vielen Orten, besonders aber häufig aber hier im Nahen Osten. Im ARD-Studio in Kairo ist die Krise in den letzten 50 Jahren zum Dauerzustand geworden. Kriege und Bürgerkriege prägen unser Bild vom Nahen Osten. Das jüngste Beispiel ist Syrien. Wie können unsere Korrespondenten da eigentlich arbeiten? Viele Zuschauer wollten das gerne mal sehen und haben uns um einen Blick hinter die Kulissen gebeten. Volker Schwenk zeigt uns jetzt, wie sein Team arbeitet in einer aktuellen Reportage aus dem syrischen Rebellengebiet. Hier beginnt das freie Syrien. Grenzübergang Bab al-Salameh. Seit 19. Juli 2012 hat Damaskus hier nichts mehr zu sagen. Jürgen, der Kameramann, lädt unser 35 Kilo schweres Sicherheitspaket aus. Schusssichere Westen.
Das freie Syrien ist Kriegsgebiet und das Erste, was wir hier tun müssen, Kaffee trinken. Man kann nicht einfach so drauf losfilmen. Die Kämpfer der Freien Syrischen Armee wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ohne Alia, unsere Producerin, ginge gar nichts. Sie kommt aus Jordanien, übersetzt und fragt für uns, kennt Land und Leute. Informationen sammeln und Vertrauen schaffen, das passiert beim Kaffeetrinken. Erst danach kann man filmen. Mohammed ist unser sogenannter Fixer. Selbst Syrer aus dem Norden kennt die Gegend wie seine Westentasche. Beste Kontakte zu den Kämpfergruppen. Er ist unser Passierschein im Rebellengebiet. Heute soll es nach Aleppo gehen. Funktionierende Tankstellen haben wir nirgends gesehen. Getankt wird aus dem Fass, kannenweise. Es gibt schwere und leichte Schutzwesten. Wenigstens die leichte ziehe ich an. Sie schützt vor Handfeuerwaffen und Splittern. Und man sieht sie nicht. Im sogenannten freien Syrien wird immer noch gekämpft. Es gibt zwei Grundregeln für Reporter in solchen Gebieten. Nummer eins, keine Waffen. Wer bewaffnet auf die Falschen trifft, hat ein Problem. Kurz nach der Abfahrt wird Mohammed eine Kalaschnikow ins Auto gereicht. Regel Nummer zwei, manchmal helfen auch Regeln nichts. Nachts werden die Angriffe heftiger, bestätigt Mohammed. Vor allem der Granatbeschuss. Also ist es besser, früher wieder zurückzufahren. Aleppo. Tausendfach ist diese Stadt auf YouTube zu sehen, meist verbunden mit Leid und Tod. Aber alles scheint so normal. Kinder auf den Straßen, Menschen beim Shopping, Marktstände und Händler, die längst nicht alle mit uns reden oder nicht einmal gefilmt werden wollen. Nein, hier ist alles in Ordnung. Ich schlafe hier. Es ist sicher. Nein, es ist alles wie immer. Alles gut hier. Es ist nicht alles gut hier. Aber viele trauen sich nicht, das auch in unsere Kamera zu sagen. Angst ist Teil dieser Normalität. Wir sind bei der Brigade Al-Imam Al-Bukhari. Viele Rebellenbrigaden haben sich in Schulen einquartiert. Ein großer Fehler, denn seither werden Schulen häufig bombardiert. Zum Glück ist hier schon lange kein Unterricht mehr, aber nach dem Krieg wird es an Schulen mangeln. Die Aufständischen wollen uns zeigen, dass sie mit Waffen umgehen können. Natürlich benutzen sie uns. Schaut her, wir haben alle nur leichte Gewehre. Das ist der Deal. Sie reden mit uns und wir dürfen filmen, aber sie bestimmen, was wir filmen. Die andere Seite macht es übrigens genauso. Am gefährlichsten sind die Skat-Raketen. Wir kommen aus Damaskus und löschen ganze Viertel aus. Gegen Flugzeuge haben wir Raketen. Auch Mörser und Panzer können uns nichts anhaben, aber die Skat-Raketen, die töten ganze Familien. Dann eine Explosion. Ziemlich nah. Ein Junge aus der Nachbarschaft. Zu Hause sei etwas eingeschlagen, der Bruder verletzt. Für ihn ist klar, woher das kam. Diese Hunde von Bashar. Assad, Gott verdamme dich. Wir folgen den Rebellen. Jeder im Viertel weiß, wo es passiert ist, aber keiner regt sich mehr groß auf. Der Krieg dauert einfach schon zu lange. Als wir ankommen, ist der schwer verletzte Bruder schon weggebracht. Die Mutter unter Schock. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Ich habe noch einen Sohn. Wo ist der denn? Ach, da ist er ja, sein Bruder. Wenigstens dem geht es gut, Gott sei Dank. Aber der andere, ich weiß es nicht. Alia fängt die Frau gerade noch auf. Manchmal kommt der Krieg sehr nahe. Wir wissen nicht, was aus dem verletzten Jungen geworden ist. Wir gehen ja wieder.
Je näher wir der Grenze kommen, desto mehr Flüchtlinge sehen wir. 12.000 sind es in diesem Lager. Es ist Freitag und nach dem Freitagsgebet wird demonstriert. Die Kamera imponiert den Menschen hier nicht mehr besonders. Es waren schon so viele Reporter da, sagen sie. Aber keiner hilft uns. Warum schickt Europa, warum schickt ihr uns keine Waffen, fragt der Arzt vor dem Feldlazarett. Das entscheiden wir nicht, wir berichten doch nur. Er scherzt weiter, aber verstehen kann er es nicht. Sein Sohn ist angehender Schönheitschirurg. Er ist aus Damaskus geflohen und versorgt jetzt hier Flüchtlinge. Waffen für die Rebellen muss nicht sein, meint er, aber der Westen soll Assads Flugzeuge und Raketen runterholen, wie damals in Libyen. Und wenn der Krieg endlich vorbei ist, dann möchte er weiter studieren, möglichst bald. Wir haben viel verloren in den vergangenen 2 Jahren. Viele Menschenleben und viele gute Leute. Aber wir hoffen, sie sind die Saat für ein neues Syrien, für unsere Zukunft. Ich hoffe, ihr Blut wurde nicht umsonst vergossen. Die Kinder und das Siegeszeichen. Für sie hat das Leben im Lager irgendwie auch spannende Seiten. Wäre schön, wenn es für sie nur eine abenteuerliche Episode bliebe. Wir verlassen das Camp und wir verlassen das Land. Das wahre Grauen beginnt, wenn man sich an den Krieg erst gewöhnt. Wir waren nur Besucher. Die Menschen in Syrien sind mittendrin. Ja, das war der Bericht unserer Kollegen aus dem ARD-Studio in Kairo. Und von Kairo aus wandern wir auf unserer Weltkugel noch mal ein gutes Stück weiter nach Süden, nämlich nach Nairobi. Auch dort gibt es ein ARD-Studio. Und auch dort sind unsere Kollegen ständig mit Krisen und Konflikten beschäftigt. Wer will zum Beispiel schon Bürgermeister von Mogadischu sein, der Hauptstadt Somalias? Mohamed Nur war so verrückt, das zu wollen. Vor 3 Jahren hat er sein gutes Leben im Londoner Exil aufgegeben und den Job in einer der gefährlichsten Städte der Welt angetreten. Er ist einer von vielen Somaliern, die unser Korrespondent Peter Schreiber bei seinem Besuch in Mogadischu getroffen hat. Vor seiner Reportage, wie immer heute Nacht, eine kurze Vorstellung des ARD-Studios Nairobi. Ohne Begleitschutz geht es nicht in Mogadischu. Wo immer wir hinfahren, sind 6 Bewaffnete um uns herum. Überall zerschossene Häuser, nur noch selten offene Kämpfe, seit Soldaten der Afrikanischen Union die islamistischen Milizen aus der Stadt vertrieben haben. Das hier ist das Stadion von Mogadischu. Aber Fußballspiele oder Leichtathletikkämpfe, die gibt es hier schon lange nicht mehr. Denn hier, das war bis vor wenigen Monaten das Trainingsgelände der islamistischen Al-Shabaab-Milizen. Und wo immer man sich bückt, man findet fast überall alte Patronenhülsen. Inmitten der Ruinen erste Anzeichen von Normalität. Im Hafen vermarkten Fischer ihren Fang, an den Ausfallstraßen machen kleine Geschäfte auf, erstmals nach 20 Jahren Bürgerkrieg. Für ihn ist das nur der Anfang. Mohamed Nur, seit knapp 2 Jahren der Bürgermeister von Mogadischu. Ein Mann mit einer Vision. Die könne er uns auch zeigen, sagt er. Aber vorher habe er noch ein Treffen mit Polizeioffizieren. Noch immer ist mangelnde Sicherheit ein Riesenproblem. Ohne Bodyguards geht auch der Bürgermeister nicht aus dem Haus. Mohamed Nur hat 15 Jahre im Exil gelebt. In London ein Internetcafé betrieben, bevor ihn Somalias Präsident zurückholte.
So tauschte er ein ruhiges Leben in Europa gegen einen riskanten Job in einer der gefährlichsten Städte der Welt. Fast die gesamte Infrastruktur ist zerstört, die Stadtkasse leer. Doch das ficht den Bürgermeister nicht an. So hat Mogadischu mal ausgesehen und so wollen wir es wieder haben. Natürlich müssen wir auch die zerstörten Straßen und Brücken aufbauen. Neubauten allein reichen aber nicht. Wir müssen die Mentalität der Menschen ändern. Nehmen Sie den Schmutz in der Stadt. Er zieht anderen Schmutz an. Drogen, Waffen. Wenn wir aber den Schmutz loswerden, dann auch den Rest. Erstmals seit Jahren werden in Mogadischu wieder Straßen gefegt. Ein Novum in einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, aber ohne Müllabfuhr, ohne Strom, ohne sauberes Trinkwasser. Auch der Strand hat sich verändert. Bis vor kurzem verlief hier noch eine Frontlinie. Das hier ist Mogadischu, wie es die Menschen 2 Jahrzehnte erleben und erleiden mussten. Ruinen, Trümmer und jahrzehntelanger Bürgerkrieg. Und das ist Mogadischu im Frühjahr 2012. Zum ersten Mal seit Jahren trauen sich die Menschen auf den Strand. Und der heißt, wie zu italienischen Kolonialzeiten, Lido. Ausgelassenes Spiel, wo bis vor gar nicht langer Zeit gekämpft und gestorben wurde. Die Menschen genießen es, sich endlich wieder frei bewegen zu können. Ein Vertreter der Stadtverwaltung taucht auf und warnt die Jugendlichen vor tückischen Meeresströmungen. Immer wieder, so erzählt er uns, würden Menschen ertrinken. Das Meer sei gefährlich, der Strand aber sicher. Auf seine Bodyguards aber will auch er nicht verzichten. Von einem normalen Alltag ist man in Mogadischu weit entfernt. Hunderttausende leben weiterhin in Zeltlagern. Sie flohen vor Dürre und Kämpfen und sind geblieben. Viel Nudeln, wenig Fleisch, mehr als eine Mahlzeit am Tag gibt es nicht. Internationale Hilfsorganisationen haben Verteilzentren eingerichtet. Doch der Nachschub stockt, die Vorräte müssen rationiert werden. An manchen Tagen bleiben hunderte Flüchtlinge ohne Essen. Wer ein bisschen Geld hat, kann sich im Lager an improvisierten Verkaufsständen eindecken. Das Angebot ist begrenzt. Doch Hasnomadej erzählt mir, dass sie auf diese Weise ihren arbeitslosen Mann und ihre 5 Kinder über die Runden bringt. Das hier ist Plumpina, das ist eine Nahrung für unterernährte Kinder. Und Hassana hat an ihrem kleinen Stand einiges zu bieten, unter anderem Tomaten. Hier gibt es Batterien und hier gibt es Hühnerbrühe. Die Geschäfte laufen schleppend, weil kaum ein Flüchtling Geld hat. Für Hasnomadej ist es immerhin ein Anfang. Am Rande des Flüchtlingslagers wird ein neues Haus hochgezogen. Kein Einzelfall. Mogadischu erlebt einen regelrechten Bauboom. Auch das zerstörte Parlament wird saniert. 6 Monate relativen Friedens locken Investoren an. Aweis Mahmoud ist Bauingenieur und kommt mit den Aufträgen nicht nach. Es fehlt an allem. Zement, Werkzeug, Glas und alles soll schnell gehen. Vor einem halben Jahr hatte er 50 Arbeiter, heute 200. Gleichzeitig haben sich die Grundstückspreise verdreifacht. Meine Auftraggeber sind Geschäftsleute. Der eine importiert Benzin nach Somalia, ein anderer Elektrogeräte. Und dann sind da die Leute aus der somalischen Diaspora. Sie haben im Ausland Geld gemacht und investieren es jetzt hier in Häuser, um sie zu vermieten oder zu verkaufen. Es ist eine kleine Schicht wohlhabender Somalier, die auf eine Friedensdividende hoffen und den Wiederaufbau vorantreiben. Dem Bürgermeister von Mogadischu fehlt dafür das Geld. Für seine Stadt hat er im Jahr gerade mal 1 Million Euro. Deshalb setzt er vor allem auf Improvisation. Wir sind frustriert vom Mangel an Kreativität. Es ist die Kunst, aus wenigem etwas zu machen. Und wo nehmen Sie die Kraft her bei all den Schwierigkeiten? Ich liebe die Stadt und ihre Menschen. Für sie will ich etwas ändern, egal ob groß oder klein.
Seine Gegner halten Mohammed Nur für einen Träumer. Doch das beeindruckt ihn genauso wenig wie die Morddrohungen, die er von islamistischen Milizen bekommt. Er weiß, er lebt gefährlich. Aber wer Angst hat, so sagt er uns beim Abschied, wird in Mogadischu nichts verändern. Nicht nur der Bürgermeister von Mogadischu lebt gefährlich, sondern auch der Korrespondent, der aus diesem gefährlichen Land berichtet. Auch für ihn gilt, wer Angst hat, hat schon verloren. Reporter in Krisengebieten, ein wirklich gefährlicher Job. Ina Ruck, wie war das, als Sie aus Tschetschenien berichtet haben? Angst hat man, aber meistens erst später. Das ist ganz verrückt. Also wenn man in der Situation ist, vergisst man die Angst. Das ist wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, der auch gefährlich sein kann. Aber man ist so voll mit Adrenalin, dass man das durchzieht. Und am Ende, wenn man die Bilder sieht, denkt man um Gottes Willen. Aber wir werden natürlich auf solche Einsätze auch vorbereitet. Es gibt so Krisentrainings, von denen ich anfangs überhaupt nichts gehalten habe. Ich habe gedacht, was ein Quatsch, was soll ich mir da erzählen lassen, wie ich mich verhalten soll. Aber diese Trainings sind sehr, sehr hilfreich. Nicht nur, weil man lernt, wie man sich verhält, wenn man in einen Beschuss gerät, sondern auch, weil man lernt, wie man sich grundsätzlich verhält in Stresssituationen, in feindlichem Umfeld. Das kann auch schon eine Demo sein, die aus dem Hundert gerät. Damit ist auch eine unserer Internetfragen der Zuschauer beantwortet, die nämlich genau danach gefragt haben, werdet ihr da irgendwie vorbereitet? Ja, klar. Aber dann geht jetzt meine Frage an die beiden Senior Correspondents. Wer hat Sie denn damals vorbereitet auf Krisensituationen? Niemand, oder? Niemand, nein. Nein, das war völlig unüblich. Wir haben es auch nicht gewusst. Wir haben also einfach aus dem Handgelenk immer entschieden nach der Situation jeweils, wie sie war. Also ich jedenfalls war kein Held. Wenn geschossen wurde, habe ich schon den Kopf eingezogen und habe versucht, vor allen Dingen das Team zu schützen. Dass das nicht immer geht, dass das manchmal Risiken sind, die man einfach mitnehmen muss, ist klar, aber das gehört zum Job. Wie entscheiden Sie, fragt Joachim Hesse, welche Bilder zumutbar sind und welche nicht? Also das weiß ich nicht, das kann man schwer sagen. Das sind Abstrakten. Ne? Es kommt auf die Situation und auf die Wichtigkeit. Es kann sein, dass man etwas zeigen muss, was man eigentlich nicht zeigen wollte, weil es das Bild notwendig ergänzt. Ich erinnere mich, während des Putsches in Moskau hatten wir einen Kameramann, das war eigentlich ein Tonmann, der aus Petersburg kam und bei uns übernachtet hatte im Studio und dann, als plötzlich da geschossen wurde, mit mir runtergerast ist und dann kamen wir an und dann hat er dort den ersten Toten dort gefilmt, ganz aus der Nähe und die wieder umkam. Und das habe ich nicht brauchen können, nicht genommen. Es war einfach zu dicht, zu nah, es war zu... Ich glaube, Sie haben das sogar zerstört, das Band, oder irgendwas damit gemacht, naja. Das haben wir nie... Das Sie Bild beide haben nicht, sich in der Krise auch kennengelernt, ne? Ja. Na, erzählen Sie doch die Geschichte, das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Na, ich wachte eines Morgens auf aus dem Urlaub, es war 7 Uhr morgens, die Kötterin rief an und sagte mir, da ist irgendwas im Fernsehen, das man nicht versteht, die reden, da ist keine richtige Sendung. Also ich jetzt an. Da war also dieser Bericht, diese Erklärung der Putschkommission, dass man also Gorbatschow abgesägt habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich angefangen, wie verrückt, der Leute zu organisieren und alles genommen, was kam. Und dann kam plötzlich in das Studio eine kleine junge Blonde, eine junge Blondine, und wollte mitmachen. Und wir waren natürlich fast wahnsinnig begeistert, wir hatten viel zu wenig Leute und sie konnte gut Russisch. Und ich war Studentin damals. Ich war auch aufgewacht in meinem Studentenwohnheim und mein Radio arbeitete nicht mehr. Und in der Frühstücksmensa, die es gibt in russischen Wohnheimen, sagte man... es ist ein Putsch, es sind Panzer in der Stadt. Und dann habe ich gedacht, ich weiß, wo das ARD-Studio ist, ich gehe da jetzt mal hin, vielleicht können die mich ja gebrauchen. So startet eine Korrespondentin. Und es beantwortet die Frage einer Zuschauerin, wie wird man Weltspiegel-Korrespondentin? So wird man Weltspiegel-Korrespondentin. Wach sein und anklopfen. Es gibt eine Frage eines Zuschauers, ob schon mal ein Korrespondent der ARD entführt oder getötet wurde. Leider ja. Der SDR-Korrespondent Walter Mechtel wurde 1967 im Jemen erschossen, in Aden von Rebellen der Nationalen Befreiungsfront. Und bei uns im Berichtsgebiet Nahost gab es jetzt kürzlich eine Begebenheit. Also unser Team wollte gerne mit einem amerikanischen Kameramann zusammenarbeiten, der als Freier in Syrien sich tummelte. Und 2 Tage bevor sich unser Reporter mit diesem Kameramann treffen sollte, wurde dieser James Foley, so heißt er, entführt. Das war im November letzten Jahres und seither gibt es keine Nachrichten mehr von ihm. Wir haben dann den Kollegen gebeten, noch eine Weile da unten zu bleiben und Nachforschungen
anzustellen, aber er ist einfach nicht mehr wieder aufgetaucht. Herbert also, Littlau, eine Frage. Sind Kriegsreporter eine besondere Spezies? Sind sie extrem risikofreudig? Ich glaube eigentlich nicht. Nach einer gewissen Erfahrung, ich meine, wenn sie unerfahren sind, sind sie aus Unerfahrenheit risikofreudig. Aber nach einer gewissen Erfahrung sind sie sehr vorsichtig geworden, weil sie gelernt haben, wie gefährlich der Job sein kann. Eine Frage, die auch immer wieder kommt, ist Embedded Reporter. Wie sehr kann man dann objektiv berichten, wenn man Teil sozusagen einer Armee ist, die Krieg führt? Naja, also die Zeiten sind ja vorbei, wo man x Kamerateams auf dem Schlachtfeld herumlaufen lassen konnte. Das heißt, jetzt wird etwas gemacht, wo ich meine Vorbehalte habe, nämlich das Pool-System. Dass also nur bestimmten Teams die Genehmigung gegeben wird, zu drehen, sodass also alle anderen deren Bilder kriegen und bei den Zuschauern der Eindruck entstehen mag, alle sehen es gleich. In Wirklichkeit ist es sehr oft dasselbe Material, was sich für bedenklich hat. Na, ich meine, man muss halt versuchen, sich, wo immer es geht, aus dieser Embedded-Situation auszuklimmern. Ja. Zu versuchen, das irgendwie zu umgehen, trotzdem zu arbeiten. Das geht nicht immer. Man muss. Aber embedded waren Kriegsreporter ja eigentlich auch schon früher. Nein, also ich muss sagen, also ich in Korea und in Vietnam war ich nicht embedded, keinen Punkt. Und beim zweiten Mal in Vietnam, Ende des Vietnamkriegs, da hatte ich eigentlich die Nase schon so voll von, dass ich keine Informationen von Militärs mehr entgegennahm, so ungefähr, weil sie zu einem großen Teil natürlich dann doch gesteuert wurden. Das hat keinen Zweck gehabt, fand ich. Aber man kann es nicht völlig umgehen. Es gibt Situationen, wo man nur an die Sache herankommt, indem man in einem Panzer mitgenommen wird. Man muss das machen. Ja. Aber man muss versuchen, es möglichst wenig zu machen. Man muss versuchen, es möglichst zu umgehen. Und es geht ja auch immer mal wieder. Man kann ja in solchen Situationen auch was lernen. Also ich hatte die Situation mit der russischen Armee, auch in Tschetschenien, bei einem der, oder mehrfach sogar bin ich mit denen drin gewesen. Man lernt auch was über den Zustand der Armee und die Stimmung. Ja. Und man muss halt immer nur sich bewusst machen, dass man jetzt nur Dinge sieht, die man jetzt nur sehen darf. Und möglichst auch dann beim nächsten Mal versuchen, die andere Seite zu sehen. Eine Zuschauerin will wissen, wie man danach psychologisch betreut wird. Wenn man die Kriegserfahrung hat, wenn man schreckliche Bilder gesehen hat, gibt es so etwas? Das ist neu, das gibt es jetzt. Ich bin auch nicht in den Genuss gekommen, habe aber auch nicht so schreckliche Dinge erlebt, dass ich das benötigt hätte, aber es gibt Situationen und es gibt da jetzt in einzelnen ARD-Sendern ein Programm, was auch da den Leuten hilft, aus solchen Situationen wieder rauszukommen, weil es sind schon auch manchmal Dinge, die man, glaube ich, ansonsten nicht so richtig gut allein mit sich verarbeiten kann. Die hattet ihr damals aber nicht, Gerd Ruge und Dagobert Lindler. Die Dinge hatten wir vielleicht. Die Erfahrung schon, nur die psychologische Betreuung nicht. Ja. Ging halt, Gott sei Dank. Mehr als alles andere hat in den letzten 50 Jahren die technische Entwicklung die Welt verändert und damit auch die Arbeit unserer Auslandskorrespondenten. Wie das damals war, als es in der alten Bundesrepublik Deutschland gerade mal 250.000 installierte Fernsehapparate gab und als jeder Auslandsbericht noch mit dem Flugzeug in die Heimatredaktion geschickt wurde, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Deshalb möchten wir Sie jetzt mitnehmen auf eine amüsante Zeitreise zu den Anfängen unserer Auslandsberichterstattung in eine Zeit, als die Welt noch groß war. 1958 geht Hans-Wilhelm Fahlefeld nach Fernost. Ich wollte schlicht die Welt sehen und überlegte mir ewig, wie finanziere ich das Unternehmen? Denn ist ja nicht ganz billig. Damals kostete der Dollar 4,20 Mark. Und Seeoffizier konnte ich nicht mehr werden. Und da bin ich einfach in ein Reisebüro gegangen und habe gesagt, wohin geht die längste Schiffsreise? Und da haben die gesagt, die nachgeguckt im Buch und haben gesagt, nach Japan. Für ein Jahr hatte ihn sein damaliger Boss, der Chefredakteur der Tagesschau, ziehen lassen. Ohne Vertrag, aber mit dem Versprechen, alles zu senden, was Dr. Fahlefeld in Asien interessant fand. Wer hat denn die erste Reise des ersten Fernostkorrespondenten nach Asien bezahlt? Wird ihm selbst bezahlt. Ich habe meinen VW verkauft und da bekam ich ungefähr so 3000 Mark. Dann habe ich angeheuert als Zahlmeister auf der SO Düsseldorf. Und das Interessante war, als wir die Elbe rauffuhren,
traf ich einen Herrn, der war genauso in Zivil wie ich an Bord. Und ich fragte ihn, wo wollen Sie denn hin? Da sagte er, er wolle nach Venezuela. Ich sag, was Venezuela? Ich will im Persischen Golf. Da sagt der Schiff fährt nach Venezuela. Ich sag, das kann nicht sein. Mir hat mir gestern auf der Reederei gesagt, fährt im Persischen Golf. Na ja gut, und dann haben wir den Kapitän beim Frühstück gefragt, Kapitän, wo geht denn die Reise hin? Und da hat er gesagt, das erfahre ich erst nach dem Kanal. Und, aber zum Glück ging es im Persischen Golf, aber da sind wir nicht gelandet, da waren irgendwelche Ölfelder im Brand. So musste Fahlefeld in Ägypten auf ein anderes Schiff umsteigen. Doch zu seinem Leidwesen brauchte man auf der Dresden keinen Zahlmeister. So zahlte der erste selbsternannte Fernostkorrespondent die Weiterfahrt aus eigener Tasche. Tja, meine Damen und Herren, in diesem Büro entstehen die meisten der Berichte aus der neuen Welt, die einige von Ihnen seit 4 Jahren im Deutschen Rundfunk hören. In Zukunft will ich versuchen, Ihnen monatlich in einem Filmbericht zu schildern, was ich hier in Amerika sehe und erlebe. Amerika ist ja ziemlich groß. Ich habe mir hier ein kleines maßstabsgerechtes Modell der Bundesrepublik ausgeschnitten. Wenn Sie das auf die amerikanische Landkarte legen, dann sehen Sie selber, was alles für Platz ist für Exkursionen. Und auf diesem ganzen Kontinent hoffe ich, Sie ja herumführen zu können. Ja, nun hatte die Stimme, die wir alle kannten, oder das deutsche Radiopublikum zumindest, hatte nun plötzlich ein Gesicht. War das nicht auch ein gewisses Risiko, dass Sie da eingingen? Sie waren ja schon berühmt. Ihre Stimme war ein Markenzeichen. Ein Risiko ist Fernsehen ja immer und wird wohl auch immer ein Risiko bleiben für beide Teile. Den Menschen, der es macht und den, der es über sich ergehen lassen muss. Aber es lag ja eine Notwendigkeit vor, über das Fernsehen zum deutschen Publikum zu kommen, was gerade erst angefangen hatte. Es gab 250.000 installierte Fernsehapparate, gerade erst angefangen hatte, sich mit der Außenwelt auch mal im Bild zu beschäftigen. Und das nicht nur auf dem Umweg über die Kinoleinwand, wo die Dinge ja doch von Hollywood her gesehen sehr stilisiert waren und eigentlich der Interpretation bedurften, die den Amerikanern ja nicht gegeben werden musste, aber den Deutschen musste sie gegeben werden. Und das konnte Hollywood ja nicht, aber das Fernsehen konnte es. Und damit brach also für mich das Zeitalter des Bildes an. Die Anfänge dieses Zeitalters waren nirgendwo besser zu besichtigen als in Hollywood. Die großen Fernsehgesellschaften brauchten nicht nur Bilder, sie brauchten vor allem Gesichter. Peter von Zahn erlebte, wie seine besten Kollegen vom Radio zum Fernsehen gingen. A Star Was Born. Meine Damen und Herren, das ist Hollywood. Ich bin allerdings nicht in einem Filmatelier, sondern bei der Konkurrenz des Films in einem Studio des Columbia Broadcasting Systems. An Vorbildern, wie das neue Medium zu nutzen sei, fehlte es dem Pionier aus Hamburg also nicht in Amerika. Wohl aber an Bildern selbst, mit denen er seinem deutschen Publikum die neue Welt zeigen und erklären konnte. Fernsehberichte, zumal aus dem Ausland, waren auch damals schon kostspielig und die Bereitschaft des NWDR, für solche Projekte Geld auszugeben, nahm ganz offensichtlich mit zunehmender Entfernung der Drehorte vom heimischen Funkhaus dramatisch ab. Um dennoch regelmäßig aus den USA berichten zu können, gewann der neue Mann in Washington Geldgeber bei der amerikanischen Regierung. Die US Information Agency finanzierte dem gewieften Reporter künftig die Produktionskosten für eine halbe Stunde Film monatlich. Peter von Zahns Bilder aus der neuen Welt sollten dem besseren Verständnis Amerikas in der Bundesrepublik aufhelfen. In diesem Bestreben blieben sich Peter von Zahn und seine öffentlichen Geldgeber so lange einträglich verbunden, bis der deutsche Journalist die Rassenpolitik der amerikanischen Südstaaten kritisch zu kommentieren begann. Man trennte sich, bevor aus dem Joint Venture ein schmutziges Geschäft werden konnte. Hans-Wilhelm Fahlefeld war anfangs noch Korrespondent und Kameramann in einer Person.
sein erster Tagesschaubericht aus Hongkong. Damals waren Bilder vom rotchinesischen Bambusvorhang für das deutsche Publikum noch abenteuerlich. Lo Wu ist die Grenzstation der britischen Kronkolonie Hongkong. Die Formalitäten auf der britischen Seite sind schnell erledigt. In 15 Minuten gingen bereits alle über die Brücke. Über diese kleine Brücke, hinter der das riesige China liegt. Hongkong hat die Einwanderung wegen Übervölkerung gesperrt. Aber täglich sollen 100 bis 200 illegale Einwanderer nach Hongkong kommen. Nicht über diese Grenze, sondern über See auf Junken. So dicht ist kein Bambusvorhang und so dicht ist kein eiserner Vorhang, dass nicht täglich Tausende zwischen dem Pazifischen Ozean und der Ostsee von hüben nach drüben und von drüben nach hüben kämen. Hongkong mit seiner legendären Junkenstadt Aberdeen, den Flüchtlingsströmen aus dem kommunistischen China und dem schon damals explodierenden Wachstum lieferte dem durchreisenden Korrespondenten Stoff für 4 Tagesschau-Stories. Pro Stück bekam er 300 Mark. Ja, das war Hongkong damals. Heute sieht es ganz anders aus. Heute sind es Hochhäuser, aber damals war Hongkong noch relativ flach. Ungefähr 3 Wochen hatte die Reise gedauert. Es war natürlich alles neu. Naja, da sitze ich in der Rikscha, als Tourist setzt man sich in der Rikscha, das gehörte sich damals so. Heute gibt es keine Rikschas mehr. Ja, und dann das. Als ich zum ersten Mal die geschlitzten Kleider der Chinesin sah, da habe ich gedacht, warum Journalismus? Du bist Modeschöpfer. Das importierst du nach Europa. Das ist doch der Schlager. Dann wirst du reich und machst das dicke Geld. Nun, der Mann aus dem sauerländischen Lüdenscheid machte dann doch auf andere Art Karriere. 1960 gibt ihm der NDR einen festen Korrespondentenplatz. Und diesmal hat Dr. Fahlefeld auch seinen Käfer mitgebracht. Willkommen, meine Damen und Herren, im Fernsehstudio, nein, besser gesagt in der Fernsehredaktion Tokio. Die räumlichen Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten, sind etwas glanzloser als in der Heimat. Ich darf gleich beginnen mit einem Kameraschwenk nach oben zur Etage über der Garage. Dort hinter dem Fenster steht der Schreibtisch. Dort oben, das ist die Redaktion Tokio. Sollten Sie uns in Tokio einmal besuchen wollen, dann bitte richten Sie sich nach diesen Wegweisern. In den Wohnvierteln der Ausländer stehen Sie an jeder Ecke, denn in der größten Stadt der Welt gibt es keine Straßennamen. Das war Tokio für Anfänger. So sieht die japanische Hauptstadt aus, wenn man mit der S-Bahn fährt. Ein Meer von niedrigen Holzhäusern und in diesem Meer, wie Priele, unzählige schmale, namenlose Gassen. Japanische Städte sind ein Versteck. Japaner möchten nicht gleich auf Anhieb gefunden und entdeckt werden. Ihr Haus, das ist ihr Allerheiligstes. Das Hightech-Paradies Japan vor 30 Jahren. In einer der vielen kleinen, namenlosen Seitenstraßen, da steht nun das Haus von Iwanami Film. Und mit dieser Firma arbeiten wir zusammen. Iwanami ist eines der bekanntesten Dokumentarfilmunternehmen. Aber geschnitten werden die Filme einfach mit der Hand. Wie dabei Synchronität zustande kommt, ist für uns bis heute ein Wunder. Technisch rückständig, gewiss. Doch der Korrespondent aus dem Wirtschaftswunderland Bundesrepublik hatte selbst enorme Probleme mit der Synchronität. Wie er versuchte, die Filmbilder mit seinem gesprochenen Text in Übereinstimmung zu bringen, das war Steinzeitfernsehen. Ich erinnere mich noch, einer meiner ersten Einsätze war in Hiroshima, 6. August 1958, 15 Jahre nach dem Atombombenabwurf. Da stand ich über der Stadt und blickte sozusagen auf das Dächermeer von Hiroshima runter. Das, meine Damen und Herren, ist also Hiroshima. Hiroshima 13 Jahre danach. Die Stadt, über der die erste Atombombe explodierte, ist moderner und schöner wieder aufgebaut worden. Ich stehe auf dem Dach der Industrie- und Handelskammer und zu meinen Füßen Hiroshima mit seinen 400.000 Einwohnern in der Gluthitze des August. Ja, also synchron war das nicht. Ich sehe den Film zum ersten Mal nach 35 Jahren. Ich habe ja mein Material nie gesehen, weil ich das gleich unentwickelt nach Hamburg geschickt habe. Ich habe damals so gearbeitet, mein Bleistift war mein Mikrofon, denn ich war ein Ein-Mann-Betrieb, Reporter, Kameramann, Toningenieur, alles in einem. Ich stellte meine Kamera auf einem Stativ auf. Die Kamera lief ungefähr 25 Sekunden. Ich drückte auf den Auslöser, lief vor die Kamera,
nahm den Bleistift als Mikroimitation, sprach einen Text von circa, na sagen wir mal, 20 Sekunden. Und dann war sowieso der Film alle, dann war sowieso Sense. Dann habe ich diesen Text, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, abends im Hotel in ein reguläres Mikrofon nachgesprochen auf Tonband und habe also das unentwickelte Bildmaterial und dieses Tonband nach Hamburg geschickt und die haben es versucht, synchron zu kriegen und das ist dabei rausgekommen. Eine Insel der Stille im Getriebe der 8,5 Millionen Stadt Tokio ist der kaiserliche Palast, sind die Gärten des kaiserlichen Palastes. Die Brücke, die nach der Auffahrt in den Park ausmündet, erinnert sie nicht mit ihren Kandelabern an die alte Lombardsbrücke in Hamburg? Die Brücke kommt nämlich aus Hamburg. Sie wurde um die Jahrhundertwende aus der Elbestadt nach Tokio importiert. In der Tempura Bar an der Ecke, da treffen wir uns zu Mittag. Jetzt im Winter ist es etwas ungemütlich, weil nicht geheizt ist. Aber die Entbehrungen der Pionierzeit waren nun vorüber. Der NDR hatte inzwischen einen Filmcutter und einen Kameramann geschickt. Die Auslandsberichterstattung war überhaupt professioneller geworden. Seit 1963 hatten die Korrespondenten jeden Sonntag ihre eigene Sendung. Damit, meine Damen und Herren, dürfen wir Tokyota uns verabschieden. Die nächste Station dieser Sendung ist Neu-Delhi. Das Wort hat mein Kollege Hans-Walter Berch. Das klang zwar schon wie eine Direktschaltung nach Indien, doch in Wirklichkeit hatten die beiden Asien-Korrespondenten ihre Filme mit dem Flugzeug nach Hamburg geschickt. Der Weltspiegel gab den Auslandsstudios einmal im Jahr Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Hans-Walter Berg präsentierte das neue Studio Neu-Delhi. Anders als in Deutschland arbeiten in Indien auch die Kamele für das deutsche Fernsehen. Dieses Studio verdankt seinen Seltenheitswert einfach der Tatsache, dass es in Indien im Gegensatz zu den meisten anderen wichtigen politischen Beobachtungsplätzen kein eigenes Fernsehen gibt, mit dem wir zusammenarbeiten könnten. Aus dieser Not ist zwar keine Tugend, wohl aber der Vorteil des eigenen Studios entstanden. Im Archiv des Studios lagern 300.000 Meter belichtetes Negativ. Genügend Material für 500 Programmstunden. Eine Zelluloid-Schatzkammer mit Bilddokumenten, die einen wesentlichen Teil der Geschichte des modernen Asiens festhalten. Der Geschichte von 13 Staaten, angefangen mit Indien und Pakistan im Westen, bis hinüber nach Vietnam und Indonesien im Osten. Allein für unsere 20 Weltspiegelbeiträge im vergangenen Jahr haben wir weit über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Fast die dreifache Länge des Äquators. Immer auf der Suche nach interessanten Ereignissen und nach den Menschen, die im Mittelpunkt dieser Ereignisse standen. Wo in Asien die Umgangsformen der Kolonialzeit noch Bestand hatten, verstand es Dr. Berg mit seinem deutschen Fernsehmonopol durchaus auf diplomatischem Niveau mitzurangieren. Informationen schöpfte er mit Vorliebe an allerhöchster Quelle. In Phnom Penh sprachen wir mit Kambodschas Staatschef Prinz Sihanouk, in Karatschi mit dem pakistanischen Staatspräsidenten Feldmarschall Ayub Khan. In Kuala Lumpur besuchten wir den Ministerpräsidenten des neuen Staatenbundes Malaysia, Tunku Abdurrahman. Und in Singapur seinen Partner, den Chefminister Lee Kuan Yew. Wir sahen noch kurz vor ihrem Tode den vietnamesischen Regierungschef Siem und Thailands Ministerpräsidenten Marshall Sarit. Das Ende des vietnamesischen Staatschefs Diem verhalf Hans-Walter Berg zu einem Bericht, auf den der alte Herr noch heute stolz ist. Wenige Stunden nach dem Militärputsch präsentierte Berg einen der Anführer vor der Kamera. Meine Damen und Herren, ich sitze hier in Saigon dem General Ton Tatting gegenüber, der die militärischen Operationen des Staatsstreichs gegen den inzwischen gestürzten und wahrscheinlich ermordeten südvietnamesischen Staatspräsidenten Diem geleitet hat. Herr General, Sie galten bis zum Staatsstreich als einer der loyalsten Offiziere des Regimes. Sie waren auf den Präsidenten vereidigt. Was hat Sie dazu bewogen, sich an dem Staatsstreich gegen den Präsidenten zu beteiligen?
C'est vrai, je suis le genre le plus loyal. J'aime beaucoup le président. Es ist richtig. Ich war loyal und schätzte den Präsidenten. Ich habe mich trotzdem an der neuen Regierung beteiligt, weil mich der Präsident dreimal verraten hat. Hinter dem Putsch des Militärs stand Amerika. Es hieß, Präsident Kennedy habe Diem beseitigen lassen, weil dieser mit den Kommunisten Nordvietnams über Frieden reden wollte. Im Weißen Haus gäbe es kein Gespür für die Mentalität dieses Volkes, meinten Kenner Vietnams. 6 Jahre leitete Peter Schollatour das Fernsehstudio der ARD in Paris. Eigentlich bin ich ja gar kein deutscher Typ, sagt er von sich selbst. Er könne deshalb nur dankbar sein, dass das deutsche Publikum ihn so angenommen hat. Mit den Pariser Telefonverbindungen, die schon Hemingway elegisch beschrieb, ist es ein ewiges Kreuz. Hallo? Ja, geben Sie mit, ja? Vor allem das Fernamt hat seine Tücken. Oui? Bon, comme vous voudrez, aujourd'hui à midi, si vous voulez. Bon, je m'excuse, on m'appelle sur une autre ligne. Voilà, à midi, au revoir. Hallo? Ganz und gar nicht untypisch für Schollatour waren die Bilder, mit denen er sich zum ersten Mal seinen deutschen Zuschauern vorstellte. Vor Paris war er 3 Jahre im Kongo stationiert gewesen, Anfang der 60er Jahre ein Begriff für alle politischen Wirren und Gräuel, die Schwarzafrika bei seiner Entkolonisierung erlebte. Der einzige Weg zu den Rebellen am Kongo führt über den Tanganyika-See. Am Ufer steht inmitten seiner wilden Krieger, die sich von Zweigen und Tierfällen einen magischen Schutz gegen Kugeln versprechen, Martin Kasongo, Minister für Sicherheit und Information. Wir wurden erwartet und gleich in das Hotel du Lac geführt, wo man uns praktisch gefangen hielt. Auf die Frage, wie er denn die Soldaten Chombes so sehr erschreckt und davongejagt habe, antwortete Kasongo, ein Neffe Lumumbas, ich lasse den Gefangenen Ohren und Lippen abschneiden, das hilft. Und dann kam Gaston Soumialo, der legendäre Führer der Rebellion am Kongo, der unberechenbare Gegenspieler Chombes. Wie kein anderer versteht es Schollatour, sein persönliches Risiko in einer Situation wie dieser dramatisch zu nutzen und dem Zuschauer so eine exklusive Nähe zur Gefahr zu vermitteln. Immerhin verdanken wir Soumialo und dem stummen Hünen, der ihn wie eine Figur aus einem Gruselfilm als Leibwächter begleitete, dass wir wieder heil aus Albertville herauskamen. Wir sind noch einmal lebend und unversehrt herausgekommen aus Albertville, der provisorischen Hauptstadt der kongolesischen Volksrepublik, wie das dortige Regime sich bereits nennt. Aber wir haben das Entsetzen in den Augen der wenigen Europäer von Albertville gesehen, jener Geiseln, die dort zurückgehalten werden und die jeden Tag gedemütigt und geschlagen werden. Wenn diese Revolution der Steinzeitkrieger siegt, dann Gnade Gott dem Kongo, dann Gnade Gott ganz Afrika. Es ist eine Situation, in der ich tatsächlich Angst gehabt habe. Diese Situation war viel gefährlicher als Vietnam. Und vor allem, man fühlte sich einer fremden Welt ausgeliefert, weil man war wie mit einer Zeitmaschine versetzt in eine andere Phase der Menschheit. Ich würde manches natürlich heute nicht mehr so formulieren können. Man würde mich sofort des Rassismus heute bezichtigen. Ich mag die Afrikaner. Nur, man muss sie auch so sehen, wie sie sind. Und was sich dort abgespielt hat, als zum Beispiel Lumumba getötet wurde, warteten auf dem Flugplatz im Baluba-Gebiet, die Baluba-Häuptlinge, um seine Leber zu verspeisen, um Force Vitale, seine Kraft zu gewinnen. Man muss ja auch diese Realitäten Afrikas sehen. Wir alle Völker sind durch die Phasen des Kannibalismus durchgegangen. Und das hat, etwas Ethnologisches vielleicht an sich, aber in keiner Weise was Polemisches. Heute würde mir sofort unterstellen, dass es polemisch oder menschenverachtend wäre. Das ist ja ein flotter Konsumtempel hier, muss ich sagen.
neuen Russinnen werden hier einkaufen. Allerdings ist es ziemlich leer, muss ich sagen. Ja, aber es gibt Kundschaft für diese Läden, erstaunlicherweise. Es gibt ja 100.000 Dollar Millionäre alleine in Moskau. Das glaubt man kaum, aber es ist so. Und die Russen sind, anders als die Deutschen, ja auch nicht so richtig fürs Sparen. Wenn man Geld hat, die werfen dann das wird Geld es ja wirklich mit vollen Händen. Dann muss man, genau, dann muss man sehen, dass das Geld da ist. Und dann kaufen die eben so ein paar Schuhe, wie man hier eben, haben wir das ja schon gesehen, dass so ein paar Schuhe 30.000 Rubel kostet. Das sind mal eben knapp 1.000 Euro. Also hier ist die Planwirtschaft beerdigt worden. Das ist definitiv, ja. Und Sie werden es wahrscheinlich erkannt haben, aber dies ist ja tatsächlich genau das Geschäft, in dem Sie vor fast 40 Jahren auch gefilmt haben. Welch ein Wandel. Dies ist der Kalinin-Prospekt in Moskau. Natascha und Ivan, Normalverbraucher, unternehmen auf dieser 800 Meter langen Prachtstraße ihre ersten behutsamen Schritte in die sowjetische Wohlstandsgesellschaft der Zukunft. Die Sowjetfrau von heute muss zwar immer noch zur Schaufel greifen, Traktoren steuern und in der Fabrik an der Maschine stehen, aber selbst die schwerste körperliche Tätigkeit hat ihre lang gehegte Sehnsucht nach Weiblichkeit, Schönheit und nach einem Minimum an Eleganz nicht verdrängen können. Das sowjetische Mannweib in Stiefeln und Monteuranzügen gibt es nur noch auf den Baustellen und in den Betrieben. Im Privatleben jagen die Russinnen nach Dessous und nahtlosen Nylons. Die Russinnen der jungen Generation beginnen auf die schlanke Linie zu achten. Sie versuchen weniger Brot, weniger Kartoffeln und weniger Kohl zu essen. Die Modeschöpfer des zentralen Moskauer Hutstudios hatten vermutlich noch keine Gelegenheit, sich im Westen umzuschauen. Eine seltene Erscheinung im Straßenbild der sowjetischen Hauptstadt. Diese junge Dame dürfte als das gelten, was die Russen unter dem Begriff einer elegant gekleideten Moskauerin verstehen. Guten Abend, Fritz Pleitgen. Was machen Sie denn da? Ja, hier ist heute eine große Anlage eröffnet worden. Ein künstlicher Ozean von einer Größe, die sie noch nie gegeben hat. Das Sensationelle an der Sache ist, dass man von hier aus nun live Fernsehreportage von unter dem Wasser machen kann. Das hat es noch nie gegeben. Wir sind heute Dutzende Reportagen gemacht worden. Aber den Rekord setzen wir in diesem Augenblick mit dieser Live-Reportage von Florida unter dem Wasser über zwei Satelliten nach Deutschland. Sie schnaufen ja ganz schön. Ist es schwer, unter Wasser in ein Mikrofon zu sprechen? Ja, das Sprechen ist schon etwas beschwerlich. Aber noch beschwerlicher ist es, auf Ihre Fragen zu warten, denn ich muss dann in der Zeit die Luft anhalten. Sonst kann ich Sie nicht hören wegen der Blasen. Aber im Prinzip geht es. Ich habe hier ein Mikrofon, das sehr gut funktioniert und ich hoffe, dass Sie mich in Deutschland auch verstehen. Hören Sie gut, ein Aquarium ohne Fische ist natürlich keins. Was sind denn das für Fische da in Ihrer Nähe? Sind die zutraulich oder kann man da Angst kriegen? Es gibt hier in der Tat sehr unterschiedliche Fische. Als ich vorhin hier angeschwommen bin, bin ich an ein paar Haifischen vorbeigeschwommen. Man hat mir versprochen, dass die Tiere gefüttert seien, sodass ich nichts zu befürchten habe. Aber es gibt auch ganz zutrauliche Fische. Vielen Dank, Fritz Pleitgen, nach Florida. Sie werden ja heute Abend dann wohl wieder in Washington auftauchen. Dankeschön nochmal. Natürlich hatte der Korrespondent in Tokio bei seinen Annäherungsversuchen an den japanischen Alltag sehr viel mehr Fremdheit zu überwinden als sein Kollege in Washington. So ist es jeden Tag, wenn ich heimkomme. Eine Schar fröhlicher, lachender Mädchen in Kimonos empfängt mich mit tiefer Verbeugung an der Taxe und geleitet mich ins Hotel. Bevor ich das japanische Hotel betrete, muss ich die Schuhe ausziehen. Kein japanisches Haus darf mit Schuhen betreten werden. Ich schlüpfe in dunkelrote Plüschpantoffeln. Sie sehen, es sind noch mehr Mädchen zum Empfang gekommen. Sie knien nieder und verbeugen sich, auch der Hotelchef.
Und nun, meine Damen und Herren, sitze ich in einem japanischen Bad. 90 Millionen Japaner steigen jeden Abend um 6 Uhr in die Badewanne. Ich glaube, man darf behaupten, dass die Japaner das badefreudigste Volk der Welt sind. Sie sehen, die japanischen Badewannen sind nicht so wie zu Hause. Sie sind viel kleiner und sie sind innen aus Holz. Das Wasser wird von jenseits der Wand geheizt. Es wird auf ungefähr 40 bis 43 Grad gebracht und der Körper krebsrot gekocht. In dasselbe Wasser steigen alle Hotelgäste. Denn eine japanische Badewanne ist nicht zum Waschen, sondern nur zum drin Sitzen da. Waschen tut man sich draußen auf den kleinen Holzschäbelchen und mit den salatschüsselgroßen Bottichen. Das ist das Bett für die Nacht. So schlafen 90 Millionen Japaner. Eine Sprungfedermatratze, wie Sie sehen, aber es schlägt sich herrlich auf den Futon. Damit darf ich mich für heute aus Tokio verabschieden. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen beim nächsten Mal. Hier bei uns in der Runde wird noch nicht geschlafen, obwohl wir inzwischen schon 14:45 haben. Das war ein toller Film eben. Ich muss jetzt natürlich die Frage an die Herren Ruge und Lindlau stellen. Sie waren ja auch in den 50er und 60er Jahren als Korrespondenten draußen. Wurden Sie mit ähnlichen Annehmlichkeiten empfangen, wenn Sie abends nach Hause kamen, wie Hans-Wilhelm Fahlefeld in Tokio, Herr Lindlau? Nein, nicht einmal in Tokio ist mir das so ergangen. Das war bei uns eigentlich nicht mehr üblich. Und wenn es üblich gewesen wäre, hätten wir es nie gedreht und zu Hause im Sender hergezeigt. Aber Sie hatten es schon auch ganz nett damals draußen. Es war netter, als es heute für Korrespondenten ist. Können Sie mal ein bisschen erzählen? Das wollen wir jetzt mal hören. Na, also in Amerika fand ich das zum Beispiel immer sehr schön, wenn man mit einer der großen Flugfirmen, also mit Lockheed, das dann später sehr ins Gespräch kam, drehte, dann standen die ganzen Pressechefs aufgereiht am Flugplatz, um einem also alles zu bringen, was man vielleicht brauchen könnte. Theaterkarten, Opernkarten, weiß alles. Nur das konnten wir natürlich nicht annehmen. Sagen Sie jetzt. Ein Zuschauer möchte wissen, wenn man nur für einige Jahre in einem fremden Land lebt, reicht das, um Land und Leute kennenzulernen? Ja, einige Jahre sind eine ganz gute Zeit. Hier Sie schon sechs von fünf Jahre. Ja, das finde ich ist eine gute Zeit. Ja. Ich bin auch nicht sicher, dass man viel länger da bleiben sollte. Dann werden Sie ein Einheimischer. Ob Sie dann noch ein guter Korrespondent sind, das ist gar nicht so sicher. Also das ist irgendwo eine Grenze, an der man auch zu lange bleiben kann. Und man muss ja wieder zu Hause sehen, was die zu Hause verstehen davon, was wichtig ist, wie es zusammenhängt. Also 4-5 Jahre finde ich sehr gut. Wenn Sie in Russland meinetwegen waren, was haben Sie da vermisst? Möchte eine Zuschauerin wissen, was Sie an Deutschland an Annehmlichkeiten oder an Normalität hatten? Ach Gott, an sich hatte ich eine ganz vernünftige Wohnung. Die Ina hat ja jetzt. Es gibt eine Studioleiterwohnung der ARD, das Studio Moskau, da haben wir alle drin gewohnt. Ja. Sie war soweit okay. Muss ich sagen, ich hatte sie ganz gern gehabt, weil sie gleich in unserem Büro in der Nähe lag und sowieso ganz schön schräg gegenüber vom Weißen Haus. War alles in Ordnung. Annehmlichkeiten, naja, so groß waren die ich zu keiner Zeit. Aber man konnte heute damit auskommen. Man hatte zu essen, man kriegte einen Teil ja auch aus Läden für diplomatisches Korps und dergleichen mehr. Man konnte sich also da einigermaßen anständig versorgen. Das war nicht so unmöglich. Herr Brenner möchte wissen, haben sich zwischen dem deutschen Weltspiegel-Team, also den Korrespondenten, die draußen sind, und den Menschen vor Ort Freundschaften oder gar enge Partnerschaften ergeben? Freundschaften, ja. Ja, durchaus. Schon in der ganz frühen Zeit, ob das noch sehr schwierig war, wo es nur wenige gab, die sich erlauben konnten, mit einem überhaupt zu sprechen. Das waren meistens ältere Leute dann auch schon. Und später, in der Zeit, so in der letzten Brezhnev-Zeit, habe ich sehr viele Freunde gehabt so aus den wissenschaftlichen Instituten, die eigentlich nicht mehr richtig zum Zuge kamen, die aber interessiert waren. Dann ging man rüber und klönte mit denen und die erklärten einem was, man erklärte ihnen was und das ging ganz schön. Und danach wurde es dann natürlich einfacher in dem Augenblick, als die eigentliche sowjetische Ordnung gefallen war. Also da.
Der Reiz des Jobs ist ja auch die Exotik, haben wir eben auch in dem langen Film gesehen. Gibt es da irgendwas, was Sie entdeckt haben auf einer der vielen Reisen, was Ihnen unvergessen geblieben ist? Ich wüsste nicht, also ich wüsste, kann ich kein einziges Beispiel zu nennen, dass dann vieles unvergessen bleibt, das ist klar. Aber ich wüsste nicht, dass ein bestimmter Vorgang, eine bestimmte Handbewegung, eine bestimmte Tätigkeit, könnte ich nicht sagen. Bei Ihnen, Herr Lindlau? Ja, also in Hiroshima habe ich mal einen Film gemacht. Das fiel mir auf, dass die Leute relativ schnell zwar Gedenkfeiern über den Bombenabwurf gemacht haben, aber es im Grunde überwunden hatten und schnell, relativ schnell vergessen hatten. Hm. Und das war für mich ganz überraschend. Also ich war sehr lange dort und das war eigentlich das, was mir immer wieder auffiel. Und was mich auch ein bisschen beruhigt hat, dass man selbst etwas so Schreckliches irgendwann vergessen kann. Mhm. Erstaunlich eigentlich. Mhm. Ich weiß es nicht, die Japaner können innerhalb von Minuten vergessen, um die Wahrheit zu sagen. Die kommen raus und sagen, ich wollte gerade mal sagen, mein Vater ist vorhin die Treppe runtergefallen, leider tot. Ja. Das ist enorm. Also ich lernte den Chirurgen kennen, der hat eine kleine Klinik gehabt in Hiroshima, mhm, direkt unter dem Abwurfpunkt der Bombe. Und der hat an diesem Tag war er außerhalb mit seinem Personal, mit seinen Schwestern, Krankenschwestern und Hilfskräften, mhm, und kam in eine Stadt zurück, die flach war. Mhm. Und er wusste nicht, was es war. Mhm. Und er gab mir dann ein Interview und sagte, also ich schämte mich, der einzig aufrecht stehende Mensch zu sein. Mhm. Ich habe mein weißes Hemd beschmutzt, damit ich auch so dreckig bin wie die ganzen Leute. Mhm. Wir haben Morphium gespritzt, solange wir hatten, und dann mussten wir eben aufhören. Diesen Film habe ich gemacht, der wurde dann leider konfisziert in Bayern. Der ging plötzlich, war der nicht mehr da, als der Strauß seine Anti-Atom Gegner beinahe in Wackersdorf einen Bürgerkrieg riskiert hätte, war plötzlich der Film weg. Der Die Film, Rolle verschwunden oder wie? Der ist einfach aus dem Archiv verschwunden, obwohl wir den ungefähr 20 Mal gesendet haben. Irgendwer hat ihn entwendet. Irgendwer, der ihn nicht mochte. Von Facebook kommt noch eine Frage an Ina Ruck von Nele. Wie viele Sprachen muss ein Korrespondent sprechen und ist es besser, wenn man die Landessprache spricht? Ich glaube, Sie können die Frage sehr eindeutig beantworten. Ja, natürlich ist es besser, wenn man die Landessprache spricht, weil man dann unmittelbar mit den Menschen reden kann, nicht angewiesen ist auf Dolmetscher und Übersetzer. Es ist allerdings in meinem Berichtsgebiet zumindest nicht möglich, alle Landessprachen zu sprechen. Es sind 17 Länder. Bei uns ist es so, dass sehr viele der ehemaligen Sowjetrepubliken immer noch das Russische in ihren Schulen weiter unterrichten. Das heißt, mit Russisch kommen wir ganz gut durch. Aber ohne die Sprache würde ich mich da sehr verloren fühlen. Ich darf noch mal eine Frage von einem Facebook-User stellen. Uli Waseda, wie sehr bedauern es die alten Weltspiegler damals nicht, die technischen Möglichkeiten von heute gehabt zu haben? Bedauern Sie es überhaupt? Überhaupt nicht, weil ich bin froh, wenn ich mein Handy bedienen kann. Also mit dem Ganzen, was mich jetzt umgibt, wäre ich verzweifelt. Ja, da ist natürlich was dran, das ist ein Problem. Andererseits muss man ehrlich sagen, man hätte natürlich damals ganz gerne mehr Technik und mehr technische Möglichkeiten gehabt, der Übermittlung des Reisens, des Telefonierens. Ja, das ist was anderes. Das muss ich ja nicht machen. Naja, wenn du als Korrespondent unterwegs bist, also, wer macht das sonst für dich? Ne? Na, das finde ich, da ist es schon ganz wichtig eigentlich, dass man die Technik, hätte man gern mehr gehabt. Andererseits hat es einen großen Vorteil. Ich habe das von Fritz Pleitgen ursprünglich gelernt. Wenn die Tagesredaktion aus Hamburg anrief und was wollte, und Fritz war gerade in etwas anderem am Arbeiten, ja? Die sagten, dann können Sie mit Herr Pleitgen heute Abend für die Sendung. Hallo, 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 ich kann Sie nicht verstehen. Und das ging in Russland sehr gut, weil die Verbindung mit dem Telefon war enorm schwierig. Wir hatten eine Sekretärin, die tat nichts als Telefongespräche anmelden und drehen den ganzen Tag. Also das hat auch so eine Vorteile. Diese Toleranz hätten heutige Redaktionen, glaube ich, nicht mehr. Weil auch die Technik perfekt ist. Ja, genau, das ist es. Es ist schön mitzuerleben, wie sehr unsere Zuschauer auch Anteil nehmen an unseren Sendungen. Und besonders schön ist es, wenn uns zum Geburtstag gratuliert wird.
ich schaue relativ wenig fern. Aber Weltspiegel finde ich einfach eine tolle Sendung, weil die auch einfach wirklich gute Themen aufgreifen, wo man auch wirklich neue Sachen erfährt. Und deswegen wünsche ich, dass der Weltspiegel sehr viel länger noch gesendet wird, weil es wirklich spannend ist. Das Reisen letztlich macht den Geist auf und somit ist die Berichterstattung, die von außen sozusagen kommt, die macht auch den Geist auf und das ist wichtig für Auseinandersetzungen und Verständnis. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sendung und vor allen Dingen finde ich das ganz toll, dass sie um vor acht läuft am Sonntagabend, wo möglichst viele Leute das sich angucken vom Tatort. Ganz tolle Sendung. Ein gutes Auslandsmagazin, wo man wirklich mal auch länger was über ein anderes Land sieht, finde ich sehr wichtig. Weil ich finde, wir schwimmen inzwischen oft so in der deutschen Suppe, dass man gar nicht mehr weiß, was schon in Belgien los ist. Und das ist ja noch sehr nahes Ausland. Also ich finde das gut. Und wenn die werden 50 dieses Jahr? Und ich auch. Da bin ich so alt wie dieses Magazin. Was sagt das über mich aus? Haben uns beide gut gehalten, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön für die Blumen, Thomas Hermanns. Wir haben eben in der Runde über die exotischen Seiten des Korrespondentenjobs gesprochen. Die andere Seite gibt es natürlich auch und um die soll es uns in den nächsten Minuten gehen. Jeder Auslandskorrespondent wird mit schlimmen Szenen konfrontiert, mit Menschen, die leiden müssen. Das geht manchmal so unter die Haut, dass man das Bedürfnis hat, nicht nur zu berichten, was unser eigentlicher Job ist, sondern auch selbst zu helfen. So ging es dem Kollegen Klaus Weidmann 2010 nach dem schweren Erdbeben in Haiti. Ein kleines Mädchen namens Michlanda hatte, wie viele andere, ihr Dach über dem Kopf verloren. Klaus Weidmann startete die Aktion Ein Haus für Michlanda und er ist zwei Jahre später nochmal hingefahren. Der Albtraum dauerte nur knapp eine Minute, dann lag die Hauptstadt in Schutt und Asche. Das Beben zerstörte Leben, Häuser, Existenzen. Die Erde fing an zu beben, erinnert sich Michelanda. Ich war zu Hause, mein Cousin ist rausgerannt, er wurde von einem Steinbrocken erschlagen, er starb. Mir fiel ein Brocken auf den Fuß, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. Michelanda kann wieder laufen, aber ihr Haus ist damals völlig zerstört worden. Wir haben alles verloren, wir haben auch unser Bett verloren, unseren Tisch, Stühle, Schuhe, Kleidung, meine Spielsachen und Geschirr. Anderthalb Jahre musste die Familie in einem Zeltlager verbringen. Erst eine private Spendenaktion des ARD-Teams hat es möglich gemacht. Es kam so viel Geld zusammen, dass Ingenieure für Michelanda und ihre Familie ein neues Haus konzipieren und bauen konnten. Und zwar genau dort, wo das eingestürzte Haus früher stand. Wir besuchen die Familie. Tatsächlich, das Haus steht so, wie es geplant war. Nur, wo wir Wohn- und Schlafzimmer vermuteten, türmen sich Kisten, Säcke und Konserven. Ein einziges Lager. Die Familie betreibt einen Kiosk. Damit verdient sie sich ihren Lebensunterhalt. Nur, wo wohnt Michlanda? Der Vater führt uns zu einem Hintereingang. Es geht ein Stockwerk höher. Vorbei an Baugerüsten und Mörtelmasse kommen wir dann in die eigentliche Wohnung. Sie ist einfach, aber liebevoll gestaltet. Das Geld dafür kommt von einer Bank. Weil die Familie den Kiosk betreiben kann, hat sie einen Kredit bekommen. Und damit wiederum kann sie sich einen bescheidenen Wohlstand leisten. Dazu gehört auch die Strom- und Wasserversorgung, Möbel und neue Kleider. Mit den Spenden aus Deutschland hat die Familie am Ende nicht nur ein Haus bekommen, sondern auch ein gesichertes Einkommen. Nachhaltige Entwicklung in Port-au-Prince. Seit dem Erdbeben sind in Haiti über 100.000 Häuser neu gebaut worden. Michlandas Haus ist eines davon. Wir sagen tausendmal Dankeschön und wir bitten Gott, euch zu beschützen, damit ihr auch weiter den Bedürftigen helfen könnt. Immer mehr provisorische Unterkünfte werden abgebaut, mit den wenigen Habseligkeiten umgezogen. Ehemalige Zeltstädte wieder öffentlich genutzt, zwei Jahre nach dem Erdbeben. Es tut sich was in Haiti langsam, aber es geht voran. Es sind natürlich immer nur Einzelfälle, in denen wir als Journalisten und Sie als Zuschauer helfen können. Trotzdem wollen wir im Weltspiegel nachhaltige Berichterstattung leisten.
Dazu gehört auch, dass wir Menschen zeigen, die mit viel Idealismus in ihrem Land etwas verändern wollen. In Kolumbien hat unser Korrespondent Stefan Scharf solch einen Menschen getroffen. Die ganz simple Idee, mit einem Esel Bücher in entlegene Gegenden zu bringen, hat Schule gemacht. Auch weil Journalisten sie in aller Welt verbreitet haben. Luis Soriano packt seine Bücheresel. Alpha und Beta heißen die Grautiere. Sie haben es sogar in einen Comic geschafft. Das Trio ist mittlerweile richtig berühmt. Ich bin sehr glücklich, dass mein Projekt nun auch international bekannt ist, erzählt Luis. Und ich bin hier nicht mehr der Einzige, der die Welt mit Büchern bevölkern will. In der Sierra Nevada hatten wir vor etwa 3 Jahren gedreht, wie Luis Kindern von Farmarbeitern Bücher brachte. Unter einem Zitronenbaum wurden sie unterrichtet, die Guerilla hatte ihre Schule zerstört. Alles fehlte, Schreibstifte, Papier, Bücher. Luis Soriano wirkte wie ein moderner Don Quixote, ein Einzelkämpfer, der die Welt verändern will, mit Büchern. 3 Jahre später sind wir in der Provinzhauptstadt Santa Marta zu Besuch bei der Stiftung Biblioburo, Bücheresel. Die Idee des Luis ist gewachsen. Freiwillige unterstützen ihn tatkräftig und reiten mit Eseln in die entlegene Provinz. Es ist toll zu sehen, wenn ein Kind zum ersten Mal ein Buch aufschlägt, erzählt Armando Perez. Und das motiviert uns natürlich bei unserer Arbeit. Die Freiwilligen spornt auch die internationale Anerkennung ihres Mentors an. In viele Länder Lateinamerikas hat man Luis eingeladen, aber auch nach Singapur und sogar Osttimor. Dort wurde er vom Präsidenten geehrt, sein Projekt inspiriert. Und auch in Kolumbien hört man nun auf den bibliophilen Propheten. Die Firma Cajamarc etwa unterstützt Luis und lässt handliche Transporttaschen im Dutzend anfertigen. Die Eselsbücherei läuft auf Hochtouren. Vor 3 Jahren haben wir zu Hause bei Luis im Dorf La Gloria gedreht. Dort hat er uns von seinem großen Traum erzählt, einer Bibliothek in seinem Haus für die Menschen in den umliegenden Dörfern. Damals war der Raum gähnend leer. Doch heute ist daraus eine richtige Bücherei geworden. Möglich gemacht haben das die Spenden der Weltspiegel-Zuschauer. Knapp 4.000 Euro kamen für Bücher und Regale zusammen. Vielen Dank an die Weltspiegel-Zuschauer, sagt Luis Soriano. Sie haben diese Bücherei Realität werden lassen und mit ihr können wir vielen armen Familien in der Gegend helfen. Ein Buch kann die Welt verändern, davon ist Luis überzeugt. Und das gilt gerade für seine Schüler, die in ihrem Leben nur Armut und Gewalt kennengelernt haben. Mir gefallen die Geschichten in den Büchern, sagt er. Und sie meint, diese Bücherei ist ein Schatz für unser Dorf. Hier können wir viel lesen und unsere Hausaufgaben machen. Die Eselstouren von Luis Soriano sind nicht ungefährlich. Immer wieder wurde er von Banden bedroht. Auch im Comic wird dieses Klima der Gewalt thematisiert. Luis weiß, Kolumbien leidet immer noch unter dem Konflikt zwischen Guerilla und Paramilitärs. Wir haben eine Generation von Kindern, die nur mit Gewalt aufwächst. Deswegen müssen wir ein anderes Bewusstsein schaffen. Wir müssen das Denken unserer Bevölkerung grundlegend ändern. Los habitantes de nuestras comunidades. Die Welt verändern, das geht am besten mit Büchern.
In einem anderen Provinznest wird eine weitere Schulbücherei feierlich eingeweiht. Louis ist der Ehrengast. Seine Idee wirkt ansteckend. Hier haben sich die Lehrer der örtlichen Schule zusammengetan und Bücher gesammelt. Louis Soriano hilft bei solchen Projekten tatkräftig mit. Mit seinem Namen lässt sich leichter etwas bei potenziellen Spendern erreichen. Er ist sehr wichtig für uns, sagt die Lehrerin, denn er ist für uns ein Beispiel, das uns anspornt, es ihm gleich zu tun. Zurück nach La Gloria in die neue Bücherei des Louis. Unter den Kindern verteilt er Blätter aus einem Comicheft. In dem renommierten Colors Magazin, das in mehreren Sprachen herausgegeben wird, ist die Geschichte des Louis Soriano als Cartoon erschienen. In der Ausgabe über Superhelden widmet man dem Kolumbianer ein ganzes Kapitel. Die Eselsbücherei wird nun selbst zur Vorlage für Bücher. Das ist schon fantastisch, meint Louis. Dass meine Geschichte in so einem renommierten Magazin vorkommt, das ist ein Traum. Und dann sattelt er zusammen mit Freiwilligen wieder die Esel. Louis Soriano ist kein Einzelkämpfer mehr. Ein Buch kann die Welt verändern. Diese Idee wirkt in den Bergen Kolumbiens ansteckend. Ja, die Idee hat ansteckend gewirkt, aber sicher auch das Bild. Der Mann, der Esel, das Buch. Solche Bilder lösen etwas aus und das ist der Vorteil des Mediums Fernsehen. Bilder können manchmal große Emotionen hervorrufen. Im Februar haben wir im Weltspiegel einen Beitrag unseres Korrespondenten Thomas Aders gesendet über die Spätfolgen von Uranmunition aus dem Irakkrieg. Pro Grab ein halber Quadratmeter, mehr braucht man nicht für die kleinen Körper. Der Kinderfriedhof von Basra, auch Plastikblumen, spenden kaum Trost. Das liebevolle Grab von Abdallah ist eine Ausnahme, gestorben am 3. Januar, 9 Monate alt, seine Speiseröhre war deformiert. Die Eheleute Rahim betrauern ihren jüngsten Sohn und gleichzeitig haben sie Angst um Abbas und Khalid. Die Ärzte sagen, auch sie sind verstrahlt. Früher kannten wir Diabetes oder Bluthochdruck, aber doch nicht solche Krankheiten. Diese verdammten Kriege sind schuld. Das sind doch Kinder, die haben noch kein Immunsystem. Nebenan wird ein frisches Grab ausgehoben, fast schon auf dem Gehweg. Der Platz wird knapp. 3 Generationen von Totengräbern. Großvater Askar, Sohn Amir und Enkel Karim. Umgerechnet zwischen 30 und 50 Euro verlangen die Privatunternehmer für eine letzte Ruhestätte. Im Irak ist das sehr viel Geld. Das Notizbuch füllt sich mit Namen, Daten, ungefähren Lagebeschreibungen und manchmal auch mit persönlichen Bemerkungen. 10 Jahre nach dem Irakkrieg werden immer mehr missgebildete Kinder beerdigt. Das macht selbst Totengräber sprachlos. Manchmal beerdigen wir Kinder mit 4 Händen oder mit 3. Manchmal haben die Körper 2 Köpfe. Es gibt jede Art von Missbildung, die man sich vorstellen kann. Manchmal ist der Kopf völlig deformiert und die Augen liegen nicht vorn, sondern oben. Besuch in den Kinderkrankenhäusern von Basra. Die Betten auf allen Stationen sind belegt. Die Zahl der Krebsfälle ist in den vergangenen 10 Jahren drastisch angestiegen. Gehirntumore, Knochenkrebs, körperliche Missbildungen und immer wieder Blutkrebs. 1200 junge Patienten in der staatlichen Kinderklinik leiden unter Leukämie. Die Überlebenschance beträgt 50%. Visite bei dem 16-jährigen Karar. Obwohl er immer häufiger Transfusionen bekommt, verschlechtern sich seine Blutwerte. Am ganzen Körper haben sich Hämatome gebildet. Vor 1990 hatten wir etwa 15 neue Leukämiefälle pro Jahr. Diese Zahlen sind nach dem ersten Golfkrieg deutlich angestiegen. Und nach dem Irakkrieg 2003 bis heute haben wir Rekordwert von bis zu 209 Fällen pro Jahr. Kinder in Fallujah, Bagdad und wie hier in Basra,
Opfer des Irakkrieges noch heute. Amerikaner und Briten, die damals Uranmunition eingesetzt hatten, leugnen jeden Zusammenhang zwischen erhöhter Strahlung und der Zunahme von Krebs. Und auch die Ärzte lassen die Fakten für sich sprechen. Erstens die hohe Anzahl von jungen Krebspatienten. Zweitens die häufigen Todesfälle und drittens die extreme Zunahme von Missbildungen. Manchmal schießen selbst die Ärzte ein Foto zu Dokumentationszwecken, wie bei diesem Kind mit Wasserkopf. Solche Fälle sind eindeutig auf den Einsatz von Uranmunition zurückzuführen. Die Krankheiten dieser Kinder sind eine Folge der Kriege im Irak. Solche Patienten kommen täglich zu uns, speziell nach dem letzten Irakkrieg. Hier auf den Wüstenflächen um Basra herum hatten die Kämpfe getobt, damals im März 2003. Die Koalition der Willigen hatte zwischen 1 und 2000 Tonnen uranhaltige, panzerbrechende Munition eingesetzt gegen das Militär von Saddam Hussein. Hayak Fraul ist Strahlenexperte und arbeitet im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Die drittgrößte Stadt des Irak ist heute fast vollständig gesäubert von radioaktivem Kriegsmaterial. Doch noch immer werden sie fündig. Heute ist Hayaks Team unterwegs im Industriegebiet Hamdan, südlich des Stadtzentrums. Schutzkleidung ist Standard, die Experten wollen nicht selbst zu Strahlenopfern werden. Noch immer zeugen Geschosse und Granaten von den Kämpfen, die hier getobt haben. Die Grundstrahlung beträgt zwischen 8 und 11 Mikrorem, das ist gesundheitlich unbedenklich. Nebenan klauben Schrotthändler an Stahl zusammen, was sie verkaufen können. Von Uran haben sie noch nie etwas gehört. Dann untersuchen die Experten einen Panzer, Hauptziel der besonders schweren Uranmunition, die durch Stahl hindurchgeht, fast wie ein Messer durch Butter. Der Geigerzähler rattert plötzlich los. 1800 Mikrorem. Hier sind es über 1800 Mikrorem, sagt Hayek. Also, das ist ein Wert, der 180 Mal höher liegt als die natürliche Belastung. 180 times more than the background radiation. In der Praxis des Neurochirurgen Dr. Mahmoud. Wie jede Woche wird der 5 Monate alte Yusuf behandelt. Aus seinem Wasserkopf zieht der Arzt eine Spritze mit Flüssigkeit nach der anderen heraus, um den Druck zu senken, insgesamt 50 Milliliter. Eine Prozedur, die wir nicht filmen wollen. Von der Brust an abwärts gelähmt ist der Junge, die Füße sind verwachsen, der Rücken ist offen. Und das sind nur die sichtbaren Symptome. Mehrere innere Organe sind geschädigt. Durch das krankhafte Wachstum des Kopfes ist das Gehirn des Strahlenopfers auf die Größe einer Zitrone geschrumpft. Solche Kinder zu sehen, das ist eigentlich unbeschreiblich. Die Behörden liefern zwar Medikamente an die Kliniken, aber bei Kindern wie unserem Yusuf hier verweigern sie jede Hilfe. Man müsste ihn dringend in eine Spezialklinik bringen, ins Ausland, wo man ihm besser helfen kann. Doch die Behörden sagen schlicht und einfach, nein, solche Fälle sind hoffnungslos. Und dann fügt er noch leise einen Satz hinzu, aber das ist doch eine Frage der Menschlichkeit. Letzter Besuch vor unserer Abreise auf dem Kinderfriedhof von Basra. Beerdigungen ohne Unterbrechung, persönliche Tragödien, menschliche Schicksale spielen sich im Halbstundentakt ab. Bis zur Mittagszeit sind 6 Kinder begraben worden. Auch die Familie Razak ist hierher gekommen. Ihre neugeborene Tochter Atyaf ist in der Nacht gestorben. Nirgendwo finden wir einen Platz für ein Grab, klagen die beiden. Wir suchen schon die ganze Zeit. Schließlich finden sie dann doch noch einen winzigen Flecken. In 5 Minuten ist das Grab ausgehoben und Atyaf kann beerdigt werden. Sie starb durch Atemstillstand nach Herz-Kreislauf-Versagen. Sie wurde 3 Tage alt. Damit gehört das Mädchen schon in die Gruppe der Älteren. Die meisten sterben gleich bei der Geburt.
Das war ein schwerer Beitrag, der auch uns hier in der Redaktion betroffen gemacht hat. Trotzdem hatten wir nicht mit dem gerechnet, was dann nach der Ausstrahlung passiert ist. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durch unser Publikum. Wir haben unzählige Zuschriften bekommen von Menschen, die helfen wollten. Tja, aber was tun? Wir sind ein Fernsehsender und keine Hilfsorganisation. Wir dürfen eigentlich keine Spenden sammeln. Unser Autor Thomas Aders hat sich dann aber an eine NGO gewandt und hat auch Kontakte hergestellt zwischen den Kindern aus Basra und Ärzten in Europa, die sie behandeln wollen. Auf der Weltspiegel-Facebook-Seite ist der Bericht von Nahostkorrespondent Thomas Aders Spitzenreiter. Viele Zuschauer sind nicht nur berührt, sie melden sich per Mail bei uns und wollen aktiv werden. Ihr Ansprechpartner, die Nichtregierungsorganisation Future for Kids. Nach dem Beitrag im Weltspiegel hat uns wirklich eine Riesenwelle überflutet. Hunderte von Menschen haben gespendet, viele haben angerufen. Die Leute waren sehr, sehr engagiert. Es war eine sehr emotionale Sache. Besonders das Schicksal des kleinen Yusuf im Bericht von Thomas Aders hatte im Februar starke Reaktionen ausgelöst. Aus seinem Wasserkopf zieht der Arzt eine Spritze mit Flüssigkeit nach der anderen heraus, um den Druck zu senken, insgesamt 50 Milliliter. Eine Prozedur, die wir nicht filmen wollen. Inzwischen sind viele tausend Euro zusammengekommen. Sie sollen demnächst in Basra eintreffen. Beim zweiten Besuch des ARD-Teams ist der Chirurg Mahmoud Swadi erstaunt über das Engagement der deutschen Zuschauer. Wir danken der Sendung Weltspiegel für die Unterstützung. Sei es nun Geld, Geräte oder was immer. Deutsche und österreichische Mediziner haben angeboten, die Ärzte in Basra mit Fachwissen zu unterstützen. Es freut uns und gibt uns Hoffnung, dass Menschen in anderen Ländern das Leiden der Iraker spüren. Besonders das der Kinder von Basra, die den Strahlen der Uranmunition am stärksten ausgesetzt sind. Und wenn alles gut geht, werden einzelne Kinder zur Behandlung nach Europa reisen können. Was wir eben in den Filmen gesehen haben, sind Einzelfälle, in denen die Weltspiegel-Zuschauer helfen wollen. Ich möchte die Frage jetzt aber auch noch mal hier in der Runde stellen. Unser Job ist ja eigentlich das Berichten. Dürfen, sollen wir helfen? Dagobert Lindlau, Gerd Ruge, Ina Ruck. Ja, natürlich können wir helfen, indem wir andere Menschen dazu auffordern und ihnen vorführen, wo Hilfe geleistet werden muss. Mehr können und dürfen wir eigentlich nicht tun, dass wir nebenbei, wie der Gerd Ruge das geschildert hat, gelegentlich auch selber durch Verbindungen und andere Dinge helfen, steht auf einem anderen Blatt. Ina, wie siehst du es? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bin selbst total anfällig für solche Geschichten. Und ich habe es zigmal erlebt, dass ich berichtet habe und am Ende gar nicht mehr so richtig, also auch selbst aus meiner Rolle gefallen bin. Dass ich gemerkt habe, ich will eigentlich diesen Film genau deshalb machen, damit den Leuten geholfen wird. Und das ist schlecht. Das ist nicht mein Job, aber das ist wirklich für mich immer ein ganz, ganz schwieriger Fall. Ich habe solche Situationen erlebt und da bin ich manchmal an der Grenze meiner Professionalität, weil ich selber merke, das fasst mich so an, dass ich selber helfen will oder Leuten dabei helfen will zu helfen, dass mich das schon richtig antreibt, diesen Film zu machen. Das ist nicht gut, aber das ist meine Schwäche in der ganzen Geschichte. Gerd Ruge, glauben Sie, dass sich die Welt durch Ihre Arbeit, wie die Zuschauer sagen, ein wenig verändert, vielleicht sogar verbessert hat? Mein Gott, die ganze Welt? Ja. Das ist ein bisschen viel verlangt. Nein, aber ich glaube schon, dass im Laufe der Jahre Sendungen wie Weltspiegel auch andere Sendungen, die also ernsthaft berichten über das, was in der Welt vorgeht, was sich vielleicht ändern lässt, dass die was geändert haben, was beigetragen haben, ganz sicher. Und wenn es das nicht gäbe, gäbe es viel größere Schweinereien und Gemeinheiten, als es heute gibt. Christopher Stolzenberg fragt uns über Twitter, oft werden sehr arme Menschen interviewt, zum Beispiel Flüchtlinge, die in großer Not leben. Wie geht man als Korrespondent damit um, ihnen von sich aus etwas zu spenden, könnte ja als Honorierung für ihren Beitrag angesehen werden. Nichts zu geben belastet ganz sicher das Gewissen. Was also tun? Ganz schwierige Frage, weil man Menschen auch beleidigen kann, wenn man ihnen Geld anbietet. Und das ist nicht zu unterschätzen. Aber wir haben da so eine Regel getroffen, dass wir
wenn ein Mensch sehr viel Zeit dafür opfert, mit uns zu arbeiten, dass wir sagen, wir honorieren ihre Zeit in manchen Situationen. Das ist, braucht man Fingerspitzengefühl, es ist manchmal angebracht, manchmal nicht. Aber es ist nicht so, dass wir Leute bezahlen, damit sie uns bestimmte Dinge erzählen oder bestimmte Sachen tun. Aber es gibt Situationen, wo jemand wirklich sich den ganzen Tag Zeit nimmt, um uns bestimmte Dinge zu erzählen und zu zeigen, und warum diesen Menschen dann nicht auch... Sehe ich auch so. Es ist auch schwer, in so einem ganz armen Umfeld zu drehen. Ja, und sicher. Da zu arbeiten, ohne irgendetwas zu geben, oder? Es ist total schwierig. Also ich habe auch schon Situationen erlebt, wo das ganze Kamerateam die dicken Jacken dagelassen hat. Weil wir alle gesagt haben, meine Güte, wir kaufen uns so eine verdammte Jacke, wenn wir zurück in Moskau sind, und die brauchen sie hier. Aber das ist halt wirklich eine ganz schwierige Gratwanderung. Man kann auch ausgenutzt werden in so einer Situation. Man muss unheimlich aufpassen. Das ist wirklich eine Sache von Bauchgefühl, Fingerspitzengefühl, und wir sind keine Hilfsorganisation. Das muss ich mir ständig sagen, weil ich bin da echt anfällig. Aufrichtige und wahrhaftige Berichterstattung sozusagen. Möglichst versuchen, objektiv zu sein und genau hinzuschauen. Vielleicht wie ein Arzt, der seziert oder der operiert, der genau hinschaut, aber mit offenem Auge. Dagobert Lindlau. Ein Zuschauer fragt, wird man zum Zyniker? Spüren Sie eine Wirkung Ihrer Arbeit? Also zum Zyniker wird man ganz sicher nicht. Ich kenne auch keinen Kollegen, der zum Zyniker geworden wäre. Zynismus ist in unserem Beruf im Grunde das Ende. Wenn das anfängt, muss man aufhören. Und das merkt auch die Umgebung und lässt einen nicht weitermachen. Aber ja, die Hoffnungslosigkeit droht einen manchmal zu übermannen, weil man weiß, man berichtet hin und es ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ein paar Organisationen, also Ärzte ohne Grenzen und so weiter, die sehr viel tun. Und wenn wir darüber Filme gemacht haben, dann hat das denen genützt und indirekt wieder den Leuten, für die sie gearbeitet haben. Die hinfahren, also nicht von hier aus spenden, sondern die hinfahren und arbeiten kostenlos. Aber Zyniker, nein. Da schließt sich noch die Frage an von Mimi Sievering. Auf Facebook beunruhigt Sie als Korrespondenten, die ja einen Einblick in die Gesellschaften vieler Länder haben, die Entwicklung in der Welt. Das ist jetzt eine weite Frage, aber nach 50 Jahren kann man sie, glaube ich, mal stellen. Ja. Sehr beunruhigt dann die Entwicklung, ja. Mich schon. Würde ich auch sagen, aber ich könnte den Finger nicht drauf legen, dass an dieser Stelle, an jener Stelle entsteht die nächste schreckliche Geschichte. Wir sehen ja nur, dass die Entwicklung, die wir für überwunden hielten, und dann wiederholen in der einen oder anderen Form. Und das ist natürlich sehr belastend. Sie, liebe Zuschauer, und auch wir werden hier tagtäglich von einer regelrechten Informationsflut erschlagen. Alles aus frei zugänglichen Quellen. Aber das ist längst nicht überall selbstverständlich. Es gibt Länder, da zittern die Mächtigen vor der Pressefreiheit und sie wehren sich dagegen mit allen Mitteln. Mit Bedrohung der Journalisten, ihrer Familien und Mitarbeitern und mit staatlich verordneter Zensur. Bittere Erfahrungen mit den Behörden machten auch unsere beiden Korrespondentinnen in China, Christine Adelhardt und Ariane Reimers, die sich in einem kurzen Porträt zunächst vorstellen. Ja. Das ARD-Studio Peking ist seit 1985 in diesem Haus. In unserem Live-Studio bereitet sich meine Kollegin Ariane Reimers auf eine Schalte nach Deutschland vor. Hallo Hamburg, könnt ihr mich schon hören? Birker Landwehr arbeitet zusammen mit Chen Jiayan in unserem Sekretariat. Deutsches Fernsehen, oui, ni hao. Schon mal. Ruven Schröder, der Cutter, schneidet aus Bildern Fernsehgeschichten. Zusammen mit unseren beiden Producerinnen Chen Lu und Yu Xiumei recherchieren wir Themen und bereiten Drehreisen und Interviews vor. Wenn's ans Drehen geht, steht er hinter dem Objektiv. Kameramann Ronald Schütze. Martin Reier kümmert sich um den Ton und ist zuständig für die Studiotechnik. Und er kennt jeden Schleichweg in Peking. Unser Fahrer Li Mingyi. Sie sind eingesperrt. Ihre Namen werden von Wahllisten gestrichen. Protest unterdrückt. Sie werden überwacht
Und wer über sie berichtet, bekommt es mit der Polizei zu tun. Unabhängige Kandidaten, qua Gesetz erlaubt, tatsächlich aber nicht gewollt. Das einfache Bürger an den Wahlen teilnehmen ist ein relativ neues Phänomen in China. Manche Lokalregierungen unterstützen das, andere aber behandeln unabhängige Kandidaten wie Feinde, die die Regierung stürzen wollen und die öffentliche Ordnung stören. Liu Ping ist von ihrer Firma entlassen worden. Klagen dagegen bleiben erfolglos, so geht es vielen. Daher beschließt die 47-Jährige, als Kandidatin für das Lokalparlament anzutreten. Ich werde mich für die Rechte von Arbeitern einsetzen, verspricht sie im Internet und wirbt um Stimmen. Als gewählte Abgeordnete hat man großen Einfluss. Man kann unqualifizierte Beamte abwählen und Kandidaten für die lokalen Gerichte vorschlagen. Kurz vor dem Wahltag, die Polizei verschleppt Liu Ping und zitiert ihre Unterstützer zum Verhör. Erst nach der Wahl kommt sie wieder frei. Wir wollen mit ihr sprechen. Doch kaum in der Stadt angekommen, werden wir verfolgt. Männer in abgedunkelten Autos. Wohin wir auch fahren, sie bleiben dran. Und zur gleichen Zeit setzt die Polizei Liu Ping fest. Sie soll nicht mit uns sprechen. Ihr Telefon abgeschaltet. Die Lokalregierungen haben Angst, dass einfache Bürger aufbegehren und wählen gehen. Warum sollen sie vor Liu Ping Angst haben? Sie ist nur eine entlassene Arbeiterin. Aber wenn sie gewählte Abgeordnete wäre, dann sähe die Sache anders aus. Li Fan beobachtet seit Jahren Lokalwahlen in ganz China. Wer 10 Unterschriften von Unterstützern vorweisen kann, darf kandidieren. So steht es im Gesetz. Tatsächlich aber versucht die Kommunistische Partei, nur die von ihr ernannten Kandidaten zur Wahl zuzulassen. Liang Xuxin, der 35-Jährige, macht Straßenwahlkampf. Die nötigen 10 Unterstützer hat er schnell beisammen. Erst streichen die Behörden seinen Namen von der Liste. Angeblich sind nur Frauen und Parteikandidaten erlaubt. Dann lassen sie ihn doch zu. Demonstration vor dem Wahllokal. Liang ist nicht gewählt. Die Bürger wittern Betrug. Beweisen aber können sie es nicht. Die Stimmauszählung überwacht die Kommunistische Partei. Und notfalls sorgt sie auch dafür, dass linientreue Wähler überwiegen. Die Wahl in diesem Bezirk war dieses Jahr sehr umkämpft. Um wählen zu dürfen, muss man sich registrieren lassen. Viele der registrierten Wähler haben unabhängige Kandidaten unterstützt. In der Nacht vor dem Wahltag gab es plötzlich 200 Wahlberechtigte mehr. Keiner weiß, wo diese zusätzlichen Wähler herkamen. Yao Lifa, er gilt als der Urvater aller unabhängigen Kandidaten. 1999 hat er es tatsächlich ins Lokalparlament geschafft. Auch dieses Jahr will er wieder kandidieren. Und er informiert andere über das Wahlgesetz, erklärt, dass jeder Bürger kandidieren kann. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst nur euer Antragsformular abgeben. Erst danach beginnen die Schwierigkeiten. Auch auf dem Land klärt Yao Bürger über ihre Rechte auf. Viele haben noch nie im Leben einen Wahlzettel gesehen. Für sein Engagement zahlt er einen hohen Preis. Seit Anfang des Jahres steht er unter Hausarrest. Einmal gelingt es Journalisten, ihn zu besuchen. Die meisten Beamten in China sind korrupt. Es gibt keine Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Die Bürger können sich nicht wehren oder klagen. So sieht es aus. Dagegen müssen wir kämpfen. Mitten im Interview stellt jemand den Strom ab. Ein paar Tage später ist Yao Lifa verschwunden. Die Regierung hatte keine rechtliche Handhabe gegen Yao. Er hat nichts Ungesetzliches getan. Sie konnten ihn nicht von der Polizei festnehmen lassen oder ihn vor Gericht stellen. Also haben sie ihn einfach verschleppt. Seit Wochen keine Spur von Yao. Wir wollen mit seiner Frau sprechen. Vor dem Eingang ihres Wohnblocks eine Gruppe von Bewachern.
Ihr müsst euch hinten reinschleichen, ruft uns Feng Ling zu. Seit sie ihren Mann abtransportiert haben, steht auch sie unter Hausarrest. Im Treppenhaus dubiose Typen. Bevor sie uns aufhalten können, verschwinden wir schnell in der Wohnung. Gewaltsam wollen sie uns nach. Sie sitzen den ganzen Tag vor der Tür. Ich kann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Und mein Telefon haben sie jetzt auch abgestellt. Sippenhaft. Gelegentlich lassen die angeheuerten Schergen Verwandte zu Feng Ling, die ihr Lebensmittel bringen. Wo ihr Mann ist, weiß sie nicht. Keiner gibt Auskunft. Monatelang halten sie ihn jetzt schon gefangen, ohne seine Familie zu informieren. Sie sagen nicht, wie lange, warum und wo sie ihn festhalten. Sie haben ihn verschleppt. Warum geben sie nicht einmal das zu? Ich habe große Angst wegen seiner Gesundheit. Mehrfach hat die Polizei ihre Wohnung durchsucht, ohne Durchsuchungsbeschluss. Alle Unterlagen ihres Mannes beschlagnahmt. Nur dies hat sie verstecken können. Ein Exemplar des Leitfadens für unabhängige Kandidaten. Die Lokalregierungen fürchten, dass einfache Bürger Demokratie fordern und die Regierung kritisieren könnten. Dabei haben unabhängige Kandidaten auf dieser untersten politischen Ebene kaum Einflussmöglichkeiten. Aber unsere Regierung lässt nicht die leiseste Kritik zu. Liu Ping ist wieder frei. Sie will ebenso wie Liang Xuxin gegen die Wahl klagen. Erfolgsaussichten gleich null. Yao Lifa und seine Familie werden weiter terrorisiert. Und lokale Machthaber setzen Dutzende andere Kandidaten unter Druck. Mit Journalisten über ihr Schicksal zu sprechen, davor haben die meisten schlichtweg Angst. Keine einfachen Arbeitsbedingungen für unsere Korrespondentin in Peking. Mit ihr bin ich jetzt live verbunden. Hallo Christine Adelhardt, wie viel Uhr, mal nebenbei gefragt, ist es jetzt eigentlich bei Ihnen? Bei uns ist es 2:30. Oh, bei uns hat der Tag gerade angefangen, bei uns ist es 9:30 morgens. Also für uns eine ganz angenehme Zeit. Wenn es so schwierig ist, für Oppositionelle mit Journalisten zu sprechen, wie schaffen Sie und Ihre Mitarbeiter das dann trotzdem, genau diese Menschen vor die Kamera zu kriegen? Also da müssen wir uns auf unsere Producer verlassen, unsere chinesischen Mitarbeiter. Die sind erstens sehr, sehr gut vernetzt, kennen viele Leute, wissen, wen man am besten wo anspricht, wie man auch am besten vermeidet, in Kontakt zu kommen mit der Polizei gleich am Anfang. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir mit Menschen sprechen. Telefone wechseln, SIM-Karten wechseln. Die Vorbereitung, so jemanden wie in dem Bericht jetzt, die wir da besucht haben, diese Frau, also solche Reisen vorzubereiten, dauern sehr, sehr lange und erfordern sehr viel Recherche und dann auch vor Ort immer die Frage, sollen wir das jetzt machen, schaden wir den Leuten, helfen wir den Leuten. Also das ist ein sehr sensibles Vorgehen und ist auch immer etwas, worüber man sehr, sehr lange nachdenkt und immer hofft, dass es am Ende dann gut ausgeht. Sie haben eben Ihre chinesischen Mitarbeiterinnen angesprochen. Werden die denn von den Behörden in Ruhe gelassen oder möglicherweise auch drangsaliert? Also das kommt immer drauf an. Bei unserer normalen Arbeit fällt das eher weniger auf. Ich weiß aber von sehr vielen anderen meiner Kollegen, dass grundsätzlich eigentlich die chinesischen Mitarbeiter regelmäßig von der Staatssicherheit zum Teetrinken eingeladen werden. Das ist manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Druck. Da wird dann gefragt, an welchen Geschichten arbeitet ihr, mit wem habt ihr Kontakt, das müsst ihr uns sagen. Zum Teil gelingt es dann, Informationen zu geben. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie es wohl auch in der DDR gewesen sein muss, dass da ganz viele Informationen von der Stasi gesammelt werden. Manche sind hilfreich, manche sind auch nur nutzlos, aber man sammelt sie. Das ist ein Druck. Es gibt
Den anderen Druck aber von vor Ort, da stoßen wir ja dann oft darauf, dass uns Regierungsvertreter begleiten, dass die Polizei vorbeikommt. Da merken wir immer wieder, die sprechen gar nicht mit uns. Die versuchen uns gar nicht so sehr unter Druck zu setzen, sondern eben genau die chinesischen Mitarbeiter. Warum helft ihr den Ausländern? Ihr seid Verräter, ihr dürft die nicht unterstützen. So werden sie unter Druck gesetzt. Und natürlich, wenn es zu eher gewaltsamen Rangeleien kommt, dann sind es auch insbesondere die chinesischen Mitarbeiter, die darunter am meisten zu leiden haben. Sie und Ihr Team, Christine, sind ja auch selbst schon richtig bedroht worden. Das ist noch gar nicht so lange her und wir sehen jetzt gleich ein paar Bilder dazu. Fast backward and close the window. Fast backward. Fast backward. Fast. Fast. Go fast. Okay, now a left turn. Fast left turn. And leaving. Fast. Ja, das war bei einem Dreh Ende Februar in der Provinz. Mehrere Autos haben sie damals verfolgt. Männer greifen mit Baseballschlägern an, zertrümmern die Windschutzscheibe. Wie sind sie eigentlich da entkommen, Christine? Es war eigentlich eine völlig absurde Situation, eine Autojagd quer durch eine Stadt auf einer mehrspurigen Straße, dass da nichts passiert ist, schon in dem laufenden Verkehr, ist wirklich ein Wunder. Da hatten wir sehr viele Schutzengel um uns herum. Uns ist es gelungen, uns aus dieser Umklammerung von Autos zu befreien. Und wir haben dann am Straßenrand zwei einfache Verkehrspolizisten gesehen, haben dort angehalten und die um Hilfe gebeten. Und wir hatten natürlich vorher schon bei der Polizei angerufen und um Hilfe gebeten. Die dann herbeikommende Polizei, der ist es dann gelungen, diese Leute davon abzuhalten, weiter mit ihren Baseballschlägern auf uns einzuschlagen und die Situation einigermaßen zu beruhigen. Also da hatten wir sehr viel Glück. Sie sind nicht eingeschüchtert worden? Eingeschüchtert von wem? Ja, durch dieses Erlebnis. Ach, jetzt durch das Ereignis? Ja. Ja, natürlich. Also nach so einem Erlebnis, ja, das muss man erstmal verarbeiten. Das steckt man auch nicht so schnell weg. Also ich hatte ja gesagt, es geht vor allem auch um die chinesischen Mitarbeiter. Die wären die ersten gewesen, wenn unsere Scheibe zertrümmert worden wäre, die man dann tatsächlich auch verprügelt hätten. Und wir, das deutsche Team, dann vielleicht die nächsten. Nee, wir haben darüber sehr intensiv gesprochen. Wir sprechen da immer noch drüber. Wir versuchen uns auf Reisen gut vorzubereiten. Man muss aber auch sagen, dass dieses Ereignis wirklich eher untypisch ist, sehr ungewöhnlich. Das ist nicht die Regel hier in China, dass wir bedroht werden, dass wir angerempelt werden, dass wir manchmal auch uns die Kamera weggenommen wird oder Filmmaterial entwendet. Ja, das kommt sehr oft vor. So eine Brutalität habe ich nicht erlebt. Deswegen, ich glaube, man darf es nicht überdramatisieren, aber man muss eben in Zukunft noch vorsichtiger sein, in dem, wo man hingeht und versuchen, Risiken möglichst genau abzuwägen. Wir wünschen uns und Ihnen noch viele interessante Berichte und Glück beim mutigen Arbeiten. Vielen Dank, Christine Adelhardt, nach Peking. Happy birthday to you, dear speaker. من یک صیاد بندر عباسی هستم. تولد ویشپیگل مبارک باد. For me, the Raven Master at Her Majesty's Royal Palace and Fortress, the Tower of London, and for Moonin, the Raven, happy birthday, Welt Spiegel. Ippi, upi manda, ahangapi, zutin, este, Welt Spiegel. Happy birthday, Welt Spiegel! Feliz cumpleaños, feliz Welt Spiegel, ne? Welt Spiegel! Yona bisela suzwindi ufana na suzola zifala ndifuloleza hi birthday ya 50 years well speaking. Nur einer unserer Korrespondenten trägt immer Hut. Sie wissen, wen ich meine. Es ist unser Südostasien-Korrespondent Robert Hettkemper, Chef im Studio Singapur. Und da will ich mal kleben. Er ist zuständig für 11 asiatische Länder, dazu Australien und Neuseeland. Der Mann mit dem Hut ist bekannt für seine originellen Weltspiegelbeiträge. So reiste er 2007 nach Papua-Neuguinea auf der Suche nach den Kannibalen, die aus den Köpfen der Toten Trophäen machen. Und ich ziehe aus Ehrfurcht vor diesem Korrespondenten und vor allen unseren Korrespondenten den Hut. Doch zunächst weniger blutrünstig, ein kurzes Studioporträt aus Singapur und dann zu den Jägern der verlorenen Schädel. Wir sind in Singapurs Chinatown. Und dieses blaue Haus hier ist das ARD-Studio für Südostasien.
Von hier aus bereisen wir das tropische Asien auf der Suche nach Geschichten. Fernsehkorrespondent und Studioleiter Robert Hietkemper. Junior-Korrespondent Norbert Lübbers als freier Mitarbeiter. Studiosekretärin Simonetta Fornasier. Videokötterin Yvonne Buchholz. Die Safran-Revolution der Mönche von Myanmar macht weltweit Schlagzeilen, wir berichten. Wir sind vor Ort, wenn Indonesiens Vulkane ausbrechen oder wenn in Australien der Busch brennt. 11 Länder in Asien, dazu Australien und Neuseeland, ein riesiges Berichtsgebiet. Tonmann Frank Wahlbaum und Kameramann Thomas Buchholz beim Aufbruch zur nächsten Reise. Effendi Ben Musa fährt den Bus und ist unser Mann für alles. Der Sepik ist einer der großen Dschungelströme der Erde. Über 1000 Kilometer lang windet er sich ins dunkle Herz von Papua-Neuguinea. Wir sind unterwegs auf der Suche nach Kopfjäger-Trophäen. In einem 40 Jahre alten Buch aus dem Berliner Völkerkundemuseum sind sie beschrieben als Kunst der Kannibalen vom Sepik. In diesem Dorf, so hieß es, lebt Adam, ein Schädelkünstler. Aber wir finden nur Holzmasken. Adam ist nicht da, sagt Alois, unser Führer. Alois zeigt den Bewohnern des Dorfes Prognau unser Buch mit der Schädelkunst. Alois Matthäus ist seit 16 Jahren Fremdenführer am Sepik. Er selbst hat noch keinen solcher Schädel im Original gesehen. Die Dorfbewohner ebenfalls nicht, sagen sie. Mit Kopfjägerei und Kannibalismus ist es weitgehend vorbei am Sepik. Darauf beruhte die Schädelkunst. Die Köpfe erschlagener Feinde, aber auch die von geliebten Ahnen wurden verziert und ausgestellt. Morgen werden wir weitersuchen. Bei der Küstenstadt Wewak waren wir auf eine erste Spur gestoßen. Ralf Stüttgen aus Berlin, einst katholischer Missionar, heute Kunsthändler. Das hält sich alles nicht lange. In anderen Ländern, da haben sie tausende Stücke, die sind 1000 Jahre alt. Ja, ne? Ja, hier, das gibt es hier nicht. Es gibt ein paar Steinwerkzeuge, die findet man noch. Aber sonst so Zeug, ja, das hält 30 Jahre oder vielleicht 100 Jahre. Solche Kunst verrottet schnell im feuchtheißen Klima hier. Darum findet man am Sepik auch keine echten Kunstschädel mehr, sagt Stüttgen. Er stand vor Jahren einmal im Verdacht, alte Trophäenköpfe illegal ins Ausland verkauft zu haben. Das waren doch nur Fälschungen, sagt er. Es gibt Ahnenköpfe. Also im Museum in Port Moresby, da können Sie wohl mindestens ein oder mehrere alte sehen. Ne? Die bringen 10.000 oder mehr Euro. Irgend sowas, ja. Also ich weiß da nicht, was die Händler jetzt da in London oder in New York dafür kriegen. Ist die Schädelkunst vom Sepik tatsächlich ausgestorben? Wir suchen weiter, doch Führer Alois ist skeptisch. Die Chancen sind gering, sagt er, wir versuchen's. In unserem Einbaum folgen wir dem Weg mehrerer deutscher Sepik-Expeditionen. Dies war einmal deutsches Kolonialgebiet. Der Fluss hieß damals Kaiserin Augusta-Fluss. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sammelten deutsche Ethnologen Kunst vom Sepik für die Museen daheim. Dort lagert sie noch heute, auch viele Trophäenschädel. Das Haus Tambaran, das Männerhaus im Dorf Palambay, ist die nächste Station unserer Suche. Gerade werden 4 Jungen in die Männergesellschaft aufgenommen. Ein schmerzhaftes Ritual mit Schnitten in die Haut. When we get the cutting skin, we become a man. Jetzt sind wir Männer, sagt Clay und Sarah, 18 Jahre alt. Jetzt kann ich ein Kanu haben, ein eigenes Haus. Draußen zeigen uns die Männer des Dorfes Palambay die Narben ihrer Jugendweihe. Und Clayons Vater Jakob erklärt die Muster. Wie Krokodilhaut, sagt er. Wir sind Krokodilmänner. Und was ist mit den Trophäenschädeln? Die kennen wir nicht mehr, sagt Jakob. Die Männer sind großartige Holzschnitzer.
aber es kommen kaum Touristen. Ein paar Kunstsammler kaufen die besten Stücke. Die bringen gutes Geld in Europa und Amerika. Die Männer hier erhalten davon nur einen Bruchteil. Am Sepik liegt die bedeutendste Kunstprovinz Ozeaniens. So steht es in unserem alten Buch aus Berlin. Aber das Land ist heute arm. Die Menschen verhungern nicht zwischen tropischen Gärten. Doch es fehlt Geld für Transport und für die Ausbildung der Kinder. Die haben wenig Chancen auf ein anderes Leben. Und hier im Dorf Ambunti treffen wir Josef Kone. Und Josef hat uns etwas zu zeigen. Kein Zweifel, ein echter Menschenschädel. Ich färbe ihn mit Lehm, sagt er, befestige Muscheln darauf und Federn. Und den Schädel hat jemand für ihn vom Friedhof geholt? Ja, sagt er. Und warum findet man diese Kunst nur noch so selten? Weil die Missionare unsere Kultur zerstört haben, sagt er. Sie sagten, unser alter Glaube ist falsch, darum ist er ausgestorben, verschwunden. Katholische Sonntagsmesse in Ambunti. Auch Josef Kone ist dabei. Die Bemühungen der christlichen Glaubensboten, sagt unser altes Buch aus Berlin, entziehen der alten Kultur die religiösen und sozialen Grundlagen. Und das bedeutet auch das Ende der alten Kunst. In einem Versteck arbeitet Josef an seinem Schädelprojekt im Dorf. Will er das nicht zeigen. 1000 China, 250 Euro bekomme ich für das Stück, sagt er. Wer sind die Käufer? Die kommen aus Deutschland, Holland, auch Amerika. Die traditionelle Tonerde ersetzt Josef durch Styropor. Aufgeweicht in Benzin und gefärbt, sieht das aus wie Ton, ist aber leichter zu handhaben. Hoch illegal ist das alles. Menschenteile zu verarbeiten und damit zu handeln, ist nämlich verboten in Papua-Neuguinea, dem alten Land der Kopfjägerei. Morgen werden wir den fertigen Schädel sehen. Ist Josefs Arbeit nun Kunst oder schlichte Fälschung? Kaufen wollen seine Arbeiten nur Ausländer. Anders als die antiken Stücke hat dieser Kopf keine magische Kraft, sagt Josef. Ich habe Aufträge für 4 weitere Köpfe. Mein Kunde hat mir schon eine Nachricht geschickt, sagt er. Gutes Geld, aber nicht leicht zu organisieren. Es gibt gutes Geld, aber es braucht Zeit, diese Dinge zu organisieren. Was er damit meint, ist klar. Jemand muss für ihn einen Friedhof besuchen und graben. Kannibalen und Kopfjäger, das sind für Korrespondenten in europäischen Hauptstädten Fremdworte, es sei denn, man spricht über die Finanzbranche. Aber auch mitten in Europa kann man die erstaunlichsten Geschichten finden. Unsere Kollegin Susanne Glass ist Korrespondentin in Wien. Ich werde das einmal markieren, und zwar richtig rum. Und damit zuständig für Südosteuropa. Und das sind sage und schreibe 12 Länder. Und in Albanien ist sie auf das uralte Prinzip der Blutrache gestoßen. Dieses archaische, grausame Gewohnheitsrecht, das Familien erschüttert. Susanne Glass, ihr Studio und ihr Bericht aus Albanien. Arbeitsplatz Wien. Sicher einer der schöneren Korrespondentenplätze. 2 Korrespondenten liefern von hier aus für die gesamte ARD. Konkret heißt das, alle Themen für alle Sender. Das Wichtigste für die Arbeit ist der schnelle Weg zum Flughafen. Denn ARD Wien heißt und ist offiziell ARD Südosteuropa. Aus der Österreich sind noch 11 Länder im Visier. Fahrt durch das Balkangebirge, das wirklich so heißt, mitten in Bulgarien.
Atemberaubende Landschaften, aber auch Reisewege, die gute Nerven verlangen und ganz viel Zeit. Kameraleute mit Abschlüssen von Filmakademien. Producer und Übersetzer für die 5 Sprachen und 5 Dialekte im Berichtsgebiet. Meist arbeiten sie schon länger für die ARD und kennen die Bedürfnisse und Standards. Denn auch im Fernsehen gilt, so klein die Welt auch geworden ist, so vielfarbig ist sie geblieben. Ganz besonders für das Studio Wien. Dreimal die Woche nach der Schule radelt Tush Chohu los. Der Lehrer aus der nordalbanischen Stadt Shkodra fährt zu Schülern, die nicht zu ihm ins Klassenzimmer kommen können, weil ihre Mutter die Kinder nicht mehr aus dem Haus lässt. Aus Angst, dass sie erschossen oder verschleppt werden. 3 Mädchen, 2 Jungs zwischen 5 und 16. Ihre einzige Abwechslung, der flimmernde Fernseher und der Besuch des Lehrers. Fast 1 Stunde dauert seine Fahrt. Er hat sich freiwillig für diesen Einsatz gemeldet, obwohl der nicht ganz ungefährlich ist. Jedes Mal, wenn er ankommt, hofft er, dass nichts Schreckliches passiert ist und er alle seine Schützlinge gesund antrifft. Der Vater der Familie hält sich seit 19 Jahren versteckt. Er war Polizist, hat im Dienst einen Räuber erschossen. Dessen Familie hat Blutrache geschworen, das heißt, Blut soll fließen, das des Vaters oder eben auch das seiner Kinder. Deshalb ist der Schulweg zu gefährlich. Dabei ist die 15-jährige Klonida so lernbegierig. Dank Tush kann sie inzwischen ganz gut lesen und schreiben, träumt davon, auf die Uni zu gehen. Ihre 1 Jahr ältere Schwester Clotilda, apathisch, die Buchstaben sagen ihr nichts. Um die beiden jüngeren Geschwister kämpft der Lehrer noch. Denn er weiß, auch wenn sie manchmal albern sind, in ihrem Innern sind alle zutiefst verzweifelt. Haben keine Antwort auf die Frage, wie stellt ihr euch denn eure Zukunft vor? Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann doch nur versuchen, ihnen wenigstens lesen, schreiben und rechnen beizubringen. Richtiger Unterricht ist das, was ich hier mache, auch nicht. Der dauert maximal 2 Stunden, dann wollen sie raus. Denn wenn der Lehrer da ist, fühlt sich die Mutter etwas sicherer, lässt sie wenigstens in den Hof. Natürlich ist es emotional sehr belastend, hierher zu kommen und vor allem wieder zu gehen und die Kinder in ihrem Elend zurückzulassen. Aber ich mache das, weil ich selbst Kinder habe und wenigstens ein bisschen dazu beitragen will, dass diese hier etwas lernen und damit eine kleine Chance im Leben haben. Falls sie ihr Gefängnis jemals wieder verlassen können. Dieses Häuschen mit undichtem Dach und ohne fließend Wasser. 1 Schlafzimmer mit 3 Betten. Für 6 Personen. Die Kinder sehen ihren Vater nur alle paar Monate für ein paar Stunden. Ja, manchmal kommt er nachts aus seinem Versteck in den Bergen zu uns und schaut, wie es uns geht. Die Blutrache, dieses archaische, grausame Gewohnheitsrecht, vor allem in der Gegend um Shkodra gibt es noch viele Familien, also auch sehr viele Kinder, die unschuldig davon betroffen sind. Und es gibt einige, die wie der Lehrer Tush helfen wollen, leider oft hilflos sind. Liliana Luani, ebenfalls Lehrerin, versucht seit Jahren, Kinder aus Blutrachefäden herauszuholen. Diesem Jungen hat sie nicht helfen können. Er wurde mit 13 erschossen, als er doch einmal das Haus verließ. Jetzt will sie zu einer Familie, die insgesamt 11 Kinder aus Angst vor Blutrache versteckt. Tish Pali ist ein entfernter Verwandter. Auch er will helfen, verspricht Liliana, zu der Familie zu bringen. Erst nach ihrer Rückkehr wird sie gestehen, dass sie nicht schwimmen kann. Jedenfalls wird schnell klar, dass hier kein Lehrer die Familie regelmäßig besuchen und die Kinder unterrichten kann. Und die meisten von Blutrache bedrohten Familien leben ähnlich abgeschieden. Nach der Fahrt mit dem Boot geht es noch fast 1 Stunde durch die Berge. Mark John Lully ist 77 Jahre alt. Der 6-jährige Nikolin, das jüngste seiner insgesamt 11 Enkelkinder. Der älteste Enkelsohn ist 20, aber der hat sich längst weiter oben in den Bergen versteckt. Hier geblieben sind nur die Alten, die kleineren Kinder und die Frauen.
Es ist wie meistens eine hochkomplizierte Blutrachegeschichte, in die sie verstrickt sind. Vier Söhne waren es ursprünglich, alle kriminell, Mörder und Räuber. Die Familien ihrer Opfer haben Blutrache geschworen. Heute sind zwei der vier tot, zwei andere im Gefängnis. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass endlich Schluss ist mit dieser Blutrache. Das geht ja immer so weiter. Ich mache mir große Sorgen um meine Kinder. Diese Kinder müssen so schnell wie möglich raus in ein normales Umfeld, bevor sie gestört oder kriminell werden. Das ist genauso wichtig, wie den Analphabetismus zu bekämpfen. Elsa ist 12 Jahre alt. Wie viel 1 plus 1 ist, konnte sie nach einigem Nachdenken beantworten. Jetzt lautet die Frage 10 plus 11. Ich möchte so gerne zur Schule, würde sicher ganz fleißig lernen. Und Liliana würde so gerne helfen, aber sie weiß nicht wie. Glaubst du nicht? Nur, dass sie dafür keine wirkliche staatliche oder gesellschaftliche Unterstützung hat. In Blutrache verwickelte Familien werden meist ausgegrenzt. Das ist auch ihre Erfahrung, gegen die sie auf ihre Art ankämpfen, ziemlich erfolgreich. Katholische Ordensschwestern in Shkodra. Sie betreiben einen Kindergarten und ein Jugendzentrum, holen die Kinder auf Verlangen ab. Die Eltern reißen sich drum, dass ihre Kinder irgendwo mal rauskommen, ja? Das Problem ist die Sicherheit, wo wir ganz klar sagen, wir können die Sicherheit nicht hundertprozentig garantieren. Ob es am göttlichen Beistand liegt oder am weltlichen Respekt vor der Autorität der Klosterschwestern, bisher ist jedenfalls nichts passiert. Mit tief ins Gesicht gezogenen Mützen, großen Sonnenbrillen steigen manche im Schutz der Dunkelheit aus dem Wagen und öffnen sich im Jugendzentrum in einer Art und Weise, wie sie es zu Hause in ihren Familien niemals gekonnt hätten. Wir leben seit 3,5 Jahren in Blutrache. Mein Onkel hat jemand getötet, er sitzt dafür im Gefängnis. Aber warum bedrohen die mich und meinen Bruder? Wir können doch nichts dafür. Plötzlich drehen sich auch unsere früheren Freunde um, wenn sie uns sehen. Dabei bräuchten wir Solidarität. Der Staat müsste eingreifen, ist aber viel zu schwach. Das Schlimme ist, dass oft auch unsere Eltern oder Großeltern diese Blutrache gut finden. Schwester Christina ist die Einzige, mit der wir darüber reden können und die uns geholfen hat. Jetzt wollen sie also nicht länger schweigen, sondern mutig auf ihr Schicksal aufmerksam machen, um diesen grausamen Rachekreislauf zu durchbrechen, der dafür verantwortlich ist, dass im Jahr 2010 in Nordalbanien noch immer hunderte Kinder wie zum Tode verurteilte Gefangene leben müssen. Der Blick auf fremde Länder und fremde Kulturen verändert natürlich auch den Blick auf das eigene Land. Zunächst einmal ist die Möglichkeit, ferne Länder und fremde Menschen kennenzulernen, trotz allem, auch wenn es Notlagen sind oder wenn es schwierige Situationen oder auch wenn es Kriege und Krisen sind, trotz allem eine große Bereicherung. Würden Sie denn noch einmal Korrespondent werden wollen, Herr Lindlau? Also ich finde, ein Leben lang Reporter reicht eigentlich. Vielleicht reicht auch ein Leben. Aber etwas, was wir uns ungern eingestehen, das, was wir machen, unser Geschäft, ist im Grunde doch ziemlich flüchtig. Das heißt, ich würde mich sehnen nach einem konkreten Beruf. Von mir aus ein gutes Handwerk, von mir aus Chirurg, von mir aus Strafverteidiger. Es tut mir leid, aber ich weiß, das darf man hier eigentlich gar nicht aussprechen. Doch, man darf hier ja alles aussprechen, Dagobert. Aber man wird auch Gegenrede von Gerd Ruge hören müssen. Ja, keine große Gegenrede. Also Korrespondenten werden halt gebraucht. Das nützen ja die besten Richter, die besten Handwerksmeister nicht, wenn die nicht informiert werden. Ja, insofern hat man also, es ist eine Aufgabe, die sich lohnt. Und ich finde viel besser, lässt sich was anderes auch nicht machen. Also die Abwechslungsmöglichkeiten, die man so findet in diesen Berufen, sind doch fantastisch. Aber Gerd Ruge, Dagobert Lindler hat ja auch nicht gesagt, dass er mit seinem bisherigen Korrespondentenleben unzufrieden war. Wahrscheinlich möchte er ein weiteres Leben. Ja, aber er möchte ja Staatsanwalt werden oder sowas. Das ist ja nein, im Gegenteil, Strafverteidiger. Aber wir halten mal fest, Gerd Ruge wird nicht müde. Und wir bekommen zwischendurch eine kleine Aufmunterung. Mr. Pop 007 twittert uns nämlich zu: hervorragende Sendung, ich bin schon seit 3 Stunden müde und schaffe es nicht,
abzuschalten. Da geht es auch so. Das ist gut, prima. Darf mal ein kleines Kompliment loswerden, denn unsere älteren Gäste haben beide schon die 80 überschritten. Ich glaube, man darf das sagen. Und sie sind immer noch ziemlich fit und diskutieren noch eifrig mit uns weiter. Vielleicht gleich noch eine Twitter-Frage. Gab es eigentlich auch mal Berichte, die zensiert wurden? Und wenn ja, welche und warum? Fragt Schwebi oder Schwibi. Zensiert von wem? Ja, das weiß ich auch nicht. Von unseren Sendern nicht. Von den Heimatsendern. Von den Heimatsendern? Von den Stationen. Na, das ist aber ein entscheidender Unterschied. Sind Sie mal zensiert worden, Frage mal. Also wo? Ich habe es nicht erlebt. Nein. Im Ausland zensiert? Ja. Dass nein, mal ein Beitrag nicht über einen Satelliten gegangen ist zum Beispiel. Aber Sie mussten Ihre Texte doch immer durch sowjetische Telegrafenamt schicken. Das war ursprünglich. Das kam durch die Zensur. Nein, also in meinem Sender wurde gegengelesen. Also, aber gut, nur bei Kommentar. Das war bei anderen Sendern auch nicht. Das war nur bei meinem Sender. Da musste der Chefredakteur zustimmen. Also bei uns gab es in Russland ursprünglich eben eine richtige Zensur. Und das hört aber schon lange auf. Schon Zeit ging, glaube ich, hat es nicht mehr. Sie konnten einem Schwierigkeiten machen, aber sie haben eigentlich im Grunde nicht mehr Schwierigkeiten gemacht. In China gab es keine Zensur, aber da guckten sie sehr genau drauf, was man machte. Hätte man nach Maos Tod einen furchtbar langen Artikel geschrieben, zum Drucken eigentlich. Und da ist 3 Tage lang nicht per Funk angekommen, als Telegramm. Ne? Dann bin ich zur chinesischen Außenministerin, da war eine ältere Dame, eine sehr zähe Kommunistin aus der griechischen Kampf, aber ein prima Mädchen, muss man ehrlich sagen. Ich konnte das irgendwo ganz gut mit ihr. Und da habe ich mich beschwert und habe gesagt, das geht doch nicht. Und so hat sie gesagt, wenn Sie so lange Dinger schreiben, Herr Ruhm, dann dauert es eben auch lange, bis die übermittelt werden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, dann gehe ich jetzt. Kam sie zur Tür und da hat sie mir, was ich noch sagen wollte, dieser lange Artikel von Ihnen. Der war ja nicht korrekt, aber intelligent, auf Wiedersehen. Das war das höchste Kompliment, das ich in China je erlebt habe. Damit unser Zuschauer auch weiter wach bleibt, Dagobert Lindlau, kritische Fragen. Was vermissen Sie? Was müsste der Weltspiegel anders machen? Was gefällt Ihnen nicht? Na, was mir fehlt, ist, dass wir die westliche Kultur, die westliche politische Kultur, nicht mit ähnlicher aufklärerischer Schärfe sehen, mit der wir totalitäre oder autoritäre Systeme außerhalb des Westens sehen. Dass wir nicht beobachten, dass die repräsentative Demokratie sehr dahin sieht in manchen westlichen Ländern. Wer hätte gedacht, dass es jemals gesetzmäßig sein kann, in Amerika zu foltern? Kein Aufschrei, nichts, wir bleiben da. Etwas weit weg. Und es gibt viele andere Beispiele auch aus der EU. Das fehlt mir, dass die westlichen Länder mit den Augen gesehen werden, mit denen wir distanziert viele andere Länder sehen. Ich denke, das ist durchaus eine Überlegung, die wach hält in Zukunft. Danke, Dagobert Lindlau. Es gibt immer noch eine Menge Fragen unserer Zuschauer und Internet-User. Aber jetzt erst einmal eine kleine Unterbrechung. Wir haben wieder einige Gratulanten. Ich wünsche ganz allgemein eigentlich allen ambitionierten Sendungen, die versuchen, in einer Zeit, in der auf Hintergründe überhaupt nicht mehr eingegangen wird, trotzdem über Hintergründe zu recherchieren, denen wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, dass sie nicht aussterben. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag, dem Weltspiegel. Macht weiter so, ist eine tolle Sendung. Und ja, werdet nicht müde. Gamala Chabuinole, Kulinonke, Namkele, Gamale, Wertspiegel, Happy Birthday, Kue, 50 years, Birthday, Wertspiegel, Congratulations to you, Wertspiegel, yay! Ich glaube, der Weltspiegel hat viel dazu beigetragen, dass die deutsche Öffentlichkeit und dass der deutsche Bürger sich bewusst geworden ist, dass man nicht mehr diese nationale Nabelschau betreiben kann, sondern dass wir in einer globalisiert vernetzten Welt leben. Und deshalb wünsche ich dem Weltspiegel noch ein langes Leben.
Dass der Weltspiegel 50 geworden ist, das ist doch schon was, liegt vielleicht auch daran, dass er immer ein Korrespondentenmagazin war und auch geblieben ist. Die Berichte kommen in aller Regel von den Korrespondenten aus aller Welt und wir Moderatoren waren selbst alle auch einmal Korrespondenten oder sind es noch immer. Und die vier aktuellen Moderatoren des Weltspiegel sind anlässlich unseres Jubiläums noch einmal in ihr Berichtsgebiet zurückgekehrt. Hier ihre Berichte. Guten Abend. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Wolken im Hochsommer auf der Überfahrt von Kapstadt nach Robben Island zusammen mit Touristen. Vielleicht sollte ja nichts in schönerem Licht erscheinen bei der Reise in die Vergangenheit Südafrikas und in meine. 20 Jahre hatte ich das vermieden, wollte die Bilder vom Ende der Apartheid in meinem Kopf konservieren. So ein Ereignis erlebt man als Korrespondent ja nicht oft. Nun kehre ich zurück und die Erinnerung an Bilder wie diese. Von insgesamt 27 Jahren saß er hier eingekerkert. Nelson Mandela. Die Hunde erinnern sich an sie, ruft ihm ein Journalist zu. Nur wenige dürfen Mandela hierher begleiten. Ich bin dabei und gleich zu sehen, da rechts. Täglich 5.30 Uhr aufstehen, 7 Uhr Steinbruch. Alle 6 Monate einen Besucher und einen zensierten Brief. Nach all dem streckt Mandela die Hand zur Versöhnung aus, ungebrochen. Auf dem Weg in seine Zelle, erstmals seit seiner Freilassung, die 2 Kamerateams dürfen ihn dort filmen. Heute habe ich den Schlüssel fürs Gefängnis, für die Zelle von Nelson Mandela, ausnahmsweise. Stille. Mandela ist bis heute die beeindruckendste Persönlichkeit, der ich je begegnet bin. Ein bewegender Moment für mich. 1,5 Minuten geben sie uns damals. Ich habe die Zelle gar nicht so klein empfunden, wie sie mir jetzt vorkommt. Und schon ist die Zeit um. Mir reicht das nicht. Draußen im Gefängnishof kommt mir eine Idee. Ich erinnere mich, wie ich die Teleskopstange, ich war Tonmann, ausfuhr mit dem Mikrofon und versuchte einfach, ihm eine Frage zu stellen, in dem Moment, in dem er nach außen blickte. Und das klappte und dieser O-Ton ging dann um die Welt. Haben Sie im Gefängnis jemals daran geglaubt, Präsident zu werden? Nein, ich habe nie auch nur gewagt, daran zu denken. Ich werde tun, was das südafrikanische Volk verlangt. Inzwischen ziert sein Porträt die Banknoten. Sein ehemaliger Aufseher Christo besitzt den Laden auf der Insel. Es war richtig so, sagt er. Was er nicht sagt, aber ausstrahlt. Nur regieren hätten die ja nicht gleich müssen. 20 Jahre danach sind Mandelas Weggefährten selbstkritisch. Ntosa fuhr ihn am Tag der Freilassung, ist heute Touristenführer. Wir sind der Country, there are changes. Es hat sich viel verändert, aber es geht auf und ab. Und wir müssen uns eingestehen, es gibt so viel Korruption. Kapstadt und der Tafelberg, das schönste Ende der Welt. Von hier fahre ich in die Weinberge im Hinterland. Was ist geworden aus all den Träumen und Versprechen, will ich wissen, suche Frankie Arendse. How are you guys? Alles klar, Jungs. Kennt ihr Frankie Arendse, Südafrikas ersten nicht-weißen Bürgermeister vor 20 Jahren? Kopfschütteln. Ja, sagt er, aber wo der sei. Such mal seinen Cousin, Moses mit dem Fleck. Und ein paar Köter später. Moses, können wir reinkommen? Sie und Frankie galten unter der Apartheid als Coloreds, als Farbige. Was ist aus Ihrem Cousin, dem Bürgermeister, geworden? Ach, der Neid, die hohen Erwartungen, die eigenen Leute haben ihn fertig gemacht. Er gab nach einem Jahr auf und zog mal dahin, dann dort. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich habe es damals gleich gesagt, meine Schwägerin Caroline. Die reichen Weißen hier haben sich gegen ihn verschworen. Und jetzt stehen uns dunkle Zeiten bevor. Diese Mistregierung, es geht nur noch drunter und drüber. Weiter am Hang ein Slum.
Bei meinem Besuch vor 20 Jahren standen hier nur wenige Hütten aus Holz. Die Regierung hat Wasser und Strom hierher gebracht. Die Schwarzen würden bevorzugt, kritisiert Moses. Apartheid war schlecht, aber wir Farbige waren wenigstens Nummer zwei nach den Weißen. Jetzt sind die Schwarzen vor uns. Die haben inzwischen die Top-Jobs, wie der heutige schwarze Bürgermeister. Konrad Sedeko war Südafrikas Botschafter in Dänemark. Jetzt macht er Realpolitik hier, wo es das größte Gefälle zwischen Arm und Reich im Land gibt. Gemüsebeete und einen Blumengarten haben die Rastafari-Besitzer angelegt. Schaut euch mal die Kürbisse an, die die hier ernten. Ein richtiges Haus werden so viele Menschen hier nie besitzen. Politik könne nur Lebensumstände verbessern. Hier, jetzt haben sie Licht, weil wir ihnen ein Solarmodul spendiert haben als Starthilfe. Praktische Hilfe statt Parolen und Versprechen. Was soll die ewige Kritik? Ja, einige Leute fühlen sich seit 20 Jahren auf einer Warteliste. Aber sie tun selbst wenig, um das zu ändern. Das neue Südafrika entsteht zuerst im Kopf. Es geht darum, kein Opfer mehr zu sein, auch im Slum in die Hände zu spucken, statt sie uns entgegenzustrecken. Vielleicht wird erst diese Generation das verstehen. So, und ihr sucht Frankie Arendse? Ja, der hatte damals viele gute Ideen, aber die Weißen im Stadtrat haben ihn übel ausgetrickst. Und dann verraten sie uns, wo er wohnt. Hier, 40 Kilometer entfernt in einer Reihenhaussiedlung, Mittelklasse-Gegend. Da wartet er in der Tür. Frankie, erinnern Sie sich noch vor 20 Jahren, der Stolz der Nation für wenige Monate? Meine eigenen Leute haben den Weißen meine Pläne verraten. Ich konnte nichts gegen deren wirtschaftliche Macht ausrichten. Die Bürgermeisterkette wurde für Arendse, der zuvor Gefängniswärter gewesen war, zum Mühlstein. Heute traut er keiner Partei. Es gibt zu viel Korruption. Die Armen haben die Schnauze voll davon. Die Reichen werden nur reicher. Ich habe keine Hoffnung für dieses Land. Enttäuschte wie er nennen die neue Elite Südafrikas Kokosnuss. Außen schwarz, innen weiß. Ich dagegen sehe Südafrika auf einem besseren Weg. Und als ich mich von ihm verabschiede im Sonnenuntergang, brennt mein Herz und ich habe das Gefühl, ich sei hier nie wirklich weggegangen. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Knoblauch, Knoblauch und nochmal Knoblauch. Ohne den kann Lourdes Sobrino einfach nicht kochen. Hola! Lourdes ist meine Freundin. Heute feiert sie Geburtstag und ich freue mich, meine Madrider Clique mal wieder zu sehen. Auf den ersten Blick ist alles wie immer, aber als Staatsangestellte verdient Lourdes inzwischen 200 Euro weniger im Monat. Deshalb gibt's diesmal Eintopf statt Häppchen. Sonst habe ich immer guten Schinken gekauft. Dieses Jahr hätte ich mir das nicht leisten können. Mein Cousin war so nett und hat mir welchen geschenkt. Fast alle Gäste haben irgendwas beigesteuert zum Buffet. Die Spanier sind anpassungsfähig. Aber mir wird schwer ums Herz, wenn ich höre, wie es Ihnen inzwischen geht. Die Krise ist mitten in meinem Freundeskreis angekommen. Ich bin seit diesem Monat arbeitslos, erzählt Paz. 20 Jahre habe ich gearbeitet und jetzt bin ich ohne Job. Ausgerechnet jetzt, wo ich es mit dem Kleinen am nötigsten hätte. Wir können in Spanien nicht mehr darauf hoffen, dass eine Firma uns Arbeit gibt oder gar der Staat. Das Einzige, was uns bleibt, ist, uns selbstständig zu machen. Ich mache Fortbildungen, Umschulung, hoffe, dass irgendwann mal jemand auf meine Bewerbungen reagiert. Aber es ruft nie jemand zurück. Meine nächste Station ist die Innenstadt. Sonntagmittags um eins, Aperitifzeit. Stattdessen kommen mir Zehntausende Demonstranten entgegen.
Als ich vor 5 Jahren hier aus Madrid weggegangen bin, war das noch ein anderes Land. Der Sonntag war eigentlich zum Genießen da. Heute vergeht kaum ein Wochenende, ohne dass irgendwo in Spanien Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Sparpolitik der Regierung zu protestieren oder gegen die korrupten Politiker. Wütend sind die Spanier über das, was sie mit schwarzen Briefumschlägen symbolisieren. Die Umschläge stehen für Schwarzgeld und Korruption. Was mich am meisten ärgert, sind die korrupten Politiker. Das ist doch furchtbar. Jeden Tag kommt eine neue Geschichte ans Licht. Das regt mich wirklich auf. Das hier meint er, die schwarzen Kassen des Schatzmeisters der Regierungspartei PP. Jahrelang sollen Parteimitglieder aus Spendengeldern bezahlt worden sein, inoffiziell. Auch der Name Mariano Rajoy steht auf den Listen. Die Gelder kamen wohl von großen Baufirmen. Rajoy selbst äußert sich dazu nur ein einziges Mal, aber eine Pressekonferenz kann man das nicht nennen. 2 Minuten lang dürfen ihn die Journalisten sehen, dann werden sie aus dem Raum geschickt. Das Statement des Ministerpräsidenten muss die Presse von einem Monitor abfilmen. Fragen ausgeschlossen. Sind wir hier eigentlich im Iran? Fragt mein Freund Luis, der solche Fotos im Internet kommentiert. Luis ist Musikproduzent, aber seit die Mehrwertsteuer für CDs auf das Dreifache erhöht wurde, gehen seine Geschäfte noch schlechter als vorher. Das Problem ist, diejenigen, die von uns Opfer und Sparsamkeit verlangen, sind genau die Politiker, die an sich selbst nie sparen und die persönlich nie zu Opfern bereit waren. Im Netz kursieren Dokumente, die Politiker belasten, wie diese Rechnung über einen privaten Kindergeburtstag der Gesundheitsministerin Ana Mato. Mehr als 6.000 Euro für Konfetti und Spiele, dazu teure Privatreisen mit ihrem Ex-Mann. Mutmaßlich finanziert von Firmen, die in einen Korruptionsskandal verwickelt waren. Doch Ana Mato will nicht zurücktreten. Ich muss mich dafür nicht verantworten. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe, die Arbeit im Ministerium und die Garantie einer öffentlichen Gesundheitsversorgung, die kostenlos ist für alle Spanier. Das stimmt so nicht mehr ganz. Ana Toledano bekommt manuelle Therapie von einer Physiotherapeutin. Ana hat Multiple Sklerose seit 16 Jahren. Die Therapie hilft gegen die Schmerzen. Bezahlen muss sie aber selbst, genau wie die Haushaltshilfe und einen Teil ihrer Medikamente. Sie spürt die Kürzungen bei den Leistungen der Krankenkasse. Wenn ich mal umfalle und den Notfallpiepser drücken muss, damit mir jemand hilft, erzählt sie, dann muss ich das seit diesem Jahr auch selbst bezahlen. Wir chronisch Kranken brauchen sozialen Schutz durch den Staat, nicht nur durch die Familie. Und ich fühle mich inzwischen schutzlos. Ana hat Glück, weil ihr privates Umfeld funktioniert. Die Nachbarn in der Straße gehen mit ihr einkaufen, ihre Geschwister kümmern sich um sie. Arztbesuche und die Grundversorgung mit Medikamenten übernimmt die Kasse. Aber Ana fürchtet, dass noch mehr Leistungen gestrichen werden und das Kranksein in Spanien noch teurer wird. Diese Angst haben sie auch. Demonstranten vor einem staatlichen Gesundheitszentrum. Ärzte, Schwestern und Patienten kommen hier jeden Tag um 12 vor die Tür zum Protest. Denn wenn es nach dem Willen der Regierungspartei geht, sollen mehr und mehr öffentliche Praxen und Krankenhäuser privatisiert werden. Da werden dann doch nur wieder einige private Unternehmen reich, die ganz eng mit einigen unserer Politiker verbandelt sind. Wir sind gegen die Privatisierung. Wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung in öffentlichen Händen bleibt. Mein schönes Spanien hat sich ziemlich verändert. Ärmer ist es geworden und niemand hat mehr Vertrauen in die Politik, egal wen ich frage. Aber das letzte Wort sollen jetzt noch mal meine Freunde haben. Wir, sagen sie, wir haben uns nicht verändert, seit du weggegangen bist.
Wir sind stark, wir bleiben anständig und wir werden uns von den Politikern nicht unterkriegen lassen. Wir werden aus dieser Krise wieder rauskommen, das müssen wir einfach. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus München. Kurz vor 12 Uhr mittags in Rom. Jeden Tag wird diese Kanone aus ihrem Mauerverlies am Gianicolo-Hügel hervorgezogen. Und dann der Kanonenschlag. Punkt 12 Uhr. Seit dem 1. Dezember 1847 geschieht dies jeden Tag. Papst Pius IV. Führte den Donnerschlag ein, weil Roms Uhren zu viele verschiedene Zeiten anzeigten. Ein heilloses Zeitdurcheinander und ein schönes Gleichnis für unsere Tage. Rom zwischen Papstwahl und politischer Wahl. Montag, Nachschluss der Wahllokale, ein beispielloses Durcheinander der Ergebnisse, aber eins wird deutlich, Italien ist unregierbar. Blockade, Krise, das ist die Nachricht und die wird von allen Fernsehstationen, auch von uns, in die Welt hinausgesendet. Zwei Tage vor der Wahl besuchte ich Berlusconis Abschlusskundgebung in Neapel. Letzte dramatische Umfragen zeigen, Berlusconi holt auf. Seine Versprechungen, sein Populismus ziehen immer mehr Wähler an. Und dann strömen seine Anhänger in die Halle 5 der Mostra Oltremare und es heißt Umfragen machen, Interviews und Gespräche führen, Motivationen erfragen und erforschen. Hier, bei solchen Veranstaltungen, schlägt die Seele seiner Bewegung Partito della Libertà. Und wenn Berlusconi spricht, dann herrscht eine Stimmung wie am Aschermittwoch in Passau. Forza Campania! Silvio Berlusconi und Neapel, das war immer eine besondere Beziehung. Er hat diese Stadt geliebt wie keine andere. Und von ihr aus hat er viele Versprechungen abgegeben, von denen er die meisten freilich nicht gehalten hat. Und so sieht der Wahlsieger aus, Pierluigi Bersani. Seit dem Wahlsonntag ein niedergeschlagener Mann. Wochenlang schien er alles zu gewinnen. Taktische Fehler, aber auch die Einmischung aus Deutschland, so sehen es viele Italiener, haben dem Chef der Partito Democratico nur einen halben Sieg gebracht. In einem römischen Eiscafé treffe ich mich mit Laura Garavini. Sie ist Abgeordnete der Partito Democratico. Sie hat ihren Stimmenanteil fast verdoppelt bei den Auslandsitalienern in Europa, eine italienische Europäerin. Ich denke, es ist notwendig, dass wir europaweit gemeinsam endlich Strategien entwickeln, um Wachstum zu schaffen. Wir müssen sehen, dass wir eben gemeinsam vor allem die Jugendlichkeit, Arbeitslosigkeit bekämpfen, also auch Impulse für die Wirtschaft, für Wachstum schaffen und nicht nur denken an Sparen. Wir dürfen uns nicht zu Tode sparen. Das kann nur die schlimmsten Populisten helfen. Das sind auch eben die Töne, die sowohl Grillo als auch Berlusconi in der Wahlkampagne benutzt haben. Und die sind leider dafür belohnt worden. Auf einen, der belohnt wurde, wartete Rom bisher vergebens. Aber in Genua, seiner Heimatstadt, wurde er von Journalisten heftig umlagert. Der Wahlstar Beppe Grillo, seine Bewegung Cinque Stelle, wurde stärkste Einzelpartei. Wir stehen hier vor einer epochalen Veränderung der Kultur, der Politik, der Wirtschaft. Es ist ein ganz anderes Denken. Es geht nicht nur um kommende Regierungskoalitionen. Durch die Neuwahlen ist Italien, außer dass es sich in einer tiefen Staatsschuldenkrise befindet, auch noch in eine politische Krise geschlittert. Aber das zweite große Thema dieser Tage war natürlich der Rücktritt des Papstes und die italienische Öffentlichkeit, die Zeitungen und das Fernsehen. Sie beobachten natürlich sehr genau, was sich im Vatikan tut, wie die katholische Kirche sich darstellt. Und da gibt es durchaus kritische Töne, meinetwegen die Zeitung Repubblica. Sie titelt, die katholische Welt ist von Skandalen erschüttert. Die Kurie hat sich von der Wirklichkeit entfernt, eine Reform ist nötig, mehr Transparenz und man möchte, dass die Laien wieder eine stärkere Rolle übernehmen. Aus diesem Fenster wird lange kein deutscher Papst mehr herausschauen. Der Abschied von Papst Benedikt XVI. War bewegend. Die Tageszeitung der italienischen Bischofskonferenz titelte Danke, Benedetto. Aber die Vatikan-Korrespondentin der Tageszeitung La Repubblica
Conchita de Gregorio sieht, dass es hinter den Vatikanmauern viel aufzuräumen gibt. Es gibt viele Katholiken, die eine Reinigung der Institutionen wollen und die ans Licht bringen wollen, was los ist, weil hinter einigen Dingen ein kriminelles Netzwerk steht. Und es gibt die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, die noch im Gange sind und die ich in meinen Artikeln beschrieben habe. C'è molte delle vicende che io racconto in questi articoli e che hanno a che vedere per sempre con le transazioni immobiliari. Es geht um Immobiliengeschäfte, um dunkle Machenschaften der Laien, die auch in die Welt der Homosexualität hineinspielen. Alles das wird heute juristisch geprüft. Es geht um Geld und um Sex, um das sechste und um das siebte Gebot. Il sesto e il settimo comandamento, soldi e sesso. Die Aufklärung in der Kurie hinter den Mauern des Vatikan wird in den nächsten Wochen fortgesetzt. Und so endet eine journalistisch spannungsreiche Woche in Rom mit zwei offenen Fragen. Wer wird der nächste Papst und wer stellt die nächste italienische Regierung? Willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Das Rhontal, Weinland und Atomland. Hierher wollte ich zurück, denn nirgendwo sonst in Frankreich ballen sich so viele Atomanlagen. Und die haben mich als Korrespondent ständig beschäftigt, ob ich mochte oder nicht. Außerdem treibt die französische Atompolitik manchmal so herrlich skurrile Blüten. Zum Beispiel bringt sie Krokodile hervor. Die Riesenechsen sind die wohl ungewöhnlichste Touristenattraktion im südlichen Rhontal. Ohne die Atomfabriken wären sie nicht hier. Ich bin hier zurückgekommen in die Krokodilfarm von Pierre Latte, weil sie für mich immer so ein wunderbares Symbol dafür war, wie Frankreich mit der Atomkraft umgeht. Denn die Krokodile konnten hier bislang nur gezüchtet werden dank der Fernwärme, die die nahegelegene Atomanlage abgegeben hat. Und es hat einfach gezeigt, dass die Franzosen da ein entspanntes Verhältnis zur Atomenergie haben. Nach dem Motto, seht her, das ist praktisch, damit kann man sogar Krokodile züchten. Aber die Zeiten ändern sich, auch hier. Denn spätestens seit Fukushima halten auch viele Franzosen die Atomkraft für ähnlich gefährlich wie Alligatoren. Das hat auch die Industrie gemerkt. Ein neues Öko-Image muss her. Da passt es gut, dass die Krokofarm von Pierre Latte neuerdings mit Biogas beheizt wird. Der Direktor sieht es mit gemischten Gefühlen. Ist Ihre Krokofarm denn jetzt wieder ein Symbol? Soll das die Energiewende in Frankreich zeigen? Ja, ein Symbol schon für eine gewisse Neuorientierung in der Energiepolitik. Aber ich frage mich, gibt es dafür auch wirklich eine Strategie? Immerhin, ein paar hundert Meter weiter wird jetzt Holz zu Biogas. Das wärmt nicht nur die Krokodile, sondern auch etliche französische Nachbarn. Simpler Grund, die benachbarte Atomfabrik wurde modernisiert, Fernwärme fiel weg. Dafür kam die Biogasanlage. Und wer hat die gebaut? Der Atomkonzern Areva, der sich gerne umweltliebend geben will. Diese Anlage soll die Atomenergie ja nicht ersetzen, sondern ergänzen. Aber die Regierung will doch die Atomkraft stark reduzieren. Naja, das ist eine Ankündigung. Ob der französische Staat die wirklich umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Erneuerbare Energien, so scheint mir, sollen in Frankreich vor allem die Atomkraft ökologisch korrekt einrahmen. Motto, alles gleich gut fürs Klima. Von Atomausstieg keine Spur. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, denn über die Atomanlage hier in Tricastin habe ich in meiner Korrespondentenzeit häufiger berichten müssen. Hier hat es einige kleinere Zwischenfälle gegeben, die meist in Deutschland wesentlich mehr Aufsehen erregt haben als in Frankreich. Aber ich habe die Anlage nie betreten können. Es ist jetzt das erste Mal. Tricastin ist die größte Atomfabrik Europas. Eigentlich sind es mehrere Fabriken. Sie produzieren Atombrennstäbe. Ich nähere mich einem Hochsicherheitstrakt und merke auch gleich, welche Spielregeln hier gelten. Bonjour, la télévision allemande. Ah bon, non, okay. Das Sicherheitspersonal darf also nicht gefilmt werden. Aber ab jetzt werden wir wie eine Touristengruppe freundlich im Minibus übers Gelände kutschiert. Die Fläche so groß wie eine Kleinstadt. Die Fässer, die hier zu Tausenden lagern, Transportschutz für die Atombrennstäbe.
Sie bauen viel Neues in Tricastin, aber nicht alles dürfen wir filmen. Was mich überrascht, der Direktor der Atomfabrik spricht persönlich mit mir. Ungewöhnlich offen für Frankreichs Atomindustrie. Sie investieren hier viel in die Zukunft. Für welchen Zeitraum planen Sie denn noch? Wir investieren hier gerade für einen Zeitraum von 40 bis 50 Jahren. Wir glauben fest an die Zukunft der Atomenergie weltweit. Sie kennen die Entwicklung in Deutschland. Hat das Einfluss auf Frankreich, dass Deutschland aus der Atomkraft komplett aussteigen wird? Deutschlands Entscheidung ist ja ehrenwert, aber in Frankreich wird das anders sein. Wir werden auf die Energiepreise für die privaten Haushalte achten und darauf, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Soll die Regierung doch ankündigen, was sie will. Der Direktor ist sich sicher, sein Tricastin wird niemals als Museum einer ausgedienten Atomproduktion enden. Saint-Andéol. Die Atomfabrik ist nah, aber doch irgendwie weit weg. Ich liebe diese alten, lichtdurchfluteten Provinzstädte in Südfrankreich. Aber anders als in Deutschland finde ich kein einziges Solardach, auch nicht im Umland. Ein Dorfbewohner klärt mich auf. Ja, es ist schade, dass wir die Sonnenenergie hier nicht nutzen. Aber wir müssten dafür unser Stadtbild zerstören. Da muss ein Kompromiss gefunden werden. Solarenergie müssen wir an anderer Stelle erzeugen, wo sie weniger stört als in unserem historischen Stadtkern. Keine Chance also für die Sonne Südfrankreichs? Ich muss schon in die Berge fahren, um Franzosen aufzutreiben, die daran etwas ändern wollen. Die neue Regierung hat für Sonnenenergie im Stromnetz jetzt ähnlich attraktive Abnahmepreise wie in Deutschland eingeführt, aber die nutzt bisher fast keiner. Ausnahme hier. Zu einer Frankreich-Geschichte gehört natürlich auch das kleine gallische Dorf, das sich gegen irgendetwas wehrt. In diesem Fall heißt es Saint-Michel-d'Orance und die Einwohner hier wollen nicht länger allein von der Atomkraft abhängig sein. Der Asterix von Saint-Michel-d'Orance heißt Guillaume Barras. Der Installateur hat mit einigen Gleichgesinnten ein Mini-Solarunternehmen gegründet. Die Solarmodule auf dem Dach des Dorfcafés decken schon den Strombedarf von Rathaus, Schule und Kantine. Mehr soll folgen. Die bisher 30 Teilhaber der Anlage, alles Dorfbewohner. Jeder kann mitmachen, auch der Bürgermeister ist dabei. Glauben Sie denn, dass es in Frankreich wirklich eine Energiewende geben wird? Unser Projekt soll die Bürger hier jedenfalls für erneuerbare Energien gewinnen. Die Mentalität der Franzosen muss sich ändern. Wir müssen unsere Energie lokal produzieren, nicht nur zentral wie bei der Atomkraft. Aber 30 Jahre brauchen wir bestimmt, um das System Atomkraft zu ersetzen, an das sich hier jeder so gewöhnt hat. Die Sonne strahlt wohl noch lange ungenutzt auf die meisten französischen Dörfer und Städte. 30 Jahre, 50 Jahre. Dass wir drei noch ein Frankreich ohne Atomkraft erleben werden, ich bezweifle das. Auch wenn ein gallisches Dorf vormacht, was hier alles möglich wäre. Das war also unser Moderatorenblick auf die Länder, die für uns ein Stück weit Heimat geworden sind. Aber wie schaut eigentlich ein Mann, der selbst in mindestens zwei Kulturen zu Hause ist, auf unsere Sendung? Ein türkischer Schwabe zum Beispiel. Sie kennen ihn alle. Das ist das, was öffentlich-rechtliches Fernsehen ausmacht, dass wir bei allem Interesse auch zu unterhalten, eben halt auch informieren darüber, was in der Welt passiert. Und das gehört für mich zu den Sendungen, die man eigentlich nicht verpassen sollte. Ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, die kriegt man nicht mehr raus. Das ist die Melodie natürlich. Und so weiter. Das bleibt irgendwie ein Leben lang. Dankeschön. Bitte. Super. War das auch die richtige Melodie? Nein. Das ist die falsche. Ja, das war fast die richtige Melodie, lieber Cem Özdemir. Aber damit Sie sie noch mal ganz korrekt hören, haben wir das SWR-Vokalensemble, übrigens eines der besten der Welt, gebeten, Ihnen ein bisschen Nachhilfeunterricht zu geben. Ein
ein wunderschöner Ausklang für diese Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gästen in unserer Runde. Toll, dass Sie diesen langen Abend, diese lange Nacht mit uns durchgestanden haben. Herzlichen Dank an Dagobert Lindlau, an Ina Ruck und an Gerd Ruge. Und ein Dank gilt natürlich auch an unsere lieben Kollegen von der Redaktion, in der Regie und an die Mannschaft hier im Studio, hinter, neben und vor den Kameras. Und die werden jetzt, glaube ich, gleich mal zu uns ins Studio kommen. Und wir, das Moderatorenteam, bitten jetzt alle Mitarbeiter dieser Sendung ins Studio zu kommen, um mit uns und unseren Gästen zum 50. Geburtstag des Weltspiegel anzustoßen. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanken wir uns für die jahrzehntelange Treue zu unserer Sendung. Und bei allen, die uns heute gemailt, geschrieben und telefoniert haben, ganz herzlichen Dank. Und alle denen, die in 50 Jahren für diese Sendung gearbeitet haben, danken wir ganz besonders. Auf weitere 50 Jahre Auslandsreportage in der ARD. Wir wünschen Ihnen und uns alles Gute. Zum Wohl auf 50 Jahre. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe kein Gläschen. Zum Wohl. Ganz toll, Gott. Kompliment an mich. Ja, wunderbar. Klasse. Wunderbar. Salut. Tolle Lehre. Tolle Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.